Guten Abend meine Damen und Herren zum, ich glaube, 43. Plankenschnack nunmehr und äh, wir haben folgende Gesichter dabei. Ich glaube, ist das die richtige? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier. Okay, Standbilder, Standbilder, Aha. Screenshots machen. Hallo. Nice. Hallo. Sch schönen guten Abend. Hi, einen schönen guten, guten Abend. Abend. Äh, Sali, alles gut? Ja, ich habe gerade Standbilder. <laughs> Hast Ach, du nicht gesagt, Standbilder? Ja, nee, aber deswegen, oh, wow. Standbilder heißt ja nicht rumfuchteln. Entschu Entschuldigen Sie, haben Sie Chibabchichi? -Chi. Tut mir leid, wenn ich glotze, schöne Königsberger, klopse. klopse. Ähm, Lecker. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um äh, über die E3 zu sprechen und diese wundervollen Ankündigungen und uns das mal... So ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, wir nehmen das mal so ein bisschen unter die Lupe und gucken mal, was da alles so rauskommt. Aber wir haben ja auch einen Gast, den ihr noch nicht kennt. Der gerade auch einen Gast reinbekommt. Ja. Du hast auch einen Gast, Slash. <laughs> Sie kommt gerade nach Hause, platzt direkt in die Anmod. Super Hallo! <lacht> Hi! Hallo! <laughs> ich, ich grüße dich! Du bist im Internet! <lacht> <lacht> okay, wir haben, wir haben gewunken. Slash? Ja. Hallo! Ja, guten Abend. Erzähl doch mal einen guten Schlag Abend. aus der Jugend. Ja. Ja, ich sage erstmal schönen guten Abend an alle, die im Chat da draußen seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, natürlich. Dankeschön erstmal an Dizzy und das Team für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Wer hat bekannt hier auf Twitch als Slash Sockt? Ähm, Markus ist aber auch völlig in Ordnung, wenn es mit C geschrieben wird. Mit K eher nicht. Ähm, aber ja, Markus geht auch völlig klar. Ja, ich mache hier so auf Twitch Dinge und Sachen. Mittlerweile seit drei Jahren. Variety-Streamer, alles Mögliche, was halt mehr oder minder Singleplayer-Kampagne hat. Multiplayer ist eher so nicht meins. Und dann äh, spielt man hier also halt Spiele. Davor habe ich ein bisschen YouTube gemacht, mache jetzt halt auch schon seit fünf Jahren. Bin gelernter Redakteur, ähm, habe vier Jahre für die Computec Media AG gearbeitet. Bekannt wahrscheinlich für den einen oder anderen durch die PC Games, wenn ihr nicht gerade GameStar gelesen habt. Und ähm, ja, da habe ich halt eben gelernt und das Ganze als Hobby angefangen, ist mittlerweile so ein Teilberuf geworden. Wie hat, Ich bin seit halt 2012 freiberuflicher äh, bzw. selbstständiger Freiberufler. Und ähm, ja, wie gesagt, da kann man sich halt eben so ein bisschen einteilen. Oder Streamer hat immer mehr einen Teil hat eingenommen. hat ja, Jahrgang 79, schon ein bisschen ältere Generation. Das heißt, der Rollator rückt immer näher, äh, wie ihr gerade zu sehen. <laughs> Frau ist auch mit dabei an Bord. Ja, das ist so das, was ich hier so auf Twitch dann halt mache. Warst du nicht eigentlich äh, Bretts of the Wild only streame? <laughs> ich mach den, äh, den einzigen patentierten Slow Run. Nee, ich spiele halt immer Spiele sehr, sehr langsam und ausführlich. Deswegen bin ich mit Zelda immer noch nicht durch. Wann ist es rausgekommen? Im Februar? März? April? März? Okay, ja. vier Monate nach Release bin ich immer noch nicht durch. Äh, ja, ich lasse mir halt Zeit, ich genieße halt die Spiele, ich versuche halt nicht durchzurennen und äh, viel halt mitzunehmen, was man sich anschauen kann, Collectibles. Und deswegen dauert das halt. Und wie hat ich. Die anderen Spiele kommen dann auf den back und werden irgendwann nachgeholt, weil Sommerloch, wo halt eben nichts rauskommt, gibt es immer. Dann kann man die halt eben noch nachholen, da mache ich mir überhaupt keinen Stress. Äh, bist du denn auch, äh, gehst du so in die Richtung äh, Achievements, also 100% gar nicht? Ganz, ganz wenig. Da bewundere ich halt Sali, äh, weswegen ich dann auch ab und zu ganz gerne halt eben zugucke. Sie ist ja halt die Trophy-Hunterin. Ich bin halt Trophy-Level 20, sie ist halt auch definitiv weiter. Und wenn mich ein Spiel wirklich ganz, ganz doll reizt, dann ja, aber das ist mittlerweile eher selten, weil ich dann doch lieber viele verschiedene Spiele spiele als eins, sage ich mal, so ausführlich, dass ich es nochmal ein zweites oder drittes Mal durchspiele. Ja, wenn ich schon von Sali höre, ich möchte nochmal ein Witcher spielen. Uff. Also, Witcher ist mal ein geiles Spiel. Äh, aber dass ich es halt zwei-, dreimal spiele, Platin mache und dann nochmal spiele, äh, nee, dafür möchte ich noch andere Spiele spielen. Aber es war so gut und ich kann ja, noch 100% Ja, es war gut. Definitiv. Aber nochmal. Mm. Ja, die Game of the Year hat nochmal einen eigenen Achievement-Baum <laughs> bekommen. Und. und noch nochmal Ink. Und ich könnte sie dreimal holen, weil die US-Version hat auch nochmal eine eigenen. Ja. Wow, ja. kann man mal wow. machen. Warum nicht? Mhm. Also bist du eigentlich äh, genau der Richtige für das Thema heute? Du bist ja, jetzt nicht so. Ja. CS Only! Oder Nein, seit oder. Neuestem ist ja GTA RP Only, habe ich gehört. Halt mir bitte weg. Springen, bitte. An die Battlegrounds <laughs> haben wir auch noch battlegrounds only. Nee, also tatsächlich, die Community ist mal ein bisschen ein Nachteil, wenn du als Team halt überhaupt keinen Multiplayer drin hast, weil du halt mit den Leuten nicht spielen kannst, aber halt interessiert mich halt nicht. Und wie auch durch die äh, Redaktionsgeschichte gucke ich halt sowieso viel auf andere Sachen, sei es jetzt Indie, sei es jetzt halt Pressekonferenzen. E3, Tokyo Game Show, Paris Games Week, um da halt eben informiert halt zu bleiben. Und ja, also ich denke schon, dass halt genau mein Ding ist, weil viele Sachen interessieren mich. Ja, außer eben dieser Single, äh, Entschuldigung, Multiplayer-Sektor, der halt tatsächlich eher weniger. Sali, slappy wie wird es euch ergangen? Die letzten vier Wochen? Ich war auf einem Community-Treffen. Oh. Ich nicht. Und da war jemand krank. Ja. Und der hat meinen Mann angesteckt. Ja. Und dann hatte ich zu Hause ein armes Haschall. Zwischendurch hat er geröchelt: Ruf meine Mutter an. Ich muss sterben. Ja, kannst ja sterben. Kannst du bitte leiser sterben? Ich bin am Stream. Ähm, ja, eine Woche später hat es dann, ich werde mich heute auch öfter mal muten müssen, mich erwischt. Ich lag jetzt eine Woche, ich war schon lange nicht mehr so krank. Äh, ja, ich habe eine richtige Männergrippe gehabt. Wow eine richtige oh und ich war gestern draußen guck mal oh jetzt kommt's aber du hast doch nur auf einer Seite Sonnenbrand oder ja ich bin hast nicht so hast du dich richtig an die Scheibe rangedrückt, gedrückt oder wenn, ja wir sind die coolsten wenn wir <laughs> cruisen wenn wir durch die City düsen ja yeah. okay alles klar wenn die Kellerkinder einmal raus dürfen ne hm. dann sind sie krank und kriegen Sonnenbrand also von dem her also ich habe keinen Sonnenbrand gekriegt ich, ich werde immer nur braun gesehen. Was, was, ne, ne, ne. Oh, was? Entschuldigung. Ich auch braun, ich krieg Pigmentflecken. Was? Das, das ist. Ja, das ist. Du nee, hast ist, nee, nee, nee. mir gesagt, dass ich hab da Dreck. Und ich, so, ich habe da kein Dreck. Du hattest es unterm Auge. Gesehen. Nein, das ist. Das sind Pigment. Ich krieg Pigmentflecken. Ich werd alt. Ich krieg so Pigmentstörungen. Sali, nur weil du alt bist und beim Schminken abrutscht, heißt das nicht, dass das Pigmentflecken sind, ja? Ach so. Ja. Ich hab gedacht, ich könnte das so tarnen. Nee, Nein. Nee. Ey, ansonsten ist alles super. E 3 geschaut, ne? Krank gewesen. Äh, ich gebe ab ans Levy. Mir ist sehr gut ergangen. Danke der Nachfrage. Ich bin voll drin im Minecraft-Game wieder. Modded Minecraft. Äh, macht mir sehr viel Spaß. Ansonsten waren sehr entspannte vier Wochen, muss ich sagen. Das ist schön. Ja. Das freut das kommt mich. Jetzt ja dann auch bald nochmal auf die Xbox. Nochmal mit vollen Shadern. Und viel <laughs> <4K. Wow. lacht> Hey, ja, vielleicht hat Exclusive. das ja mal Sinn. Vielleicht hat es ja Sinn, sich mal eine Xbox zu kaufen. Dazu ja, später ich mehr. Dann, ich später, mal drüber. <laughs> da wollte ich gerade sagen, also uns später nochmal drüber sprechen. Das ist sehr schön, ja. Was habt ihr so gezockt die letzten paar äh, Tage? Wochen? Minecraft. Äh, äh, wo ist mein Hustensaft, habe ich gespielt. <laughs> oh. Ich, ich habe ich hab, ich hab gar nichts. So, ich habe irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Tief. Ich habe momentan nicht so richtig Bock auf Spiele. Ja. Das ist ja Sommerloch. Das ist die Sonne. Man sieht sie, aber man kann sie nicht anfassen und dann, naja, kenne ich. Problem. Licht, Deswegen habe ich mir Lichtundurchlässige Vorhänge geholt. Kann ich den Scheiß nicht sehen. <laughs> oh Mann. Ja, ich tatsächlich habe äh, sehr viele Spiele beendet, die wir schon lange angefangen haben, beziehungsweise zwischengeschoben haben. Wir haben zu Ende gespielt. Äh, The Search. Das okay. stamina-basierte äh, Dark Souls-Like von Deck 13. Fand ich sehr, sehr geil. Hat mir tatsächlich sogar, ja, ja, jetzt kommen gleich die Flames, besser gefallen als Dark Souls 2 und 3. So vom Gesamtpaket her, weil eben was Neues drin war. Oh, dann ich haben gehe. wir gespielt. Hm? Ich gehe. Wieso? Hast du es gespielt? Ja, es hat mir jetzt nicht schlecht gefallen. Also es war jetzt nicht schlecht, aber besser als Dark Souls 3. Und 2. Ja, was hat denn Dark Souls 2 und 3 anders gemacht als also, 1? Dark Souls 2 ist sowieso. Da war halt, es war mehr vom Gleichen und wie gesagt, The Search hat sich wenigstens ein bisschen was Neues getraut. Es hatte ein cooles Level-Design, es hatte halt eben eigene Combat-Mechanics wie NEO, wo halt eben noch eine Nuance dazukommt. Und von daher, was sie halt eben an Sprung gemacht haben von Lords of the Fallen zu The Search, war sehr, sehr genial. Und wie hat so einen Sprung hast du halt nicht bei From Software von Dark Souls 1 zu 2 zu 3 gehabt. Das war halt Verwalten von Erfolg, aber nichts Neues. Und deswegen rechne ich das halt eben Deck 13 extrem hoch an und habe das Spiel halt hart gefeiert. Der Soundtrack fand ich, fand ich persönlich ziemlich geil. Um, dann haben wir fertig gespielt Prey von Bethesda. Ziemlich cooles Ding. Hatte ich überhaupt nicht auf dem äh, Radar. Dann kam das Demo. Ich habe das Demo angezockt und musste sagen, ich will dieses Spiel sofort. Es hat mich unglaublich an Bioshock Meets Dead Space erinnert und hat richtig, richtig Spaß gemacht. Habe ich sehr gerne durchgespielt. Um, dann haben wir durchgespielt äh, Little Nightmares. Ja, ist halt so im äh, Limbo Inside, mit ein bisschen anderem Grafikstil, nett für zwischendurch. Ja, fand ich fair, dass der Preis nicht so hoch war. Von daher geht auch klar. Äh, was haben wir denn noch fertig gespielt? Wir, wir sind noch an Zelda dran. Haben wir irgendwas vergessen? <laughs> <Immer> Horizon. Ja, <noch? lacht> yeah, äh, Zelda ist immer noch nicht fertig. Äh, da geht es Montag dann weiter. Aber ähm, Dings haben wir fertig gespielt. Horizon. Zero Dawn. Das hatten wir auch noch offen. Das habe ich auch fertig gespielt. Hat mir sehr gut gefallen, aber ich muss sagen. All die Open World, well, äh, offene Welt Open World von, von Zelda ist schon doch ein bisschen perfekter in Szene gesetzt als von Horizon. Gut, das Combat-System oder das Kampfsystem von, von Horizon macht schon Spaß, aber so das Gesamtpaket von Zelda, boah, ja, doch, ist schon so, ne, gefällt mir ein bisschen besser, muss ich sagen. Ja, das gab's bei uns so. Wie weit bist du in Zelda? Äh, der vierte Titan, den haben wir letzte Mal gemacht. Das heißt, wir mhm. gehen jetzt quasi so auf Schloss Hyrule zu. Wie viel da noch mhm. kommt, bitte keine Spoiler. Ich weiß, es war schon alt. Aber ähm, ja, nee, dann nee. geht's in, in, ins Schloss und gucken, was da halt eben noch zu machen ist. Keine Ahnung, wie lange das Spiel da noch ist. Ich tippe mal, wir gehen so langsam auf Ende zu. Hast du denn äh, vor, alle Schreine zu holen? Äh, nicht vorher. Das, wenn okay. dann nachher, dann können auch die Leute halt eben Tipps geben, wo die sind. Weil ich habe halt sehr ausführlich gespielt. Wir sind jetzt bei etwas über 100, die ich mhm. selbst gefunden habe. 300 Crocs. Also ich habe schon relativ viel selbst gefunden. Wir spielen halt immer unter der Regel keine Spoiler, kein Backseat, keine Tipps. Und wenn ich dann das Spiel durch habe, dann ist natürlich halt die große offene Runde, wo halt Leute halt eben alles raushauen dürfen, weil ich gucken wollte, wie viel ich halt bis zum Ende halt selber finde. Aber wie viele es gibt, weißt du? Äh, das wurde mittlerweile gespoilert, ja. Okay, alles klar. Ja, aber so ungefähr habe ich es auch gespielt und es hat sich unfassbar gelohnt. Ja. Ich habe aber auch einen Monat lang nur dieses Spiel gespielt. Ja gut, ich spiele ja meistens halt eben nicht komplett ausschließlich ein Spiel. Ja. Ich splitte halt immer, dass halt ein bisschen Abwechslung drin ist. Und äh, ja, ich habe mir dafür halt die Switch geholt. Und ja. es hat sich halt, finde ich, gelohnt. War ein sehr, sehr geiles Spiel. Wird wahrscheinlich mein Game of the Year werden. Warten ihr Automata ab, aber? Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Habe ich, ist im Back-Catalog, aber... Ja. Äh, was ich halt sehr, sehr komisch finde, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ähm, halt, ich sag mal, diese ganzen Hardcore-Fanboys, die dann halt sagen, ja, wenn du es einmal durchgespielt hat, hast, hast du es nicht durchgespielt, du musst alle 87 Enden spielen und Ending A, B, C bis Z. das nein, nein. ist nicht komplett. Und das ich Spiel, dann schon sitze, äh, okay. Nein, nein, das Spiel ist darauf, du wirst es verstehen, wenn du es spielst. Es ist darauf ausgelegt, mehrfach durchgespielt zu werden. Ich will dir jetzt nichts spoilern, weil du alles sehr, sehr, ne, also... Du weißt ja gar nichts von dem Spiel, aber du musst es wird dir sogar vom Spiel gesagt, dass du noch nicht alles gesehen hast, wenn du es einmal durchgespielt hast. Also, Na, das, das ist kein Hardcore Fanboy, du musst es tatsächlich. Wenn jetzt From Software am Ende vom NG das auch dran schreibt. Das ist was würde. ganz Nein, 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 das ist was ganz anderes. Okay. Das kannst du damit nicht vergleichen. Auf keinen Fall. Ja gut, ich bin gespannt, ob es triggert, weil ja. ich bin eigentlich sonst nicht der NG-Plus-Spieler, dass ich sage, ich spiele das Spiel halt nochmal, weil dann gibt es nochmal einen Ring plus eins und einen roten ja. Gegner mehr. Ja, nein, an nein, Ecke nein, 35. nein, nein, nein. Okay, nein. bleib weg. <laughs> so, damit kannst du das gar nicht vergleichen, okay. Ohne jetzt was spoilern zu wollen. Weil aber Spoiler sind in dem Spiel ganz gefährlich. Aber das ist echt super viel gespielt, wenn ich mir überlege. Ich habe nicht, nicht ansatzweise so viel gespielt. Was meinst du jetzt? Ich habe schon lange keine Spiele mehr gespielt. Ach so, ja. <laughs> Schon sehr lange nicht mehr. Ich habe ich äh, Constructor gespielt. Oh, das habe ich gesehen. Das ist richtig gut. Das ist von 97. Ja. Ich habe das früher auf der Konsole. Ich hatte keine Speicherkarte, darum musste meine Konsole wochenlang laufen, damit der Spielstand nicht ja. Und das äh, habe ich das ist super. Constructor. Ich habe Injustice 2 gespielt. Kennt oh, ihr Injustice? Ja, klar. Mhm. Ich weiß, was es ist, aber es ist nicht meins. Ich habe vom ersten Teil die Collectors-Edition, wo, wo Wonder Woman so in der Luft ist mit dem Lasso und unten drunter Batman. Also für ein Friday-Game war das. Die Story war ganz schön krass. Das ist cool. Also ich habe davor Tekken durchgespielt. Hm? Und da sah Tekken gegen aus wie, ja, weiß ich nicht, wie Barbies Ponyhof. Ja, Injustice hm. ist, ist, ist toll gemacht. Das war aber richtig krass. Ist, um auch ja, aber das hat ja. auch keine Story. Nicht so. Nein. Nein, nein, das stimmt. Also Injustice nimmt sich, äh, gibt sich Mühe bei der Story. Das yeah. haben sie toll gemacht. Aber ist, denke ich mal, auch wie die anderen Combat-Spiele. Du musst halt Kombos lernen, die bis zu, weiß was nee. ich, zehn Knöpfe lang sind. Für die Story mhm. nicht, nein. Nö. Nee? Nee. Nee. Ach, da kannst du auch einfach X durchspammen und dann haust du ihn um. Vielleicht. Obwohl, naja, gut, manchmal ist es schon ein bisschen schwer. Aber so schwer finde ich es auch nicht. Ich habe mir extra so ein Fighting-Stick so Fighting gekauft, da kannst du einfach mit der Hand draufhauen und dann kommt schon was dabei raus. Das kannst oh, du einfach, brauchst cool. das so, so und dann geht's. Ja gut, sowas bräuchte ich auch. Ja, der kostet 30 Euro. Mhm. Das kann, man mal, kann man mal machen, ja. Ähm, ich nehme einfach mal vorweg, meine letzten vier Wochen waren schön, ich habe GDA gespielt, yay. <laughs> und ich war auch auf dem Community-Treffen und ich bin auch krank geworden. Und ich habe auch meine Freundin angesteckt. Also, äh, ich glaube, das ging oh. rum. Aber jetzt sind, äh, glaube ich, beide wieder gesund. Ja. Es war gut. Es waren äh, schöne vier Wochen. Habt ihr, äh, um, um einfach jetzt die Covid zu kriegen, äh, wie habt ihr die E3 verfolgt? Wart ihr da sehr, äh, sehr arg dabei oder eher so mh, beiläufig? Weil ich so krank war, ähm, habe ich nur den ersten von äh, EA mitgenommen und äh, den von Sony habe ich live gesehen. Die anderen musste ich nachholen, weil ich äh, einfach nur geschlafen und, und vegetiert habe. Vegetiert. Hm. Huh. Existiert. Diese Männergrippe. <laughs> vegetiert und existiert, mehr habe ich nicht. Okay. Lavi? Ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt. Also EA habe ich mir angeguckt. Hm. Ähm, ein paar Sachen habe ich, da habe ich einfach geschlafen, die konnte ich halt nicht gucken. Muss ich am nächsten Tag auch sagen, habe ich nicht viel verpasst, dass ich es mir dann nachgeguckt habe. Äh, so Bethesda zum Beispiel, hätte ich mich geärgert, wenn ich dafür wach oder geblieben wäre oder halt aufgestanden wäre, weil da war jetzt nichts Großartiges dabei jetzt, mehr oder weniger, ähm, für mich zumindest. Äh, ansonsten, ich habe mir schon alles angeguckt, weil es ist halt die E3. Es wurde einiges angekündigt, ähm, wie wir ja gleich sehen werden. Ähm, so am Ende habe ich mich dann heute intensivst damit beschäftigt, in Vorbereitung auf den heutigen Tag. Aber ja, ähm, schon. Ich habe schon ein paar Sachen mitbekommen. War, war eine, also am Ende war es eine schöne E3. Klar kann man, geht es immer besser, aber wenn man sich dann mal unterm Strich anguckt, was alles angekündigt worden ist und wie viel dabei rumkam, waren schon ein paar Schmanker dabei, ja. Also, ich fand oh. nur eine Sache toll. Ich habe mir auch yes, nur eine klar. Sache angeguckt. Das brauchst du gar nicht sagen, We <laughs> weiß ich. Als ich es gesehen habe, war es mir schon klar. Mit action Dar Darf ich raten? Mit der Figur? Was? Na, das gibt doch mit Actionfigur. Ich habe schon bestellt, ja. Ah. <laughs> Und für nicht insider was, was, was ist das? Wolfenstein. Ah, okay. Absoluter Favorit, Liebling. Liebe ich über alles das Spiel. Ja, aber auch eines eher der Highlights, fand ich persönlich von der E3 das Spiel sehr häufig ja, äh, durchgespielt ich habe ja halt mich sehr darauf gefreut auf die E3 lange hingefiebert weil vorher war ja schon eine dicke Newsflaute ähm, Samstag angefangen halt mit Sali ähm, bei Serium halt eben das ganze zu restreamen und es ging dann halt das komplette Wochenende bis Dienstagmorgen bei mir auf dem Kanal weiter mit reStream und Gästen wo wir halt über zehn Stunden dann halt die drei halt geguckt und kommentiert haben. Also ja, war richtig geil, war sehr anstrengend am Ende, sehr platt, aber er hatte eine große Informationsflut an Spielen eben mitgeschrieben, Notizen gemacht und äh, vieles Interessante dabei, ein paar nicht so interessante Sachen, ähm, aber da werden wir, denke ich mal, dann gleich noch im Detail drauf eingehen. Also, wir haben uns das, glaube ich, so vorgestellt, dass wir fast, naja, gut, wir haben, glaube ich, die, die größten und wichtigsten Titel uns notiert, wenn ich das nicht, wenn ich das so gesehen habe. Und ich glaube, wir nehmen das heute einfach mal so ein bisschen auseinander. Und es ja. gibt ja auch Leute da draußen wie, naja, also ich zähle auch dazu, der das nicht ungefähr, ich konsumiere das nicht wirklich. Da, ja, das für mich einfach so, für mich ist das uninteressant. Wenn die Dinger rauskommen, dann wird es interessant, aber vorher bin ich mehr so der äh, ne. Aber trotzdem ist, glaube ich, interessant zu wissen, was, was rauskommt. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Bock da draußen habt, äh, mit uns äh, darüber auch so ein bisschen zu sprechen, könnt ihr gerne über Hashtag Plankenschnack bei Twitter oder auf dem äh, auf dem Twitch-Server in den Plankenschnack-Channel reintickern und mit uns äh, darüber reden. Und äh, an der Stelle, weil ich glaube, dass äh, Slabby da jetzt sehr gut im Saft ist, würde ich mein Wort an Slabby abgeben und dann äh, geht's los. Ja, also ich habe eine Liste gemacht mit so allen größeren Ankündigungen. Ähm, ich würde sagen, ich hüpfe einfach mal rein ähm, mit ein paar kleineren, größeren Ankündigungen, wie zum Beispiel Project Cars, weil ich mir vorstellen könnte, dass das gerade Dizzy äh, interessiert, weil du ja ein bisschen mehr im Racing Game drin bist. Ich weiß nicht, wie es bei Sleth aussieht. Ha, ähm, ja, 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 super. <lacht> <lacht> ähm, also Project Cars 2 wird angekündigt. Ist mehr die Simulation, würde ich äh, mal behaupten. Ich habe äh, Project, also es kommt raus am 22.09. angekündigt, dieses Jahr, für Xbox 1, PS4 und für Steam. Ähm, ist halt schon mehr das simulationslastige Rennspiel weniger dieses Arcade-Zeug, äh, was jetzt andere Entwickler rausbringen, ähm, sieht ganz interessant aus. Ich muss aber sagen, persönlich Project Cars 1 sah schon interessant aus. Ich habe es gespielt und es war doch sehr, der, sehr, ähm, ich weiß nicht, also für 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 richtige Renncracks bestimmt richtig gut. Für mich war es nicht so das interessanteste Rennspiel, weil ich dann doch mehr auf die Arcade-Sachen stehe, äh, die mir gut mit guter Inszenierung daherkommen. Ähm, ich habe es irgendwie geschafft, mich durch die ähm, im ersten Teil mich durch die Go-Karts durchzubeißen, <laughs> ähm, habe mich dann einmal kurz verklickt und hätte noch mal eine Saison Go-Karts fahren müssen. Dann habe ich das Spiel ausgemacht, äh, weil ich nicht zurück switchen konnte. Deswegen, ich weiß nicht. Du hast es ja auch gespielt, Dizzy. Ja. Freust du dich auf den zweiten Teil? In der Tat schon, wobei sie ähm ich will das gar nicht aufwärmen, aber es ist mehr so ein Missverständnis meinerseits und irgendwie so eine falsche Auslegung dererseits. Sie haben so ein Problem, dass du, du kannst Lobbys aufmachen, mhm. aber sie empfehlen dir ab einer gewissen Spielerzahl einen Server aufzumachen, aber das empfehlen sie dir in irgendeinem Wiki. Mhm. Und das ist so das einzige Problem, was ich habe, aber ansonsten ist Project Cars ein sehr schönes Spiel. Also vor allen Dingen grafisch ist es äh, sehr gut und es ist eine schöne Mischung zwischen Arcade und Simulation. Also es ist nicht ganz so schwer wie eine Simulation, aber auch nicht ganz so einfach wie ein Arcade Spiel. Und äh, ich muss wirklich gestehen, dass ich mich äh, tatsächlich darauf freue und auch äh, spielen werde ja. Okay. Mhm. Ich habe halt nur mitbekommen, dass es auch irgendwann im Gegensatz zu Grand Turismo und Forza bei Games Gold, glaube ich, dabei war auf der Xbox. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es in Playstation Plus umsonst war, habe es aber bis jetzt immer noch nicht gespielt. Wenn ich wirklich mal einen Racer spiele, geht es eher so in die Richtung halt GTA oder Forza. Mhm. Ich dachte, von daher, ich habe noch nicht wirklich reingeguckt, deswegen hat mich die Ankündigung für den zweiten Teil kalt gelassen und habe eher dann auf Forza die Neuankündigung halt geschielt. Weil das kenne ich zumindest vom Franchise halt, her. Okay. Spielst du eigentlich Racer, Sali? Äh, Arcade. Arcade. Ja. Also, ich habe früher Need for Speed wirklich gerne gespielt, aber was die da die letzten Jahre rausgebracht haben, war so. Oh, The Run war so. Oh. Na, die waren alle nicht so besonders. Das. Aber da, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Äh, ansonsten nie. Nee. Forza! Mal, mal so eine Runde. Ja, aber, aber dann ist es auch wieder gut. Ja, dann gebe ich den, den Controller wieder Stefan und. Äh, ich mm. bin da nicht so gut drin. Mm. Mm. Ich brauche Nitro und total unrealistische Sachen, dann äh, ne, Frau am Steuer-Ungeheuer. Ich mach dem, dem Klischee alle, alle, alle Ehre. Also, also das doch, ist Bloodborne Card. So, äh, absolut. Absolut. Ich heiz überall drüber. Wobei, ne, manchmal kommst du uns richtig gut durch die Kurven und so. Ja, aber... Nein, ich habe da nicht so viel Spaß dran. Okay. Um, ich werde, oder ich denke mal, wir werden euch im äh, Chat die meiste Zeit die Links zu den äh, Quellen geben. Dann könnt ihr euch selber nochmal mhm. belesen dazu. Also, falls ihr irgendwas vergesst oder nicht aufschnappt, dann äh, habt ihr die Links. Weil Slappy war echt gut drauf und hat für jeden äh, den Link rausgesucht. Ich bin äh, begeistert. Ohne Quellen kein Journalismus, ne? Oh, der feine Herr. Nächstes. Spiel. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Vampyr, Vampire, Vampire, keine Ahnung, wie man es ausgesprochen wird. Äh, kommt im November 2017 raus, ist ein Action-RPG von Diseas Lieblingsentwickler, Don't äh, Die sind zum Beispiel auch für Life is Strange zuständig. Ähm <lacht> 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 Und Remember Me. Dafür genau. haben sie was gemacht. <laughs> okay, ja. 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 Ich ähm, das schon länger auf dem Schirm. Ja. Hatte. viele, viele Leute, die äh, Bloodlines sehr gefeiert haben, ähm, freuen sich, glaube ich, drauf, haben aber auch Angst, dass sie enttäuscht werden, wenn sie es zu sehr mit dem Spiel vergleichen. Also sind sie auch sehr vorsichtig, was ich so gehört habe. Ähm, es äh, kommt, also es kommt für die Xbox 1, PS4 und für Steam raus auch, also für alle Plattformen mehr oder weniger. Wenn ich alle Plattformen meine, äh, nehme ich einfach Switch mal raus. Sonst sage ich es extra. <laughs> Just saying. Ähm, ne. Äh, sieht, halt, sieht interessant aus, also von den Gameplay-Videos, die ich gesehen habe, sieht es ansprechend aus, könnte sehr, sehr gut werden, könnte aber auch sehr, sehr ein Griff ins Klo werden, von daher lasse ich mich da mal überraschen. Also ähm, es wirkt so ein bisschen wie ein, ich, ich, ich will es ich nicht damit vergleichen, aber in Richtung Witcher, aber eher so Witcher 2 so ein bisschen. Also wenn, wenn sie mit dem Spiel ein bisschen mehr Erfolg hätten, könnten sie danach tatsächlich so ein, so ein Opus rausbringen. Wie Witcher 3, damit würde ich es vergleichen. Halt, nicht jetzt das Spiel 1 zu 1, sondern halt, ähm, wenn Sie mit dem eben Vampire, oder ich nenne es mal Vampire, äh, ähm, Erfolg hätten, dann können Sie auf dem Erfolg aufbauen und dann so richtig eine große Reihe daraus machen. Äh, das ist, wie ich damit rechne. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich das wird, was es verspricht. Weil das Gameplay und was Don't hat halt tatsächlich gar nicht hinbekommt, sind... Ähm, Gesichtsanimation oder, oder Lippenbewegung, das haben sie schon bei Life is Strange nicht hinbekommen, weil sie halt nicht das Budget auch dafür haben. Ähm, von daher. Ja, und das wird halt eben gepublished von Focus, Focus Interactive, die halt mm. zum Teil mal Spiele drin haben, die gut sind, mhm. wie jetzt zum Beispiel The Search, die aber auch Spiele drin haben, wo du sagst, okay, die kannst du eigentlich nicht wirklich spielen. Also ich nenne jetzt einfach mal die, die ich halt eben nicht spielen konnte. Bound by Flame oder Technomancer, das waren halt Spiele, die schon als sie rausgekommen sind, ein bisschen veraltet. Oldschool waren klar, werden wahrscheinlich Fans damit Spaß haben können, aber ja. es wird wahrscheinlich kein Mainstream-Hit, der jetzt sagt, ich will einen Triple A-Titel, jeder findet den geil. Das wird wahrscheinlich auch Vampire nicht. Wobei es hat halt auch diesen, ich fand es, als ich den ersten Trailer gesehen habe, es hatte diese Bloodborne Ästhetik mhm. und äh, ich dachte erst, oh cool, irgendwas in die Richtung mit Stamina Base und dann kam ja irgendwann der Gameplay, wo es halt in die andere Richtung ging. Ja, ja. interessant ist es. Ich glaube, der Preis ist auch nicht Vollpreis, sondern eher so ein Nice preis ne, 40 Euro oder das Moped glaube ich mhm. kosten. Von mhm. daher, das geht eigentlich auch klar. Wenn man nicht zu so viel erwartet, denke ich mal, mit so einem mit Durchspielen wird man vielleicht hoffentlich einmal Spaß haben können. Nicht mehr, nicht weniger. Sehe ich genauso. Ja. Also ich hatte da auch, äh, ich habe das aber schon seit einem Jahr ungefähr im Auge. Ähm, Release Datum ist ja jetzt auf der E3 dann äh, gesagt worden. Ja. Und ich so, oh, ja, 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 ja jetzt, jetzt schauen wir mal. Ich bin, ne, ich lasse mich da immer. Für mich ist ja Grafik jetzt nicht, ob die da synchron sind oder das ist mehr ja Wurscht. Also ja. Bin gespannt drauf. Vielleicht ist es was Neues für den Schrottober. Vielleicht ist es aber auch toll, ne? Also. <laughs> Abwarten. Ich glaube, das muss man selbst anspielen und gucken. Wie gesagt, äh, klar, wer jetzt halt eben schon Mass Effect Andromeda halt nicht toll fand, weil es nicht zu AAA war, der wird mit dem Spiel wahrscheinlich überhaupt keinen Spaß haben. Wenn er nur auf diese Tech-Facts guckt. Ich enthalte mich da so ein bisschen. Ich bin gebrandmarkt <laughs> von diesem Entwickler. Ich sage dazu nichts. Ich lasse mich überraschen. Sonst wird's unschön. Nächstes Spiel, ähm, was die Sally eventuell interessieren könnte, weil die in letzter Zeit ja viele Plattformer spielt, äh, ist Ahead in Time. Das ist ja schon seit Ewigkeiten angekündigt. Ich glaube, 2013 kamen schon die ersten Ankündigungen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Kommt jetzt äh, im Herbst dieses Jahres raus für äh, alle Plattformen, plus Mac ähm, tatsächlich. Ähm, ist halt wie gesagt ein 3D-Plattformer. Sieht auch ganz interessant aus. Also man hat verschiedene Hüte, die dann einem Spezialfähigkeiten geben. Was, ich, was mich interessiert äh, oder mich ähm, positiv überrascht hat, ist, dass man es eben nicht wie einen normalen Plattformer spielt. Also einfach nur so sammelmäßig. Ähm, unter anderem halt einfach irgendwelche Sachen, ganz viel einsammelt und dann einfach von A nach B äh, läuft und erforscht, sondern... Ähm, man, man muss auch in, auf den verschiedenen Maps muss man verschiedene Rätsel zum Beispiel lösen. Oder was, was sie jetzt rausgebracht haben in einem, in einem Trailer, ist, man muss einen, ähm, einen Mordfall in einem Zug aufdecken durch Platforming, was schon sehr interessant klingt. Also mhm. das ist sowas, was jetzt nicht irgendwie 0815-Platforming ist, sondern. Ja, ich sehe halt. gerade den, den, den Da habe ich, da habe ich Lust drauf. Da habe ich gerade. Also momentan habe ich sehr viel Spaß an solchen Sachen. Ich freue mich auch nächste Woche auf ähm, um, ähm, um, ähm... Um. Na? Tornado? Hilfe? Crash Bandicoot. Achso. Ja, gut, das erklärt, warum ich das nicht auf meinem Zettel habe. Ich gucke noch gerade noch auf meinen Notizzettel, auf welcher Konferenz das war, weil äh, ist so komplett an mir vorbeigegangen. Vielleicht, weil es halt eben Plattformer war, bin ich dann vielleicht gerade mal auf Klo gegangen, weil das ist auch nicht so unbedingt <laughs> das, was ich halt <laughs> spiele. Naja, ist egal. So, Yoko, Laili, Dingsbums, äh, hm? auch nicht meins. <laughs> das ja. ist er weniger. Fluche wie ein Rohrspatz, das ist der Wahnsinn. bin ansonsten ja. ich kann mich so zusammenreißen, wirklich drei vier Stunden lang gleicher Boss, gar kein Problem. Ich gehe da seelenruhig hin. Aber bei diesen Spielen, das ist, als wenn du die Flasche öffnest. <laughs> ja, so wäre das auch bei mir. Das Und ich kann es halt nicht. Äh, noch Spaß. weniger als Auto fahren. <laughs> das wird nicht gut enden. Also ich habe da momentan Spaß dran. Werde ich mir angucken. Also ich als finde ich glücklich. Also ich als Plattformer Freund und auch großer Fan werde das natürlich äh, nicht spielen. <lacht> <lacht> also Plattformer, es, es, gibt, es gibt, gerade so ein, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt. Das ist so ein so ein Roguelike-Plattformer, ist ganz groß im Kommen bei, bei Steam gerade. Ich hab, hä? Ja genau. Ah. Ähm, das sieht super toll aus und ich, ab, ich bin schon fast am kaufen, ja. Und dann denke ich mir immer so, denke ich immer an Ori und The Blind Fo and the Prime Forest, als ich das Hast gespielt habe. Ich ein Trauma hab. davon. Ich bin so gebrandmarkt von dem Spiel. Und dann... Hui! Hui! Mach diese Spiele weg, bitte. Oh, und äh, die Spiele sind alle toll und die sind wirklich super und die sind auch schön gemacht, aber... Oh, nee. Es ist ja, das, für mich... Das hatte ich mit Hollow Knight. Ich weiß nicht, ob du das kennt. Sie gehen ja. auch so in die Richtung wie Ori. Sie sind, wie du schon sagst, toll. Ich kann sie nicht spielen, ich drehe da durch und deswegen, nee, lieber nicht. Hollow Knight war ein tolles Spiel. Ja, mhm. aber mhm. nichts für mich. Da gibt es sehr ja viele von, die sehr toll sind. Äh, Sold and Sanctuary, auch ein super tolles Spiel. Ja. Angemacht. oh, die installiert ja, <laughs> das Spiel jetzt. Das konnte ich spielen, weil das war tatsächlich weniger Platforming und mehr äh, kampfzentriert. Also mhm. alles, was so in Richtung kampfzentriert geht, ist so das, was mich interessiert. Und was auch in der Community halt super ankommt, aber wenn es so um Platforming geht, oh nee, das, das kriege ich nicht hin. Also wir hat mhm. mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken zum Walljumpen und festhalten. da stürze ich ab. Deswegen spielt es ja auch Zelda so lange. <laughs> ja, und da mhm. hast du so ein Gleitmoppet, da kannst du <laughs> ja, ja nicht eben. wirklich abstürzen. <laughs> genau, das den, den meine ich ja. <laughs> und weil, ich glaube, wenn du hochkleinern ist ja auch nicht so schwer, oder? Nö, das ist also super. Wegen ja. von, von, vor allem von den Freiheiten. Es ist halt eben nicht wie in vielen anderen Spielen, wo halt irgendwo fest markierte Stellen sind, wo du nur hochkommst, mhm. wo du die suchen musst, wo ich dann schon wieder durchdrehe, weil du die nicht findest. Du kannst halt überall hoch. Das ja. Einzige, was natürlich die absolute Vernichtung in dem Spiel ist, ist Regen. Also Regen ist ja. geht gar nicht. <laughs> weil dann kannst du nämlich nicht mehr klettern. <laughs> das ist dann vorbei. Genau. Oh, Regen, ey. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, um, um ganz kurz noch mal, äh, das habe ich bei Zelda gesehen und da habe ich mir gedacht, wow. Das ist geil. Das fand ich wirklich beeindruckend, muss ich zugeben. Den, den Regen meinst du? Aber, nee, dass man da hochklettern kann überall. Ja, ja, klar. Also für mich eine absolut ähm, neue Form der offenen Welt. Also da können sich viele Spiele von was abschneiden. Und ich glaube, es hat für viele auch die Open World in anderen Spielen so ein bisschen kaputt gemacht, dass man danach in so einer ja, äh, Zelda-Depression ist, weil die anderen Spiele halt diese offene Welt halt nicht bieten. Ich, ich sage jetzt einmal auf Vergleichweise Metal Gear Solid 5 oder äh, auch Horizon. Du kannst eben nur an vordefinierten Stellen klettern. Das ist halt nicht diese Freiheit, die man in Zelda hat. Und das ist halt schon extrem gut und wert. Ich bin gespannt, was jemals als Nachfolger irgendwann mal rauskommt, ob sie komplett was anderes machen oder ob sie versuchen, das zu toppen, weil das wird schwer. Ja, warten wir mal auf die DLCs. Ja, wobei, Vor da bin Dingen, ich ein bisschen skeptisch, dass sie halt eben schon, sag ich mal, Spielmodi hinter eine Paywall verstecken. Da halte ich nicht so äh, viel von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das erste interessiert mich auch nicht so sehr, eben. aber das Story DLC. Bisschen. Mal gucken. Nintendo hat gerade einen guten Run, von daher. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Womit mit der Switch? Auch. Und den ganzen Spielen, die dafür jetzt rauskommen. Okay. Ja, für dich jetzt nicht. Aber ähm, bei jungen Leuten kommt die Switch weltweit mittlerweile sehr, sehr gut an. Das stimmt. Also, das, das ist auf jeden Fall so. Äh, für Core Gamer. Ist jetzt tatsächlich nicht so sehr. Aber da müssen wir mal abwarten. Da wurden nämlich auch ein paar Sachen angekündigt. Die habe ich hier auch unter anderem in der Liste drin. Deswegen vielleicht auch was, was dir gefallen könnte. Jetzt erstmal zu was, was sehr, sehr groß äh, angekündigt wurde. Ist zwar von Ubisoft, wo man immer so als jemand, der sich ein bisschen damit auskennt, immer so ein bisschen einen Schritt zurückgeht und sagt: Ja, okay, es ist Ubisoft. Natürlich ist alles super gut inszeniert und sieht ich schön lief. aus. Und wenn wir es dann. zu Sicherheit schon vorher alles selber. Genau. Und ähm, ja, richtig. Und wenn es dann äh, kommt, dann ist es vielleicht doch nicht so. Aber es gibt so Ubisoft ist so ein bisschen wie das, ähm, wie, wie, wie das Rom bei Asterix und Obelix. Die haben so ein Gallien, ein kleines Studio bei denen, das tatsächlich noch für Qualität steht. Und das ist nämlich äh, Ubisoft Montpellier, die Franzosen von denen, mit Michel Ancel äh, als, als Director die halt tatsächlich noch das beherrschen, gute Spiele zu entwickeln und eben nicht die Leute zu enttäuschen. Und die haben jetzt bei der E3 eben Beyond Good and Evil angekündigt, was im Prinzip schon seit Ewigkeiten angekündigt ist, äh, aber bis jetzt nicht wirklich viel mehr rausgekommen ist äh, darüber. Und jetzt haben sie zumindest schon mal einen CGI-Film oder ist einen der kleinen zweite. kurzen zweite schon okay ähm, CGI-Film ähm, gezeigt. Er zumindest die Stimmung hoffentlich so einfasst, die das Spiel haben wird. Und wenn sie es schaffen, dann sieht das schon sehr gut aus. Aber es ist noch nicht bekannt, wann es rauskommt, für welche Plattform es rauskommt. Von daher kann man noch mal die Füße stillhalten, finde ich. Es befindet sich laut eben ähm, Ansel noch in der Pre-Production. Also vor 2019 wird da nichts kommen. Bin ich der ja, einzige, ich der das nicht kennt? Echt? Ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt. Ich kenne hm. das gar nicht. Ich schon. Der erste also den ersten Teil war ich. PlayStation 2 mhm. Remastered PlayStation 3 mhm. und wie hat ist jetzt also wenn wir jetzt 2018 hätten 15 Jahre glaube ich ja also jetzt 14 Jahre alt ist der erste Teil. Wie hat war halt so ein Story-Adventure, ähm, konnte es mit einer Kamera halt Fotos machen für XP, äh, um dann auch ein bisschen halt eben weiter aufleveln zu können. War ganz cool und wie gesagt, mhm. dass es halt eben noch lebt und weiterentwickelt wird hat mich sehr gefreut. Gut, der Trailer sah jetzt aus wie das fünfte Element mit Schwein. Ja. <laughs> ja das Was das Spiel ist, hat man jetzt nicht wirklich gesehen. Da muss man irgendwann mal Gameplay abwarten. Aber wie, wie Slappy schon sagt, vor 2019, glaube ich, wird man da nicht viel mehr sehen. Das ist so, den ihr The Last Guardian. Ja, quasi, genau. So könnte man es sagen. Also, es gab vor, oh, ich weiß es nicht, fünf Jahren oder sechs Jahren, es gab schon mal einen, einen kleinen Trailer-Teaser, der in der Wüste spielt wo man schon sehr drauf, äh, angefixt war auf das Spiel, aber dann einfach gar nichts mehr gehört hat. Und das war eine Überraschung, doch mal was wieder drüber zu hören. Ne? Und äh, warten wir ab, vielleicht. Wobei der Chat sagte, richtig, gab es, glaube ich, auch für die 360er, weil das ist mittlerweile sogar, also den ersten Teil, der ist sogar abwärtskompatibel für die One, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der war nämlich sogar mal in Xbox Gold jetzt irgendwann drin. Also das mhm. heißt, ähm, nicht nur am PC, glaube ich, jetzt spielbar, sondern eben auch auf der Xbox One über abwärtskompatibilität. Man kann sich jetzt auch auf Steam, oder es gibt das auch auf Steam, glaube ja, ich, genau. für 6 Euro oder so, den oh, ersten Teil. Da muss ich gleich einen ja, Blick denn. reinschmeißen. Aber man, man, also man sieht im Spiel schon anders, dass es 14 Jahre alt ist, deswegen. Ja. Ah. Wenn ich es heute spiele, glaube ich, könnte ich es nicht mehr so appreciaten, wie halt noch vor 14 Jahren eben. Oh. Das habe ich einfach verpasst. Und das ist so, als wenn jemand heutzutage Ocarina of Time noch mal, also zum ersten Mal spielt. Der kann das schon genießen, aber ich glaube, vor 15 Jahren war es was anderes. Es fehlt halt eben diese Nostalgie. Genau. Wenn du damals die alten Point and Click von LucasArts gespielt hast, hast du eine ganz andere Erinnerung dran, wenn du sie nochmal jetzt heute spielst, als mhm. wenn du heute das erste Mal dran gehst. Aber ich glaube, das ist völlig normal. Richtig. Ah, doch, das hatte ich, äh, das besitze ich schon, das Spiel. Irgendwo gab es das mal für Lau. Hm. Schön. Also, es hat immer noch eine große Fan-Anhängerschaft. Und ich lese, glaube ich, alle, alle sechs Monate mal irgendwo was über den ersten Teil, warum das Spiel so bedeutsam ist, irgendwie, aber selbst gespielt habe ich es tatsächlich auch nie. Ja, und es war tatsächlich eines der wenigen Spiele, der großen Spiele, die vorher nicht klar war, wo sogar eher gelogen wurde, dass es definitiv nicht kommt oder ja. äh, angekündigt wird und dann doch eben angekündigt wurde. Das heißt, äh, auch eine große Ausnahme, weil der Rest war ja alles schon im Vorfeld mehr oder minder bekannt. Deswegen würde ich das so als großen Gewinner der E3 halt spielen, weil, äh, zählen, weil die halt eben die große Bühne halt genutzt haben, um ja. eben nochmal ein Lebenszeichen rauszuhauen. Dann bin ich ja. mal gespannt. Es gab auch eine kleine Diskussion dann, weil sie eben tatsächlich gelogen haben und gesagt haben, nein, es wird nichts zu Beyond Good and Evil 2 auf der E3 geben. Da haben sich dann ein paar Journalisten arg beschwert. Dass, wenn sie jetzt auch noch anfangen zu lügen und zu sagen, nein, es kommt nichts, dann kann man halt noch nicht mal mehr das Nein ernst nehmen und so, aber ja. Ja, gut, dann stellt man halt die Frage. In der Regel äh, gibt es dann keine Antwort, woraus dann Journalisten wieder irgendwas interpretieren. Ja, eigentlich sollte man sich diese Fragen kurz vor der E3E klemmen, weil ne, E3 ist halt dann, warte halt eben die zwei Tage noch ab, Mann. Ja. Eben wo wir schon bei bedeutsamen Spielen sind PlayStation-mäßig, ähm, obwohl nee, da, wenn das auf der Xbox auch gab. Ähm, aber ein anderes, äh, das damals für die PS2 sehr sehr bedeutsam war, ist Shadow of the Colossus. Ähm, bekommt ein Remake im Jahr 2018 erst ähm, für die PS4 eben logischerweise, weil Shadow of the Colossus ist ein reines äh, PlayStation, eine reine PlayStation-Marke. Ähm, bitte. Sali feiert. Ich auch, weil ich habe den äh, das Original immer noch nicht gespielt tatsächlich, obwohl ich es schon für die PS3 besitze. Es ist um, ja gesagt, ein Remake vom Remake, weil ja, ich ja, genau. ja schon für die drei Remake. Da habe ich es genau. versucht auch zu spielen, wie du wahrscheinlich auch jetzt gleich sagen wirst. Ich bin aufgrund der Steuerung verzweifelt. Ich habe zwei drei von diesen Kolossen gemacht, habe das Spiel aus dem Fenster geschmissen, weil die Kamera <laughs> hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ja. Es war so toll. Ich habe es auf der 3 gespielt. Ich habe das auf der PlayStation 2 damals absolut verpasst. Das war, und als ich es gespielt habe auf der 3, ich glaube, letzt nein, vorletztes Jahr, ähm, habe ich das gestreamt und ich, habe und ich war traurig, dass ich dieses Spiel nicht schon 15 Jahre früher gespielt habe. Weil das muss, damals muss das einfach nur gewesen sein. Ja, es ist, richtig. Es ist ein so tolles Spiel und ich freue mich unglaublich darauf. Also sobald da draußen ist, will ich. Toll. Also ich bin gespannt, wenn die Kamera funktioniert im Re remake dann <laughs> gerne, weil das Konzept an sich von, war cool von dem Spiel. Wie gesagt, Team Ico erzählt halt immer eine schöne Geschichte in ihren Dingern, die ich halt eben leider sowohl in Ico als auch in Shadow of the Colossus als auch in Last Guardian aufgrund der Kamera, weil ich bin so ein Technikmensch und werde diese ganzen Komfort-Features, freie Kamera, da habe ich mich halt so dran gewöhnt. Und diese Panzersteuerung, Resident Evil, oh, das geht irgendwann einen so auf den Nerv. Und ja, wie gesagt, leider... Keine große Überraschung, weil ich habe es halt eben schon vorher predicted. Hm. Echt? Hast du? Ja, weil ich hatte eben ähm, vorher genau, was Slabby eben wahrscheinlich dann jetzt gleich raushaut. Es gab halt eben 12 bis 24 Stunden vorher einen Markeneintrag äh, von Shadow of the Colossus im Internet, okay. der aufgetaucht ist und da war halt eben schon klar, die Marke wurde nochmal neu beantragt und gesichert. Und deswegen war mir ja oder minder klar, dass da wahrscheinlich was kommt. Und dann mhm. kam halt eben der Trailer und jo, war halt klar. War auch nicht so die große Überraschung dann mehr. Ja, böse Internet hat auch wieder vorher gelegt. bin gespannt, ob sie als Goodie noch Ico mit dazu geben. Weil auf der PlayStation 3 hat man damals beide Titel genau. äh, bekommen. Und äh, da bin ich noch gespannt drauf. Vielleicht äh, legen sie es ja als Goodie noch mit drauf. Das wäre cool. Also ist das jetzt der, der. Es gab Shadow of the Colossus, dann gab es Remake und jetzt kommt noch ein Remake? Ja. Ja. Für die PlayStation 4, ja. Genau. Okay. Sieht es sieht aber tatsächlich Spiel wie eine krasse Überarbeitung aus. Es sieht toll aus. Das also. ist, ist so was Tolles. Es wäre so wie, weißt du, wenn, wenn Wolfenstein in New Order in, in zehn Jahren noch mal irgendwo noch mal neu aufgehübscht kommen würde. Dann würdest du auch sagen, ach, gucken wir uns noch mal an. Ich habe das erst 20.000 Mal gespielt. Aber einmal gucke ich es mir noch mal an. Vielleicht ist da jetzt ein Polygon etwas hübscher als das andere. <laughs> okay, ich, ich verstehe. Aber äh, jetzt nochmal kurz, weil ich habe Shadow of the Colossus nie gespielt. Ähm, ist das so, dass man nur gegen diese großen? Hm? Ja. Okay. Das ist ein reiner, äh, reines Boss-Spiel. Okay, cool. Stelle ich mir schön vor. Unglaublich schön. Ich habe mir das gerade mal kurz... Welt, ja. Wirklich ein schönes Spiel. Okay. Also ich weiß nicht, ob es verfolgt hast, die ähm, Ende des Jahres soll quasi ein Indie-Ding ähnlicher Art rauskommen. Pray for the Gods lief über Kickstarter. Ich weiß nicht, ob er das schon mal thematisiert hattet, nee. Das ist quasi die Indie-Version von Shadow of the Colossus. Doch hatten wir mal. Ich habe äh, Das ist vor Ewigkeiten her. Da haben wir mal kurz, kurz darüber gesprochen, weil die auch auf Twitch hier streamen, genau. wenn sie am, am Spiel arbeiten. Das habe ich damals. Das ist aber schon lange her. Mal erzählt gehabt. Brave for the Gods. Und das sieht auch sehr gut aus. Da bin ich gespannt, was daraus wird. Der geistige Nachfolger. Dann sollen sie doch Shadow of the Colossus 2 machen, Mensch. Ja, das ist die Frage. Warum machen sie das nicht? Ja, nee. weil, also ich meine, remastern ist ja okay, aber re-remastern? Ich meine, irgendwann ist doch der Kakao durch, oder nicht? Also ja, deswegen der... machen sie ja re-remaster, weil jetzt mittlerweile ja schon alle Games remastered sind und die Games ausgehen. <laughs> nee, ja. keine Ahnung, aber ich wäre auch lieber für einen zweiten Teil, in der Tat. Hm. Naja, der Entwickler schreibt halt immer Stories, die nicht so wirklich zweite Teilfähig sind. Der, ich glaube, der, der will gar keine zweite Teile von seinen Spielen rausbringen, weil er halt immer, also ICO war, glaube ich, noch erst, ne? Davon gibt es keinen zweiten Teil. Dann Shadow of the Colossus gibt es keinen zweiten Teil. Und jetzt hat er halt super ewig an, an, ähm, wie heißt das mit? The der Last Katze. Guardian. Last Guardian halt ewigkeiten dran gearbeitet. Und wird wahrscheinlich jetzt an dem vierten arbeiten. Er... Ehrlich gesagt, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass er sagt, ich möchte gar keine zweiten Teile für meine Spiele rausbringen, sondern ich möchte, dass mein Spiel in einem Spiel abgehandelt ist. Was soll ich da noch einen großartigen zweiten Teil? Für mich sind das Meisterwerke. Muss ich ganz ehrlich. Eiko habe ich damals nicht reingefunden, werde ich mir irgendwann noch mal anschauen. Aber ähm, Shadow of the Colossus und, und The Last Guardian sind für mich wahre Meisterwerke. Wirklich. Das ist. Oh. Und da soll er sich nochmal. Neun Jahre Zeit nehmen und einfach ein neues machen, was gar nichts damit zu tun hat. Vielleicht jemand einstellen, toll. der Steuerung vernünftig programmieren kann. Genau, bin ich dabei, Slabby. Dann, dann könnte ich es auch mal endlich erleben. Ja, weil da scheitert es bei mir auch, wie ja, gesagt, geschichtstechnisch und, und, und insgesamt, was da erzählt wird, würde ich Sali halt zustimmen. Ja. Aber wie gesagt, bei mir scheitert es eben an, an der Steuerung. Es geht null. Ich, ich habe halt sogar versucht, Eiko zu let's playen damals. Hab's abgebrochen. Wie gesagt, du musst halt eben irgendwie ziemlich frame, frame genau an manchen Stellen halt springen und das gibt die Steuerung einfach nicht her, weil du sie nicht frei bewegen kannst die Kamera und musst dann halt irgendwie so auf Glück schräg springen. Kannst das aber nicht genau justieren und das fällt mir halt unglaublich schwer und nee nee. Hm. Lass uns mal überraschen, wie es ist. Also das Remake ist, wird von Bluepoint gemacht. Das ist eine Firma, die schon ziemlich bekannt ist für gute Remakes. Die haben zum Beispiel die Uncharted ähm, Sachen jetzt gemacht für die PS4, die ja, wo sie ja nicht nur Grafik, so wie ich gehört habe, ich habe sie nicht gespielt, aber wie ich gehört habe, haben sie nicht nur die Grafik tatsächlich geremaked, sondern auch wirklich die Steuerung und ja. haben das Gameplay ein bisschen überarbeitet. Ja. Dass es halt nicht mehr so ein so ein veralteter Third-Person-Shooter ist, sondern sich wie neu anfühlt. Oder die Metal Gear Solid HD-Sachen ähm, haben die auch gemacht. Das heißt, die haben da schon Ahnung von Remakes und ich glaube da, das wird schon gut. Aber abwarten, 2018 kommt es erst raus. Von daher. <laughs> Entschuldigung, Verzeihung. Dann einer der größten Trolle der gesamten E3, glaube ich. Äh, groß angekündigt, dass von Microsoft was supergeiles, Neues angekündigt wird. Dann zeigen sie im äh, Trailer äh, Age of Empires und alle freuen sich schon auf einen neuen Age of Empires Teil. Und dann ist es halt nur die De Definitive Edition von Age of Empires 1. Ah, oh, wie, wie das Internet explodiert ist an dem Moment. Das war so schön. Gab's sie nicht schon? Nee, von 2 HD. Age of Empires 2 HD gab's. Und jetzt bringen sie den ersten Teil als Definitive-Version raus. Remake. Das war sehr witzig. Ja, in der Tat. Ich hab's gerne gespielt, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt noch mal spielen. Die nee. Zeit ist vorbei und... Äh, Mittlerweile sowieso nicht mehr so im RTS-Genre unterwegs, bin ich eh zu langsam geworden. Ja, ich fand's auch trollig, also weiß ich nicht. Wie gewollt und nicht gekonnt irgendwie. Ja. Also, ich weiß nicht. Der zweite Teil in der HD-Version, den habe ich mir kurz angeguckt. Hab überlegt, ob ich ihn spielen will, kaufen soll, aber. Edge of Empires ist halt durch bei mir. Ja. Und. Ich weiß gar nicht, warum sich alle so aufgeregt haben, weil der dritte Teil ist ja dann auch schon ziemlich abgeebbt äh, nach dem zweiten Teil. Und dann ging es ja irgendwann mit Age of Mythology weiter, ne? Das glaube ja. ich auch nochmal zwei Fortsetzungen. Oder eine genau. zumindest bekommen hat. Da war aber auch der, wie du schon sagst, der Ofen raus. Äh, aus. Und wie hat dieses RTS-Genre ist ja dann ne, auch immer, außer vielleicht in der wirklichen äh, E-Sport-Szene, halt auch irgendwie so ein bisschen unpopulär geworden. Ja. Ähm, Definite Edition ist, glaube ich, einfach nur diese. Oh. Ein Name für, für Remake, glaube ich. Ja. Also HD Remake und ein bisschen der Sound neu aufgearbeitet und so. Aber ansonsten, das Grundspiel ist dasselbe. Das Add-on ist noch mit dabei. Ja. Das war doch genau. bei, oh, wie hieß denn dieses rundenbasierte Spiel? Uh, Origins? Irgendwas mit Origins. Zu so viel mit Origins. Oh, warte mal. Das hatte ich auch schon mal gespielt. Das war, äh, da haben sie zum Beispiel auch noch äh, Dialoge mit reingemacht, irgendwas mit. Ach so, ich weiß. Rollenspiel von oben, Top Down Rollenspiel. I ja, 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 ja. Aber das war mit, mit Dings hier. Ähm, oh, wo man, sein, wo man sein, eigenes Pen and Paper macht. Ja, ja, kann? jetzt ja. mittlerweile genau. Äh, S -S -S Sin, das, äh? Origin, Definity, 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 ja genau. Genau. Und das da ist, ist das halt auch so, da war die Definite, äh, Definite Edition, die war dann irgendwie mit, mit Sound unterlegt, das gab es vorher nicht und dann nochmal HD-Remake drin. Also es gibt einfach nur noch ein paar Sachen, die da neu sind. Aber das Grundspiel ist dasselbe. Genau. Ja. Ja. gut. Ja. ja. War schön damals, es zu spielen. Genau. Habe ich sehr, sehr lange gespielt, Age of Empires. Damals. Gerne mit Freunden, ja. Auf LAN-Partys. Hey, den zweiten genau. Teil. Die meisten haben nämlich so einen Shooter gespielt und wir haben eher Age of Empires gespielt. Genau. Ich konnte dann gut. damals sogar die ganzen äh, Shortcuts, um bestimmte ja. Sachen ähm, anzuwählen und so. H war, glaube ich, Hauptquartier und C war Bauarbeiter bauen. Genau, C. richten <laughs> das ist fast immer so, glaube ich. <laughs> Bei äh, Starcraft auch. Oh, jetzt kommt ein sehr schöner Titel. Also, auf den muss ich mich sagen, freue ich mich ja ungemein. Ja, dafür würde ich mir so, weil dafür... du ja ein riesengroßer Fan des ganzen Franchise bist. Ja, ähm, auf jeden Fall. Mir, ich freue mich eher auf den, der danach kommt. Das ist eher so meins. Ja. Das ist ja eher für dich uninteressant. Ja. Aber äh, Nintendo hat tatsächlich das neue Super Mario angekündigt. Super Mario Odyssey kommt am 27. Oktober für die Switch raus. Natürlich exklusiv. Ist halt Super Mario. Ähm, es sieht total crazy aus, mhm. aber es ist Nintendo und wenn Nintendo irgendwas super crazy Aussehendes macht, dann ist es meistens gut. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, es sieht so crazy aus, dass sie teilweise äh, Maps äh, mit drin haben, wo du durch ein New York, also New, wie haben sie es genannt? New Kong oder New Kang? New Donk äh, City auf jeden Fall ähm, gemacht haben, wo du wirklich mit Super Mario durch eine echt aussehende Stadt rumläufst, mit echten Menschen, die irgendwie doppelt so groß sind wie Mario. Sieht super crazy aus, hat aber ein paar interessante Funktionen, wie dass du deinen Hut irgendwie auf Sachen schmeißen kannst und die dann quasi übernimmst und dann diese Sache bist. Also auf dem T-Rex haben die das geschmissen, dann kann man als T-Rex spielen, Frosch, irgendwelche ähm, Straßenlaternen und solche Geschichten. So super verrückt, aber es ist halt Nintendo. Und ähm, ich lasse mich überraschen. Habe da jetzt nicht die ganzen Treehouse-Sachen mir angeguckt von Nintendo dazu, weil da möchte ich mich nicht zu viel spoilern lassen. Das habe ich bei Zelda damals schon gemacht und da war es schon fast zu viel. Von daher, ähm, aber also spätestens im Oktober, glaube ich, brauche ich eine Switch. Ich muss sagen, das yeah. hört sich schon interessant an. Wirklich jetzt? Also könnte ich mir schon vorstellen, ja. wenn die Switch nicht so kacke wäre. Nee, dafür werde ich sie mir nicht geholt. Also, ich bin halt nicht so der 3D-, im 3D-Welten-Jump-and-Run-Spieler. Wir hatten wir ja schon äh, mit Sali halt besprochen, so Yoko Laili-Style. Mochte ich damals schon nicht. Ich bin halt eben vom Gamer-Typ halt groß geworden mit 2D-Sidescroller. Die spiele ich immer noch gerne, auch diese Retro-Klamotten, die jetzt dann rauskommen. Aber äh, das lässt mich völlig kalt, muss ich sagen. Ist halt absolut nicht meins. Nur mal so eine, eine ganz kurze Frage: Gibt es von der Switch schon eine neue Version oder immer noch die, die sie rausgebracht haben? Die, die sie, sie rausgebracht, rausgebracht haben. Das Einzige, was sie überarbeitet haben, weil es kurzfristig mal nicht drin war, war wohl die Docking Station. Die haben sie jetzt ein bisschen gepolstert, dass das Display, wenn es reinstellt, wohl nicht zerkratzt. Deswegen war halt kurz halt mal nicht im Store drin. Die haben sie wohl ein bisschen überarbeitet, so zwei Nippel irgendwie dran okay. gemacht, keine Ahnung. Cool. Aber sonst ist es noch die Version 1.0. Das ist doch schön. Möchtest du das nächste Spiel übernehmen? Nee. Warum? Weiß ich nicht, weil du schon gesagt hast, dass du dich da sehr drauf freust. Also, ja und? Ähm, das war, das, glaube ich, das Einzige Interessante bei der ganzen ähm, Bethesda-Ankündigung. Ähm, ähm, zumindest positiv Interessante. Und zwar Wolfenstein 2, The New Colossus, haben sie angekündigt. Kommt am 27. Oktober raus. Ich weiß gar nicht, war es vorher schon angekündigt oder war das jetzt eigentlich die erste Ankündigung Echt? und es kommt direkt im Oktober raus? Das war jetzt die Ankündigung. Echt krass. Ja, ich habe vorher auch noch nichts gehört. New Colossus schon aus irgendwelchen Spielen halt geleakt wurde, dass das neue wohl so heißt, war mhm. wohl bekannt, aber dass es jetzt offiziell angekündigt wurde, das war halt vorher natürlich. Nicht bekannt. Ja. Ist angekündigt für PlayStation, PC und Xbox. Mhm. Ähm, BJ ist wieder Protagonist. Das heißt. Ich will jetzt nicht das Ende vom ersten Teil spoilern, aber ich hätte jetzt gedacht, dass ein neuer kommt, wenn sie es fortführen. Aber offensichtlich ist er wieder mit dabei. Keine Ahnung, ob es jetzt ein Prequel oder ein Mittelding ist oder sonst irgendwas. Äh, wahrscheinlich aber nicht, weil... Zu, also, keine Ahnung. Du müsstest da was zur Story sagen, weil... Fortlaufende Story. Er lebt noch. Fortlaufende Story. Ja. Okay. ja. Er wurde sozusagen gerettet und äh, es geht weiter. Das war, glaube ich, am Ende vom ersten Teil nicht so ganz klar, ne? Oder vom, vom New Order. Ich, darf ich das spoilern? Ich weiß es. Nicht. Also ich werde es nicht mehr spielen. Also ich glaube, wer bei mir zuguckt, hat das Ende mindestens schon mindestens zweimal gesehen. Ja. <laughs> also eigentlich, äh, eigentlich hat man gedacht, er ist gestorben, ja. Im mhm. ersten. Also bei New Order. Aber mhm. er ist nicht gestorben. Ja. Das hat sich jetzt rausgestellt, glücklicherweise. Ich hoffe nur, dass sie es nicht verkacken. Aber äh, <laughs> nein. Der Soundtrack ist halt schon wieder äh, läuft. Grafik ist auch wieder die Story ist also schon allein nur die Ausschnitte die ich gesehen habe ist dass sie äh, und da bin ich mir sehr sicher ihrer Linie treu geblieben sind Gameplay jetzt können sie weit wegen auch dasselbe Gameplay nehmen hauptsächlich die Story ist geil die Stimmen sind wieder dieselben ja. äh, also die deutsche Synchro davon ist schon mal allererste Sahne also ich gehe mal davon aus dass das gut wird ich habe auch schon meine Collector's Edition bestellt es wird ja. wahrscheinlich zensiert werden in Deutschland. Wie immer, ist auch gut wie so. Immer. Wie ja, immer. Ein bisschen Symbolik müssen also, sie halt machen, das äh, geht natürlich. nicht anders. Hat, mhm. äh, ja, ich bin gespannt. Ich habe noch nie eins gespielt. Also besser, ich habe das allererste Hundefelsen 4a gespielt damals. Mhm. Ähm, und äh, dann ist die Reihe irgendwie komplett an mir vorbeigegangen und ich werde jetzt tatsächlich das dann mal als ersten Teil wieder spielen. Weil das, was ich halt eben auf der e 3 gesehen habe, sah interessant aus und würde ich mir auch gerne angucken. Aber wie hat die Vorgänge habe ich halt nicht gespielt, habe ich jetzt auch nicht unbedingt noch vor die nachzuholen. Weil das ist so, weil mir unter irgendwie Radar geflogen ist. Ich dachte halt, es wäre halt einfach nur so ein Brawler-Shooter wie halt Doom oder Quake. Hm. Deswegen habe ich das völlig ignoriert, dass das Ding mehr oder weniger ein Story-Shooter äh, ist. Hm. Habe ich irgendwie nicht auf dem Radar gehabt. Aber ja, halt den neuen Teil werde ich mir angucken. Aber ich muss auch. Den... Ja, ich... ja, da wird es sich schon lohnen noch. Ja, ich ich, ich fange mal mit dem neuesten an. Ich habe hm. auch mit, damals mit Witcher 3 halt angefangen und Fallout 4 und habe die Vorgänge auch nicht großartig gespielt. Ja, äh, dann erstmal hinten anfangen, da kann man sich ja noch nach vorne wieder durcharbeiten, wenn es dann halt Spaß macht. Ich glaube, das ist auch nicht für viele Leute was. Also, ich, ich habe zumindest das Gefühl, also bei bei, bei hier, also bei mir jetzt, sage ich mal, ist das mittlerweile sehr etabliert, dass sehr viele Menschen Wolfenstein mögen, weil, also, es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich das sehr hart feiere und dabei richtig abgehe. Ähm, aber für mich, also, für mich im Vergleich auch zu anderen, ist das bei mir sehr viele Stufen weit über als bei anderen wenn andere spielen so aha, okay coole Story Brody und ich drehe halt total total durch das ist wahrscheinlich wie bei anderen wie Shadow äh, Shadow of a Colossus oder wie bei bei Slappy Zelda oder bei euch beiden aber äh, Wolfenstein und das und das ist das Schöne äh, was, was ich an diesem Spiel so hart feier oder was ich so geil finde ist dass das eine eines der wenigen Spiele ist, wo die deutsche Synchronisation besser als die englische ist. Viel besser. Um Längen besser. Nicht? Ja. Okay. Um ganz, ganz viele Längen besser ist. Und das hat man sehr, sehr selten. Ich habe schon einige Spiele gesehen. Ich würde es aber trotzdem, glaube ich, in der englischen Version spielen. Einfach weil sie einen Wert drauf legen. Das spielt ja in USA, glaube ich, ne? Mhm. Und die, die Nazis haben ja quasi den Weltkrieg gewonnen und haben quasi äh, die USA besetzt oder sind da halt Chef jetzt. Und sie haben ja schon in den ganzen ähm, Trailern, oder jetzt in dem Trailer, den sie jetzt vorgestellt haben, ähm, sprechen die ja Englisch, aber dann halt mit so ein paar deutschen Sachen noch mit drin. Ähm, das fand ich gut. Wie guter <laughs> Hund zum Beispiel. Ähm, und das würde mich halt interessieren, wie es dann halt im Original klingt. Und das kannst du ja nicht übersetzen im Deutschen da sagt die, ja guter Hund aber da weiß sie ja nicht dass sie im Original auch das auf Deutsch gesagt hat und deswegen müsste ich überlegen wenn ich spiele ob es nicht doch auf Englisch spiele ich spiele dir beides durch kein Problem <lacht> <lacht> easy peasy sehr gut oh easy peasy aber das ist glaube ich also auf mich sollte man da glaube ich nicht hören was das Spiel angeht aber es hat auch also wenn ich es versuche so neutral wie möglich zu sagen ist es schon ein sehr gutes Spiel ja glaube ich auch das ist halt nicht mein, mein Genre, also Shooter. Nee, absolut. Das nicht. Ja. Deswegen. Ähm, nächstes Spiel ja. ist Monster Hunter World. Und zwar, ja. als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, bringen sie jetzt doch ein richtiges Monster Hunter für die, für die Switch raus. Ähm, war aber gar nicht für die Switch. War auch gar nicht bei Nintendo vorge vorgestellt, sondern es kommt tatsächlich für PS4, PC und Xbox raus. Ähm. Ich weiß nicht, wann das letzte Monster Hunter für eine richtige Konsole rauskam. Das ist auf jeden Fall ewigkeiten her. Ähm, Monster Hunter hat man bislang immer nur auf, auf dem DS spielen können. Äh, so die letzten Sachen davon. Und halt eben in China das MMO, ähm, was sie irgendwie es nicht hinbekommen, nach, nach Europa und nach USA zu bringen. Und ich warte im Prinzip schon die ganze Zeit auf ein vernünftiges Monster Hunter, dass man eben auf einer richtigen Konsole, großen Konsole spielen kann. Und ich hätte eher damit gerechnet, dass sie dann doch jetzt was auf die Switch rausbringen, was sie ja auch tun mit einem anderen Teil, mit dem XX, äh, aber das im Prinzip nur eine hochskalierte DS-Version ist. Ja. Und jetzt bringen sie tatsächlich eins in HD-Grafik äh, und es sieht sehr, sehr schön aus, wenn man sich das, ähm, das, das, den Trailer mal anguckt. Ähm, kommt Anfang 2018. Und das werde ich mir auf jeden Fall zumindest mal angucken. Yep. Ja, ich kenne es auch nicht, weil ich keine großartigen Nintendo-Produkte halt hatte und der letzte Teil irgendwie ja von PlayStation 2 dann zu Nintendo gegangen ist. Und deswegen habe ich eher so die Klone gespielt wie, wie God Eater, wie Tokiden. Prinzipiell kann sowas halt Bock machen. Wie hat, es wurde halt hart gehypt äh, bei, bei uns im, im, im Restream. Ich selbst sagte, ich habe es halt nicht gespielt. Ich muss es mir halt angucken. Er hat, äh, ich mag halt eigentlich dieses solige Gameplay, halt ein bisschen Herausforderung, so den absoluten Mega-Grind. Weiß ich nicht, ob ich mir den halt gebe, aber ich werde auf jeden Fall mal reingucken, ähm, wie das Gameplay halt ist, weil ich halt vorher noch keine Chance dazu halt hatte. Ich freue mich drauf. Also das oh. letzte... <laughs> Äh, ist eben für die PlayStation 3 nur im asiatischen Raum erschienen und davor gab es nur für die PSP gab's, äh, Monster Hunter. Und äh, ich freue mich da mega drauf. Das wird super. Das wird super. <laughs> Sali kann wieder looten. Ja, voll leveln. geil. Grinden ja. und looten, die ganze Zeit und, <laughs> und diese riesen Viecher. Und das wird super. Und, und du multiplayer. hast es auf der Playstation 4 und du hast es auf der Playstation 4. Und dann gehen wir alle mal Monsterschlachten. Ja, mh, das mh, wird voll gut. Da freue ich mich schon drauf. <laughs> Das wird klasse. Ja, bis zu vier, vier. glaube ich. Ja. Bis zu vier Leute. Und dann gehen wir Monster schlachten. Mhm. Boah. Boah. Ich freue mich da schon drauf. Also und den ich bin dann Grill am Ende fand ich super. Ja, oder? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh. Was mich da so ein bisschen skeptisch macht, ist: Es gibt in meinen Augen kein Spiel, was einen guten Singleplayer und einen guten Multiplayer hat. Ist der Multiplayer gut? Ist dasselbe Nein. nur als Singleplayer. Also ja. das ist, es ist Ach so. sowas dasselbe. wie Koop dann. Ja. ja. So quasi Ad-Hoc-Multiplayer, oh. wenn man so will. Okay, Ach so ja, cool. Du gehst halt auf Monsterjagd, Spiel. ne? Das ist halt das, was. Deswegen kannst heißt es ja auch Monster Hunter. Ja. Okay. Genau, kannst du alleine. Also es bleibt dasselbe Spiel. Dasselbe Die Prinzip. Da gibt es keinen extra Multiplayer-Modus, nee. sondern das ist. Äh du rüst ja, dich drin. vorher in Lobbys und dann bereitest du dich vor. Dann kauft der eine seine Items ein, irgendwie und so. Und gibt halt so einen Hub und dann, je nachdem, welche Quest ihr annimmt, äh, im Multiplayer geht man dann halt los und jagt halt ein bestimmtes Monster. Okay, cool. Wie lange gehen die gegen so ein Bossmonster? Weil ich hörte halt, es kann von einer halben Stunde bis Stunde alles möglich genau. sein, wenn man ja. so ein dickes Moped bekämpft. Ja, genau, an verschiedenen, also das fängt dann an. Das ist so ein bisschen wie in, in weiß nicht, ob du dich noch an Witcher 3, an so manche Jagden erinnern kannst, wie zum Beispiel diesen Königs, ähm, wie hieß der? das Flie Fliegeteil greifen, der Königsgreife ähm, am Anfang. Der kommt dann und dann schießt du ihn tot und dann schlägst du ihn bis zur Hälfte und dann ah, fliegt ja. er weg und dann musst du ihm mhm. hinterher. Und so im Prinzip funktioniert Monster Hunter auch, nur halt dann noch mehr, also verschiedene Phasen, die du dann an verschiedenen Orten halt abhältst und dann läufst du die ganze Zeit hinter ihm her oder manchmal kommt er dir auch hinterher und du musst weglaufen oder so. Und so aus dem Loot, was man dann, wie zum Beispiel Zähne und Schuppen und so, machst du dir eben neue Gegenstände, mhm. neue Schwerter, neue Rüstungen und so, womit man natürlich äh, motiviert ist. Oh, ich möchte das Schwert auch haben. Ne? So lange das dann zu machen, bis man sein Loot bekommt, da habe ich schon, das wird sicher lustig. Freue ich mich drauf. Also ich stelle es mir lustig vor. Wobei, äh, ich weiß, dann würde ich jetzt ein bisschen springen, aber ich, ich spreche es mal an. Ähm, Code Wayne steht ja sicherlich auch irgendwo noch auf der Liste der Ankündigungen, ne? Nee. nee. Was heißt? Äh, quasi das Spiel, was von Bandai Namco angekündigt wurde, was so ein bisschen mit Prepare to Die oder mhm. so. Nee, ich, äh, oder Prepare to irgendwas wurde es angekündigt. Äh, alle haben sofort gedacht, es geht in die Richtung Dark Souls eine From Software, ja. aber sieht jetzt mehr oder minder auch aus, eher wie so ein Monster Hunter, so ein mhm. steriler Handheld-Port. Und ich dachte erst, okay, jetzt kriegen wir ein Monster Hunter nochmal quasi äh, einen Klon von Bandai Namco. Ähm, ja, aber dann kam jetzt eben Monster Hunter ja nochmal. Von daher mit Code Wayne viele Hypens, Ich bin da eher auch so, hm, ich weiß es nicht. Muss man abwarten. Das mir gar äh, nicht ins Auge gefallen muss ich zugeben. Gerade in der Souls Community wurde es halt eben erst so als eventuell Souls halt gehyped und hm. ich sehe da aber eher einen Monster Hunter drin. Also quasi, weiß nicht, ob du Tukiden oder so kennst. Die kam ja auch ursprünglich dann glaube ich von der Vita. Hm. Ähm, man merkt halt schon, dass sie halt eben nur portiert wurden für die Plattform. Ja. Und so sieht der Code Wave, finde ich persönlich, dann halt auch aus. Okay. Muss ich mir mal auch angucken. Weil im Prinzip habe ich nichts gegen dieses Spielprinzip. Ich möchte es halt nur auf dem großen Bildschirm spielen. Das ist eigentlich so mein großes Manko mit den Monster Hunters. Wobei <laughs> hast du God Eater gespielt? Das nee. ist ja quasi auch in die Richtung. Ist ja auch äh, zwei Teile. Ähm, die gibt es ja auch über Steam, für mhm. PC, auf PlayStation 4. Und dann ist quasi auch, wenn du so willst, Monster Hunter. Okay. Vielleicht ein bisschen light. Ich kann es halt nicht vergleichen, weil ich Monster Hunter noch nicht gespielt habe. Ich hatte es irgendwann mal angezockt. War aber dann eben auch mit Grinden und Abschlagen und daraus irgendwie Klamotten bauen. Also ja, mittlerweile gibt es ja halt eben so viele Rip-Offs davon von anderen. Ja. Hm. Klingt interessant. Guck ich mir mal an bei Steam: God Eater. Cool. Sollst du noch jemand was zu Monster Hunter zu sagen? Ansonsten nope. hüpfen wir zum nächsten großen zur nächsten großen Ankündigung, ähm, die direkt am ersten Tag, also bei EA angekündigt worden ist, ähm, zumindest kurz angekündigt worden bei ist und EA dann ist was angekündigt worden? Ja, kurz <laughs> angeteased worden und also dann halt bei Xbox. Sekunden, und und die 30 dann, Sekunden zählen nicht. Ja, okay. Und dann bei Xbox wurde es dann richtig gezeigt mit Video mhm. und Gameplay und allem drum und dran. Ähm, und zwar BioWare. Ja. Ähm, jetzt nicht mehr so äh, für Qualität, würde ich sagen, stehen, äh, haben jetzt ein riesengroßes Projekt äh, angekündigt, wo daraus klar wird, warum ähm, sie bei den letzten Projekten nicht ganz so viel Zeit offensichtlich äh, hatten. Ähm, und zwar Anthem. Was für mich so aussieht wie so ein... Äh, wie so ein, so ein, so ein Destiny-Meets-Division, so ein bisschen. Ähm, sieht sehr geil aus, <laughs> muss ich zugeben. Aber ähm, kommt im Herbst 2018 raus, PS4, PC, Xbox. Äh, ist klar, es ähm, ist ein Multiplayer-Game. Ich glaube sogar Only-Multiplayer, wenn ich das richtig verstanden habe. Open World allerdings. Ähm, man steigt quasi in Exosuits. Man kann durch diese Open World fliegen. Man kann sie exploren. Und ebenso wie bei Destiny eben ähm, Quests annehmen und die dann halt... Ähm, Ne, hinfliegen, abknallen und äh, zurückkommen, aufsteigen in Leveln, so MMO-mäßig so ein bisschen. Ähm, was Sie gezeigt haben, auch an Gameplay, sieht extrem cool aus. Ob es jetzt tatsächlich so cool wird, muss ich dann zeigen. Finde ich. Also für mich das interessantere Destiny, weil ich habe Destiny 1 super lange gespielt mhm. ähm, und Destiny 2 sieht aus wie mehr vom gleichen. Da ist mir viel zu wenig Neues drin, als dass, dass ich sage, das tuckt mich jetzt nochmal, dass ich 100 Stunden da drin verbringe. Klar, sieht alles hübscher aus, Wettereffekte, aber sie haben halt noch nicht was gezeigt, wo ich sage, Destiny 2 ist für mich ein Kaufgrund. Deswegen fand ich Antem interessanter. Ich habe also hab halt vorher gewusst oder gesagt, es wird ein Looter-Shooter halt eben von EA kommen, dass er halt eben jetzt von BioWare kommt. Und ich habe halt eben genauso gesagt, ähm, sie werden sehr viel vom Mass-Effect Andromeda übernehmen. Und wenn du dir zum Beispiel Antem anguckst in den gameplay sehen, es ist mehr oder minder das UI ähm, mit der Tastenbelegung aus Andromeda. Du hast den Jetpack, es ist quasi wahrscheinlich das Gunplay, was du in Andromeda halt hast. Das Ganze jetzt nur ein bisschen MMO-stylig auf Planetenoberflächen mit Instanzen, wo aller Destiny oder vielleicht sogar ein Raid. Ähm, ja. Ich habe Andromeda eigentlich ganz gerne gespielt. Wenn sie das natürlich jetzt noch ein bisschen polischen in hübsch und äh, das Gunplay nailen, also ein gutes äh, Gefühl halt eben damit vermitteln, würde ich mir das eher angucken als ein Destiny 2, muss ich sagen. Ja. Multiplayer, ich bin raus. falsch Also für Monster Hunter könnt ihr mich mitnehmen, aber da bin also ich raus. Also Rory schreibt jetzt gerade im Chat, dass es wohl auch Singleplayer-mäßig spielbar ist. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich rein Multiplayer-Infos gefunden. Auch und Destiny ist ja auch. Singleplayer spielbar letztendlich. Ja. Du kannst halt eben auf die Planeten, du kannst deine Klamotten sammeln, du gehst dann quasi äh, in so einen Instanzbrowser oder äh, Gruppenfinder wie in, in World of Warcraft, musst halt nicht selbst eine Gruppe suchen, wirst ja. mit irgendwelchen Leuten zusammengewürfelt für eine Vier Viererinstanz und spielst die halt einfach durch ohne Kommunikation. Ja. Also es hat wahrscheinlich genau diese Aspekte, dass du halt viel äh, außerhalb eben Solo machen kannst und für die anderen dann irgendwelche Leute zugewürfelt bekommst, mhm. die du nie wieder siehst. Also, laut, laut äh, Entwickler ist es Shared World ja. Experience. Aber das kannst du halt auch über, ähm, weiß ich nicht, so, so, so ein WoW war auch Shared World. kannst du auch alleine losziehen und leveln. Ähm, ob es jetzt damit zu vergleichen ist, weiß ich nicht. Aber ja, gut, außer wenn Sean Murray äh, Shared World in, die, in, in den Mund nimmt, dann wäre ich vorsichtig. Was dann unter dem Strich <laughs> vielleicht rauskommt, <laughs> das ist alles gelogen. Naja, lassen wir das. Ja. Uh, no Man's Lie. <laughs> Ja, wow. von daher, also... Sieht hübsch aus. A Aussehen ja. tut's toll. Ja, das auf jeden Fall, das ja. auf jeden Fall. Aussehen tut's wirklich toll. Ja. Und also das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich vorher so dachte, Destiny von EA. <laughs> und dann ich ich's gesehen, ja, ja, ich wart's ab, wenn's rauskommt und wenn's vielleicht einer von euch auch zockt und jemanden sucht, hol ich's mir vielleicht auch. Ähm... <laughs> Wenn's wirklich, wenn's, wenn das, was Sie gezeigt haben, wirklich komplett Open World ist und ich bis über den Horizont mit diesem Exosuit hinfliegen kann und das alles Welt ist, dieser ganze Dschungel, dann bin ich. Also ja, gut, dann, sie haben ja mit, mit Dragon Age Inquisition und jetzt Mass Effect halt eben schon quasi diese MMO-Welten in einem Singleplayer-Spiel halt mhm. irgendwie kreiert. Ja. Wenn Sie das jetzt halt hinkriegen, dass das halt eben im Multiplayer spielbar ist, warum nicht? Also, von daher, ich glaube, äh, Mass Effect Andromeda ist auch so, weil sie viel eben quasi aus Anthem dafür rausgeschnitten haben, beziehungsweise daraus in Anthem halt integriert haben. Das ist, glaube ich, nicht nur einfach Zufall, dass sich halt beide da so ein bisschen ähnlich sind und ja. es auch quasi in, in Mass Effect in diese Richtung halt ging. Die Frage ist, ob sie beide gleich scheiße sind. Ja, wobei so schlecht war Andromeda nicht. Klar, es war jetzt halt nicht der beste Mass Effect, aber es hat. Man konnte spielen, wenn man nicht direkt wegen der Gesichtsanimation ausgemacht hat. <laughs> Da waren Und noch die so haben viele... sie bei Anthem offensichtlich hinbekommen. Ja, wobei, der also, Typ sah auch aus wie 100, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, wer, wer mir das gesagt hat, aber ich habe das so im Hinterkopf. Äh, als dieses äh, Anthem da angekündigt wurde, sagte er zu mir: Jetzt weiß ich auch, warum Mass Effect Andromeda so ist, wie es ist. Und das, das ist einfach, also Mass Effect Andromeda, es tut mir wirklich leid, aber das ist eine Zumutung, was da released wurde als AAA-Titel von BioWare nach so einer Serie. Und äh, was ich, also ich bin jetzt gerade, ich habe so ein bisschen mein Vertrauen verloren in Bioware, um ehrlich zu sein. Also gerade bei so einem großen Titel, wenn der angekündigt wird, weil das ist schon nicht einfach, glaube ich, sowas zu realisieren. Ich, ich bin gespannt, ich lasse mich überraschen. Aussehen ja, sah gut, es aber, schön. Also es sah äh, schön aus. Im Gegenzug kann man halt sagen, liegt es wirklich an Bioware, weil Lustiges ist, ist, ist exakt so passiert bei Visceral die ja auch von, äh, von EA aufgekauft wurden, genau wie Bioware. ja okay. Und nach einer starken Dante's Inferno und nach einem starken ähm, okay. Dead Space sind die Teile ja. auch immer schlechter geworden. Macht vielleicht äh, EA zu viel Druck nach dem Motto, ihr müsst es dann releasen und die haben keine Möglichkeit zu sagen, wir würden es gerne nochmal ein Jahr verschieben. Von daher, äh, ich, ich blame da eher EA, weil Visceral und Bioware waren meine Lieblingsspieleschmieden und mittlerweile, wie du schon sagst, ist halt Vertrauen doch ein bisschen ramponiert. Okay, da, da gebe ich dir recht, ja. Da gebe ich dir recht. Und ich glaube, äh, ähm, Andromeda wurde auch von einem ganz anderen Bioware-Studio entwickelt. Ja, naja, richtig. Also Was jetzt ja mittlerweile dann abgezogen wurde zu anderen Projekten. Also die genau. Chance, dass nochmal eine Fortsetzung kommt, auch erstmal in den nächsten Jahren super gering. Ist die Bumspo hier zufällig gerade nicht da? Warum? Na, weil die keine Links rauslöscht aus dem Chat. Doch, ist doch weg. Ja, weil ich sie weggeklickt habe. Sicher? Ja, mhm. sicher. Ja, dann klicken wir sollte. weg. Mods, können wir mal Links wegklicken? <laughs> mein Gott, da kommt ein Link in 10 Jahren. Ich wundere mich. Sie Normalerweise ist der Gott nicht da? Ich muss sie jetzt <lacht> hier <lacht> Klicken, Entschuldigung. Weg. Weg <laughs> ähm, dann war es tatsächlich, Lisi, wenn du dir irgendwann mal eine Switch holst, was dich äh, interessieren könnte... Wird sowieso nicht. Ähm, mich auch nicht. <laughs> ähm, aber es kommt Mario und Rabbits, da, also da, ko da komme ich, da, das habe ich immer noch nicht gerafft, dass, es, dass, dass das kein Traum war, sondern dass sie es wirklich angekündigt haben. Da stellen sich Ubisoft dahin, plötzlich kommt Shigeru Miyamoto auf die Bühne und dann stellen sie ein Spiel vor von Mario zusammen mit den Rabbits, die im Prinzip nur gebleichte Minions sind, so gesehen. Ähm, und dass das nicht reicht, haben sie auch noch als Spiel dann XCOM im Super Mario-Universum ja, also. angekündigt. Und. What? Ja. Ich saß da nur dem Bildschirm und dachte mir: Was? Genau. Was ist hier los? Alter, ich hab's so gefeiert. <laughs> weil, wie du schon sagtest, äh, also ich greife vorweg: im Endeffekt, wenn ich jetzt Best of E3 vergeben müsste, geht, glaube ich, meine Ward an das Spiel, weil damit hat keiner gerechnet. Es ist innovativ, es ist ein wilder, verrückter Mashup. Ja. Es ist XCOM mit drin, was ich liebe. Und ich saß da einfach nur und dachte mir: nee, können sie nicht machen. Das, das haben sie jetzt nicht gemacht. <laughs> Doch haben sie. Und ich habe es extrem gefeiert, weil eben XCOM. Und ähm, das wird wahrscheinlich mein zweites Spiel auf der Switch halt werden. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich so ein Spiel jemals haben wollen würde. Und jetzt will ich's ja. <laughs> ich es haben. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen, wo man eben die weißen die, die Rebels ne? und, und eben. Da, aber was ist es? XCOM. Ja, es ist quasi so ein XCOM-Strategiespiel. Rundenbasiert mit Mario, Rabbit, Peach und du musst halt eben hinter Deckung gehen und dann eben schießen. Die Cover-Animation ist XCOM, die die animation ist Slowdown, es ist alles. Und das absolut gibt's XCOM. nur auf der Switch. Ja. 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 Lieber und ich hab's gefeiert. Liebe Weihnachten. Ja, wenn das, also dann, wenn das Stefan hört, ne? Lieber Weihnachten. Das Weiner. ist so, also sozusagen könnte man, könnte man jetzt sagen, Entschuldigung, aber es ist halt. Äh, X rom für Kinder. Ja, quasi. Und für Bett der Bette. Und dann kann ich das auch lernen? Ja. Ist halt rundenbasiert ist Also, es tut mir leid, aber wenn ich so Figuren sehe, die wie die Teletubbies reden, dann wird mir schlecht. Und dann Ja, du dann, da ne? ja, dann kriege ich so eine so ein, dann kriege ich innerlichen Hass mhm. und dann kriege ich wirklich Hass und dann bin ich richtig sauer. Und da Sie sprachen, sind da Sie, da, Nein. das sind ne? Nein, Doch, doch. Nein. Nein. Ey, so dafür, dafür geht bin geht ich nicht geht 31 geht Jahre alt und habe sprechen gelernt, damit ich hier, dass ich mir sowas reinziehen muss. Sorry. Die Idee ist mega cool. Und ich find's super gesehen. witzig, aber ich kann sowas nicht hören. Das geht nicht. Tut mir leid. Nee. Vielleicht kann man oh, ja. Bei -Ori sagt er das auch immer. Das ist auch nichts an, oder dieses Brothers 2-Ding, wo die nicht mal vernünftig die Story jetzt. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Brothers irgendwas Two Brothers? Two, ja, Two Brothers ja. Wo du mit dem einen so ein Stick der eine machen Bruder. die überhaupt Geräusche? Ja. Echt in Dialogen und da kriege ich so einen, denn sollen sie wenig denn sollen sie nur Untertitel machen. Aber das ist so, oh, Entschuldigung, das ist, als wenn du aus dem Busch kommst, die Klick-Klack-Sprache. Also, ich finde, es kommt immer ganz drauf an. Wenn das ja halt wie bei den Rabbits ist, man kennt sie ja eben schon von den Wii und Wii U-Teilen, finde ich, ist das noch in Ordnung. Wo ich es störend fand, ist halt sowas, was äh, Sali gespielt hat bei Yoko, ja, la, 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 was eher nach wilden Kooperationsgeräuschen klang, als nach irgendwelchen anderen Sprachen. Äh, da finde ich es dann auch ein bisschen störend, da hätten sie es selber weglassen soll. Aber viele haben gesagt, das passt, es ist irgendwie cool für die Stimmung, aber da war es auch nicht meins. Ukulele habe ich auch nicht. Fand ich es jetzt auch nicht so schlimm. Da habe ich mich eher kaputt gelacht. Ach, ich habe dann ganz dezent so XXXXX gedrückt und habe halt das vorgelesen, was da stand. Weil das fand ich dann so am Anfang nicht so: Oh yeah, der Sound, oh, wie schön. Und irgendwann waren das aber Geräusche, die das, das aber, liegt aber daran, dass ich äh, so, so ein bisschen empfindlich bin, wenn immer wieder dasselbe Geräusch aufkommt oh und dann werde ich balla balla im Kopf und da muss ich dezent das wegklicken. Es hat mich, ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht denken und diesen Text unten lesen, während diese Dinger die Geräusche gemacht haben. Das war ein bisschen. Ja, ich ich sag ja, die Geräusche waren auch zum Teil verwirrend. Ja, ne? Also, da war ich denn so abgelenkt, habe ich gar nicht gewusst, was ich gerade gelesen habe. Aber, nee. Aber ansonsten, weil bei Uri oder so stört mich das nicht. Das, das soll doch die Fantasie anregen. Mhm. Mhm. Ja. Die Hosenschlange. Die Hosen Ho ja, das war gut. <laughs> das war gut. Oh, ich komme mhm. immer durch drüber hinweg. Ähm, kommt am 29.08. jedenfalls Mario Rabbits Kingdom Battle, heißt das Spiel, für die Switch. Ja, ist für kann mich ja du? vor allen Dingen auch ein schönes Spiel so mitten im Sommerloch, wo nichts kommt. Ja. Ich werde es mir definitiv anschauen. Kannst nix du mir kommt, bitte sagen, ob X man das kommt. ausmachen kann? Weil wenn man das ausmachen kann, würde ich das echt feiern. Ja, kann ich drauf, klar, kann ich bescheid geben. Ohne Witz, Leute, ich also ich bin da ehrlich. Ich mag nicht viele Nintendo-Spiele, aber das würde ich echt richtig gut finden. Ich nach. Das ist wie wie es okay, ja, sagt. Das, das war so. Switch. Okay, da hat sich mal einer was getraut. Ich gucke mir das noch mal genauer an, aber dafür hole ich mir ja und genau Spitch. wegen diesem Trauen, ähm, Dizzy, ist es für mich auch quasi der Award, den ich dann vergeben würde, weil der Rest war eher, es hat sich niemand was getraut. Das war so das Zeichen dieser E3. Ja. Mhm. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, war das so die Überraschung, die wirklich positiv war, weil es war halt mal gut außer vielleicht kommen wir nachher noch ganz kurz dann zu wahrscheinlich die Volver. aber okay, das dann nachher. <lacht> hm. <lacht> oh, ja. Das war witzig. <laughs> Das stimmt. Ich gucke gerade, aber es ähm, ist jetzt von Ubisoft Paris und Ubisoft Milan äh, entwickelt. Das Kingdom Battle. Also es ist jetzt nicht Michel Ancel, aber es ist immer noch Frankreich zumindest ein Teil. Ähm, eventuell kommt da auch was bei rum. Qualitativ. Ähm, ja. Solange es nicht aus, aus Kanada kommt, glaube ich, kriegen die schon was hin. Ähm. Also es ist tatsächlich Ubisoft, ne? Also nicht, nicht ja. Nintendo. Nintendo hängt da nur quasi als Tippgeber und so mit drin. Ja, Kooperation. Haben, wir hatten ja, genau. ja eben schon einige Klamotten und das wollten sie ja eben fortführen. Kooperation für die Switch. Nintendo öffnet sich, ne? Auch mit Apple jetzt äh, vor einem halben Jahr, irgendwie als plötzlich Shigeru Miyamoto bei, bei Apple auf der Bühne stand und so. Oder was schon ein Jahr her? Ich weiß es gar nicht. Kann auch schon ein Jahr her gewesen sein. Ähm, Finde ich, find ich interessant die sich Nintendo entwickelt, so in den letzten Jahren. Ja, ähm, wobei es halt schwierig ja. ist. Ich meine, äh, kam ja dann auch direkt schon wieder Backlash. Ich meine, EA mit FIFA oder mhm. jetzt das halt neue FIFA dann zwar für die Switch kriegst, aber der komplette Karrieremodus, also so Journey, die, die Kampagne, halt nicht mit drin ist, weil halt die Kiste die Engine halt nicht kann. Das heißt, du kriegst zum Vollpreis ein halbes Spiel. Das ist dann halt schwierig, finde ich persönlich. Klar, sie öffnen sich, wie gesagt, nicht nur ähm, eigene Titel, sondern eben auch Third-Party-Titel aber wenn es halt eben technisch nicht machbar ist ja oder aber kriegen wir einen Skyrim Mensch <laughs> für die Switch <laughs> ja. und Virtual Reality ja. und Game Boy ja naja gut ähm, das nächste was vielleicht in die Sie interessieren könnte war Metro Exodus warum machst nicht. du das immer an mir fest ja, weil du der bist der hier glaube ich am meisten so auf Shooter ähm, geht von uns Ach, ich dachte du meinst nur weil ich mir die meisten Sachen nicht mag Nö. okay. Nee, das ist gut, ja klar. Finde ich gut, ja. Ja, schon. Ähm, und zwar für Xbox One und den PC, ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob es einfach so ein Play-Anywhere-Titel wird. Ähm, Oder es doch für Steam er erscheint. Aber ähm, sah sehr interessant aus, fand ich. Also von der Stimmung, die die da gezeigt haben im, im Trailer. Also Metro Exodus heißt das. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ähm, was sie da gezeigt haben. Ähm, die Monster sahen sehr, sehr schön designt aus und es soll halt nicht mehr so schlauchförmig sein, sondern ein bisschen mehr die Level auseinanderziehen, so in Richtung Open World. Jetzt nicht wirklich ein Open World, aber schon so, ne? Ähm, raus. Ja, Größe. Größere Levels. So. Ähm, gut, es ist halt ein Metro. Ich habe die Vorteile nicht gespielt, deswegen kann ich da nicht viel sagen. Da könnt ihr vielleicht mehr zu sagen, wenn ihr die gezockt habt. Ja, Metro, Metro Last Light. Coole Spiele. Mhm. Ich habe sie dann im Remaster auf der PS4 gespielt. Ähm, Erzählen halt eine Geschichte, ist ein Story-Shooter, wenn du so willst. Ich gehe mal davon aus, dass man. Ich habe Wolfenstein nicht gespielt, müsste Nils dann vielleicht sagen, äh, dass man eventuell dann halt äh, das eventuell mit Wolfenstein vergleichen kann. So im Groben. Ansonsten äh, hat es Bock gemacht. Ich freue mich auf Exodus, war eines der Überraschungen, äh, weil es vorher, glaube ich, nicht bekannt war. Eines der wenigen Spiele. Und das haben sie einfach rausgehauen, quasi relativ zu Anfang. Und fand ich ziemlich cool. Werde ich spielen wollen. Äh, will ich spielen und werde ich spielen. So rum. Wobei. Doch, es ist ein bisschen Wolfenstein. Es ist Schuder und die Stimmung ist sehr dunkel. Ja, doch. Ja, du kannst aber auch das komplette Spiel im Stealth. Also, das war ja, damals gut, ja. bei First Light, konntest du es äh, komplett im Stealth durchspielen. Und. Ja, nee. Aber es war ein gutes Spiel. Ich habe den vorigeren Teil nie gespielt. Der kam ja damals nur für Xbox und dann erst. Äh, im Nachhinein dann für die, die Sony-Konsolen. Das muss ich noch nachholen. Aber jetzt kommt der neue, das, das kommt nicht mehr für Sony-Konsolen? Metro Exodus? Oh, schon, weil es, es gab ja in dem Sinne keine Exklusiv. Er hat die Playstation nicht vorgelesen. Nee, habe ich nicht. auch nicht. Nee, ist nur PC und Xbox One. Es wird wow. wahrscheinlich wieder so ein zeitbegrenzter Titel werden. Ja. Xbox One hat keine Exklusivtitel. Also hier, jetzt wirklich mal, unter uns da draußen. Xbox hat keine Exklusivtitel außer Gears of War und äh, Forza. Alles andere ist nur Zeit. Es gibt auf der Xbox keine. Also bei Warum? Amazon ist zumindest auch Metro Exodus mit drin. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber es ist zumindest gelistet. Dann stimmt's. <laughs> Wenn die da schreibt, dann stimmt's. Dann ist gut. Okay, alles wieder gut. Ja. <laughs> Wobei hätten wir vielleicht, ja. Kommt nochmal Xbox? Ja, reden ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Genau ja. darauf wollte ich hinaus. <laughs> ja. Auf jeden Fall. Oh, Halo, stimmt. Entschuldigung, ich habe Halo vergessen. Ja, Halo. Verzeihung. Richtig, das ist wichtig. Danke, danke, Chat. Gut aufgepasst. Halo. Halo war aber Bungie, ne? Oder? Bungie? Ja, Entwickler. Ja. ja. Weiß ich nicht. Die haben ja dann. Äh, wie heißt denn? Division. Destiny? Nee, Destiny. Ja, genau das andere. Alles <laughs> das <ist> dasselbe. Alles <laughs> das, das gleiche. Äh, Destiny gemacht. Also sind sie ja auch weg von, von rein Xbox-Exklusiv. Und haben ja, Destiny ist ja Xbox und PlayStation gewesen. Ne? Also selbst die sind Microsoft weggelaufen. Was mich nie wundert. Ehrlich gesagt. Egal. Nächster <laughs> Titel. Shadow of War. Oh. Oh nein, Mittel du hättest das besser ankündigen müssen. Ich, was, wie? Naja, ich, also Mittelerde braucht immer eine, eine ganz starke Ankündigung. Damit es hinten runter einfach nur noch so runterfällt. <lacht> <Ich> <lacht> <mir jetzt lacht> Weil mehr, mehr als der Name ist da nicht dahinter bei dem Spiel, leider. Mal abwarten. Also vielleicht kriegen sie die schwachen Punkte, die sie im ersten Teil hatten, ja hin dieses Mal. Ich habe Spaß gehabt mit dem ersten Teil. Ich auch. Muss ich 36 sagen, Stunden ja. für Platin. Äh, also, ich fand den, ich habe Spaß gehabt. Du ich hast das auch Kampfsystem. Far Cry Tribal gebocht. Ja, es war gut. <laughs> hey, kannst du mal auf den Bären reiten? <laughs> ja, war gut. Ich hab Spaß gehabt. Nee, ich fand, das Kampfsystem hat halt sehr an, an Arkham, an, an ja. ähm, ähm, Batman erinnert. Und ich habe wirklich Spaß dran hm. gehabt. Alles ja. Free-Throw. Free, free Flow Combat. Und das fehlt halt zum Beispiel Assassin's Creed und das war halt so ein Mesh-Up. Assassin's ja. Creed und Batman. War toll. Ja, also Mit ich habe auch Spaß und Orks. Es war ein bisschen, ein bisschen, die, die Gegend war ein bisschen fad. Und das einzige, ich weiß nicht, äh, ob ihr das auch hattet. Es wurde ja das erste Mal vorgestellt auf der Microsoft-Konferenz und da musste ich schon ein bisschen weinen. Also, was ich da gesehen habe, das sah furchtbar aus. Also es sah schlechter aus als der erste Teil. Und äh, dann haben sie es ja nachher nochmal gezeigt vom PC, wo es auch wieder dann besser aussah. Ich weiß nicht, was sie für die Xbox-Konferenz da gemacht haben mit dem Spiel. Auf jeden Fall hatten sie es da vergewaltigt. Das, und sah das ist vielleicht schön auf der aus. neuen Xbox X1 XX. Ich war eins, erschrocken und wollte games. schon sagen, ich möchte es doch nicht spielen. Und nachher sah es dann doch wieder ein bisschen besser aus. Nee, ich fand das. Also, ich habe Spaß gehabt. Ich freue mich auch auf den neuen Teil. Der erscheint äh, während der Gamescom. 26. August, 24. August, irgendwie sowas um den Dreh. Gehen wir über Middle -Earth, Oh nein, das hat? wurde verschoben. Ja, stimmt. Das Wurde auf den 10.10. 10. verschoben, stimmt. Oh, das ist gut. Also, wenn ich länger als zwei Stunden dieses Spiel spiele, dann ist es besser als das andere, aber ich glaube es nicht. Das, das hat, hat mich so. Auch. Ja. Das hat mich gar nicht überzeugt. Das ist wie Far Cry. Das ist so bei mir. <laughs> Und dann gleich so, ah, Stall, weg mit dem Scheiß. Und ich glaube, ich weiß nicht. Kann passieren, mal gucken. Aber ich werde, also ich werde es trotzdem mir, denke ich, an, ansehen. Aber ob das jetzt toll ist, ist wieder die andere Frage. Und dazu Batman zu sagen, Sali, das nehme ich dir echt krumm. Ist so? Mhm. Aber das nehme ich dir echt krumm. Das, tut das Kampfsystem mir. ist so. Das nehme ich dir trotzdem krumm. Es Nein. ist aber so. Nein, da kein Batman? Was? Magst du kein Batman? Doch. Ich liebe Batman. <laughs> Deshalb. Deshalb sag, sagt er, er nimmt es mir krumm, ja, aber es weil ist, er dieses Spiel überhaupt nicht mag und dass ich beides zusammen in einem Alnig, Atemzug aber genannt auch der, habe. Äh, die Verkettung von Kombos mit dem, was du am Ende ja. halt machen kannst, war halt wirklich ja. wie Batman. Also ja. statt Gadgets hast du da halt dann eben halt Schwerter oder Messer oder Betäubung. War doch von Warner Brothers. Ja, eben. Ist ja. doch von denen. Das ja. haben die sich. Da ja. genommen und das kam sehr gut rüber. Also es hat Spaß gemacht. Und das Nemesis-System fand ich halt toll. Das gab es so in noch keinem Spiel. Und das hat wirklich Spaß gemacht, wenn du dann versucht hast, die auseinander, aufeinander so ein bisschen auszuspielen und guckst, welcher dieser Orks... Das soll Ox ja nochmal forciert werden. Das ist richtig toll gewesen. Es hat echt Spaß gemacht, wenn man sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt hat. Wartet mal, habe ich irgendein anderes Spiel gespielt? Ja, du hast dem Spiel keine Chance gegeben. Daran lag es wohl. Also, ich fand das super. Ich bin dann manchmal zu bestimmten Orks hingegangen und habe mich mit Absicht töten lassen, damit er dann im Rang aufsteigt ne? und wieder die anderen Gesellen dazu bekommt. Mhm. Und das war schon richtig, also es hat Spaß gemacht. Ich habe das, das übrigens sieben Stunden gespielt. Ja. Habe ich, ich hab sogar länger gespielt? 2005? Aber ich muss sagen, ich dachte, nachdem der erste Akt vorbei war, ist das Spiel vorbei. Und dann kommt jetzt noch so irgendwie Endboss oder so und dann ist fertig und plötzlich ziehen sie irgendwie aus Mordor in dieses etwas grünere Mordor und dann geht das Spiel wieder von vorne los und das war der Moment wo ich bei also bei bei dem ersten Teil gesagt habe nee wisst ihr was ich habe mich jetzt hier schon durch den letzten Teil eher durchgezwungen äh, jetzt noch mal von vorne mit ganz neuen Orks die jetzt wieder alles von vorne alles neu machen mhm. Da habe ich jetzt echt. Nein, das kann ich verstehen, drauf. das Pacing war halt nicht ganz so geil, ja. wie es halt eben die Story abgelaufen ist. Selbe Problem hatte zum Beispiel auch Mad Max, äh, mhm. dass sie halt. Mehr oder minder viermal dieselben Gebiete, wo du immer wieder das gleiche machst. Das heißt, ein Gebiet hätte gereicht, das wäre mhm. deutlich besser gewesen und noch einen Abschluss hinkriegen. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch geschuldet, dass die Leute halt eben sagen, öh, wie, Spiel geht nur acht Stunden, ist viel zu kurz, wir ja, müssen strecken und dann genau. hast du repetativen Content drin. Also von daher, du kannst es halt keiner Seite letztendlich recht machen, finde ich. Und ähm, aber kann ich verstehen, dass das halt eben so angekommen ist bei dem Spiel. Ja, das war definitiv so. Ich installiere das jetzt. <laughs> Und nach ich. Schnack warten? Nee, ich, nee, nee, das ist okay. Ich installiere das jetzt, okay? Und ich gucke mir das nochmal an. Aber auch nur, weil Sali Batman reingeschmissen hat. Wenn, und und äh, Markus gesagt hat, dass die Kombos wie bei Batman sind. Und ich, ich gnade euch Gott. Gnade euch Gott, wenn das nicht so ist und wir treffen uns noch einmal. Also es war schön, dass ich zumindest einmal hier sein durfte. Mhm. Ich installiere das, ich installier nicht das und wir spielen das. Und weil ja. ich mein, es, ich meine, es ist von Warner und genau deswegen bin ich da so enttäuscht, weil die Leute eigentlich immer gute Spiele gemacht haben. Gut, das letzte Batman war, naja. Aber das war, das war jemand anderes. Das Grundspiel war gut, die Portierung war halt eine andere Firma. Nee, das Grundspiel hatte schon seine Schwierigkeiten. Ja, nee. war nicht so. Ja, wobei äh, Batman war ja ursprünglich von Rocksteady. Ja. Und zwar von Warner gepublished, oh. aber die mhm. letzten Warners, äh, Entschuldigung, die Let letzten Batmans waren ja von Warner Montreal, was ja. sie ja dann selbst auch in-house gemacht haben, ohne Rocksteady. Ja, nee, aber einen Moment. The Origins war von ja, einem genau. anderen. Genau. aber so. Arkham Auto. Arkham ja. Auto war noch wieder von Ro ähm Ja, aber da war Auto. Das, das Rocksteady. War nicht besser genau, gemacht. das Auto. Genau das Auto. Das. Das. Dieses Zwingen, <laughs> mich Oh, da kriege ich mich. heute. Auf... Es war so langweilig, diese ganzen ja. auto zu machen. Vor allem auch die ganzen Rätsel. Ja. Oh, alle Autozentrieren. Siehst du übrigens, Arkham Knight. Genau. Arkham Knight. Da war ich so enttäuscht. Also, Rocksteady und Warner, das ist echt eine geile Mischung. Das ist so ein Vertrauensding eigentlich. Nur dieses das Auto. Das Auto war ein Vertrauensbruch. Das war wirklich ein Vertrauensbruch. Naja. Also. Stefan hat geflucht wie ein Rohrspatz über, dieses, über das Auto. Dieses, also und hab's dann auch nicht zu Ende gespielt, wegen dem. Ja, Oder weil. Sich so geärgert hat. Weil Batman ist dieses Button-Smashen. Diese Combos, diese elenden mhm. Fights mit 50, 60 Leuten. Jetzt nimmst du ein Auto. Okay. Handbremse rein. Okay, wir können. Ja? Ja, und dass du halt immer gezwungen wurdest, dann auch diese Punkte halt, diese Panzer kaputt zu machen in diesen Minispielen für jeden kleinen Stadtteil. Oh. Aber. Aber, und das muss man sagen, sie haben sich was getraut. Sie sind das nämlich stimmt. nicht ihre Linie ja. gegangen. Gut, hat natürlich leider nicht bei vielen gezündet. Richtig, aber das muss man, das muss man ihnen zugute halten, auch wenn es, naja, nicht so der Burner war. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe es auch durchgespielt. Ich habe mich da durchgequält. Ich hab's auch durchgespielt. Ich habe du es auch durchgespielt. Auch wenn ich mich aufgeregt habe, weil gerade am Ende musstest du ja nochmal durch diesen kompletten Clusterfuck mit dem Auto durch. Das war halt. Weiß ich nicht. Ne? Ständig irgendwelche Autos, die auf dich zukommen, dann denkst du, das war schon die letzte Automission, dann kommt noch eine. Oh. Mehr Autos, bitte. Halt überhaupt kein Auto fahren, kannst in Spielen. Das wird ja ähm, Boah, ich habe geschwitzt, Blut und Wasser. Ja. Meine Lieblingsstelle war, als ich irgendwann aufgehört habe, die Bremse zu nutzen und nur noch dieses in Kampfmodus gehen. Und du konntest 300 Klamotten fahren, du hast den Knopf gedrückt. Zack, hast gestanden. Okay. Ja. Und dann bist du weitergefahren. <laughs> das fand ich großartig. Ja. Ja, äh, jedenfalls in Middle-earth, äh, in dem neuen Shadow of War, soll halt, ähm, wie sie gezeigt haben, ein bisschen mehr Wert gelegt werden auf eben dieses, ähm, dieses Nemesis-System. Ja, das sowieso, weil das ist der größte Punkt, die größte Stärke von dem Spiel. Aber auch, dass du eben die Orks nicht nur äh, umbringen musst oder kannst oder eben schwächen kannst, sondern sie jetzt auf deine Seite ziehst. Ich glaube, das ging zum Teil schon ging. im ja. ersten ja. Teil. Aber sie legen mehr Wert jetzt quasi darauf, dass du wirklich ähm, deine Armee aufbauen kannst und sowas. Ähm, so wie sie es zumindest sagen. Und sie haben ein paar interessante Charaktere: einen, der so ein bisschen aussieht wie Schreck, ähm, <laughs> der auch so ein bisschen agiert wie Schreck. Fand ich ganz witzig. Also, die nehmen sich nicht mehr ganz so. Ernst. Oder mhm. haben sie ja vorher schon nicht. Hatten sie vorher schon interessante Charaktere. Das ist halt die Stärke. Und ich hoffe, die spielen sie dann auch aus und lassen es nicht durch dieses ähm, Far Cry-Türme erobern und so. Ja, ich wieder. hoffe nur, dass, dass das Spiel halt nicht irgendwie so einen Skandal kriegt mit Downgrade und mhm. verschiedenes Aussehen auf verschiedenen Plattformen. Mhm. Weil durch ich, die Trailer sahen halt super unterschiedlich aus. Oder das Gameplay. Und beim ersten war ich halt schockiert. Der zweite war wieder okay. Ich weiß nicht, was da passiert ist, dass das Ding so aussah bei Microsoft, also bei der Xbox, wie es aussah. Äh, wenn das Ding wirklich so rauskommt, kann ich mir schon vorstellen, dass die einen oder anderen sagen, well, what the fuck happened there? Das sah halt eben nicht, weiß ich nicht, es sah aus, die, die Orks sahen aus wie knetgummimännchen dinger <laughs> Weiß ja. ich nicht. Ich bin gespannt. Ja, gespannt bin ich auch. Also ich werde es definitiv auch angucken und ja. hoffen, dass du ein lustiges Spiel wird. Ja. Nächstes Spiel. Ja. Auf meiner Liste ist ein Piratenspiel. Äh, sea of Thieves heißt das. War schon bekannt Uff. vorher. Falsches Piratenspiel, was? <laughs> ja. Was? Das war jetzt nicht das, worauf ich. Was? Ach, worauf hast du denn? Achso, du hast noch das, ein anderes. Das ist ja. untergegangen. Was ist das für eins? Sea of Thieves. Das ist ein äh, Koop-Piratenspiel. Kommt für die Xbox 1 und den PC raus äh, im Jahr 2018. Ähm, ist, glaube ich, mehr ein Indie-Titel. Wenn ich das richtig verstanden habe, also ist jetzt kein Triple A oder so, sondern ähm, man wird halt eben mit Schiffen zusammen mit anderen äh, losziehen und auf Schatzsuche gehen. Ähm, da gibt es einen ziemlich ähm, detaillierten Gameplay-Trailer. Ich verlinke den auch nochmal extra zu dem, was der, die sie da verlinkt hat. Ähm, das sieht ganz interessant aus, muss ich sagen. Ähm, aber da kommt noch ein anderes Piratenspiel. Uh, über Hast das du den Gameplay-Trailer gesehen, Slabby? Von, von Sea of Thieves? Mhm. Ja, habe ich gesehen. Sieht man da, was man alleine macht? Oder, weil, das nee. habe ich mich halt gefragt, ist man da wirklich nur mit seiner Crew ja. unterwegs? Ist das quasi nur ein MMO ja. ohne Singleplayer? Naja, MMO weiß ich nicht, ob es jetzt auf Maps aufbaut oder wirklich MMO Open-World-mäßig aufgebaut ist. Ähm, aber du spielst schon wirklich sehr, sehr viel mit anderen. Also, ähm Hast ja, du, hast du eigentlich gerade gesagt, dass das ein Indie-Titel ist? Naja, Indie. Nee. Es, ist, es hat jetzt nicht das Budget von einem AAA-Titel. Doch. Ich so. Das hat ein riesiges das Spiel? Spiel. Ja, das hat ein riesiges Budget gehabt. Das sieht nur nicht so aus. Oh. Das hatte, das hatte wirklich. Ich habe mich auch gewundert. Das wurde letztes Jahr schon in der E3 angekündigt. Ja. Und das fanden alle schon so, wow! Und dann war ich so, hä, wo kommt das her? Wie sieht das aus? Und ja, das hat doch ein äh, bisschen Budget. Also, das, hm, das ja, schaue da gerade so ein bisschen rein. Also ich, ich, ich vermute und, und das ist äh, einfach mal der gute Glauben, dass das sehr witzig ist. Also ich könnte mir das schon sehr witzig vorstellen. Das ist ähnelt äh, Blackwake, äh, dem Early Access äh, Spiel. Da geht das ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Hm. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, ob man das irgendwie... Ich, ich, ich weiß nicht, ob man das alleine machen kann. Ich, ich glaube glaub, nicht. Weil ich bin halt nicht so der Multiplayer-Spieler ja. und wenn ich halt in, in sage ich mal, so, so ein Looter-Shooter wie Division Destiny, wo man auch mal alleine ein bisschen unterwegs sein kann ja. mit, mit Randoms, okay, aber wenn das halt eben gar nicht geht und du eine feste Crew brauchst, die dein Schiff halt eben instand hält und das Deck schrubbt, äh, dann ist das eher nicht so meins. Aber wie jetzt halt so vom Stil finde ich es ganz ansprechend. Ich mag halt diesen Comic-Indie-Look und äh, da muss ich halt noch ein bisschen mehr von sehen, bevor ich halt irgendwas sagen kann, ob es mich wirklich interessiert oder nicht. Ich war jetzt einfach davon ausgegangen, wie es aussieht, <laughs> dass es ein Indie-Titel ist. Ähm. Tü ja, ist, ist es nicht. Das ist ein Piraten-RP-Spiel. Das wird das neue GDO. Let's go. Sea <laughs> <laughs> of ja, 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 RP. Oh. Geil. Das wäre cool. RP ist, RP ist schön. Hm. Kann ich mir witzig vorstellen. Okay. Arr, Vielleicht gehen wir zum nächsten. Jau, äh, hö. nächstes Spiel, Forza Motorsport 7 kommt raus, yeah, am Baby. 10. 2017 für Xbox und äh, für, äh, für Windows 10 logischerweise, das ist natürlich ein reines äh, Xbox-Spiel, das kommt dann halt, ne, also Play Anywhere mäßig raus, Also wie Forza Horizon ja auch schon, ähm, sieht gut aus, Forza kann's, weiß nicht, für die Leute, die wirklich gerne auf Rennstrecken fahren. Ich werde es mir anguck auch angucken, weil ich habe Forza Horizon jetzt letztens erst angespielt und das macht schon wirklich wahnsinnig Spaß, muss ich sagen. War ich überrascht, dass mein erstes Spiel, was ich auf Xbox äh, auf 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 Windows, im Windows 10 Store gekauft habe, ähm, für mich leider nicht streambar, weil ich nur einen PC habe. Aber ähm, davon mal abgesehen es Spaß und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, gibt es das auch mit echten Rennstrecken, so dass ich durch Spa oder Monza oder so fahren kann? Kommt jetzt raus tatsächlich das ist Forza Motorsport eben. Ähm, Und ähm, war tatsächlich eines, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der einzigen Spiele, wo sie halt für die Xbox One X mit 60 FPS geworben haben. Und bei allen anderen Spielen wurde die FPS-Zahl nicht mehr erwähnt. Und Ach mittlerweile so. ist sogar für Destiny 2 halt äh, raus, äh, wird hm. auch auf der Xbox One X, wer hat sich diesen Namen ausgedacht, der gehört erschossen, hm. äh, 30 FPS haben. Also ja. von daher ist auch keine Pflicht halt 60 FPS auf der Xbox-Kiste zu haben. Also gleiche Probleme wie bei Sony, Playstation und Pro. Kann, aber kein Muss. Selbst hm. mit den Specs ist da halt auch noch nicht 60 FPS garantiert. Aber das ist halt für so... für mich, ja, privat, nicht im Stream. Aber nicht mal in 1080? Oder meinst du jetzt 4K? Das Weil, weiß ich nicht. Dass sie das in 4K nicht, nicht die 60 hinbekommen, das kann ich mir schon vorstellen, aber. weiß ich nicht. Dann müsste ich nochmal gucken in dem Artikel. Es war irgendwo ja. ein... Oh, ich guck mal, ob ich finde. Rede ja. mal weiter. Das hat mich nämlich, also das hat mich am meisten überrascht, dass sie... Ähm, dass Xbox ja jetzt, also die, die neue Xbox One X quasi die Konsole ist, die wirklich alle Spiele in 4K nativ äh, anspielen kann, also anzeigen kann. Ähm, das kann ja die PS4, glaube ich, mit keinem einzigen Spiel. Da wird alles nur hochskaliert von 1080 auf 4K. Ja, nicht alles. Es gibt ein paar native, aber die wenigsten. Das ja. meiste ist hochskaliert eben auf einer etwas höheren Auflösung als 1080 und dann mit Checkerboard hochskaliert. Genau. Und ähm, die Xbox verspricht ja tatsächlich, oder haben sie ja versprochen, alles wirklich in 4K nativ äh, darzustellen. Darunter wird wahrscheinlich ein bisschen die Grafikqualität in anderen Richtungen leiden, kann ich mir vorstellen. Aber die Zahl 4K haben sie ja sehr häufig ich genannt in ihrer. Ist jetzt leider nicht. Aber Forza wird gut. Forza war schon immer gut. Forza, es ist so, das ist eins der wenigen Studios, und äh, wo, wo ich mittlerweile sage, ja, auf die verlasse ich mich. Also wenn die irgendwann mal scheiße machen, dann, äh, dann bin ich traurig. Also Horizon war gut, Forza 6 habe ich immer noch und spielt super gerne ab und zu mal. Klasse, klasse Spiel, wirklich. Und ich glaube auch 7 wird wieder äh, sexy. Das wird sehr sexy. Ich meine, Microsoft, oh, ich, ich bin mir da immer noch nicht so sicher, was sie da veranstalten, weil ähm, ich meine, ich will da jetzt nicht vorgreifen auf wahrscheinlich eine, ein anderes Gespräch, aber sie, sie machen einfach so... Die Konsolen so sinnlos bei sich, weil. Also die Konsolen sind gut, ja? Versteht mich da nicht falsch. Ich, ich mag die Xbox und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, der die Xbox mag. Und äh, also hier zumindest in der Runde. Und äh, aber warum bringt man das auf dem PC raus und keine Exklusivtitel? Ich, manchmal werde ich da nicht schlau draus. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Turn 10 gute Spiele macht und ich mir immer wieder, und das betone ich auch nur für Ford seine Xbox kaufen würde ich werde mir wahrscheinlich auch die Xbox X, Xbox, X, Ich nenne die jetzt einfach Box Triple X Punkt. Äh, oder Triple X einfach nur, so. Ähm, ich werde mir dafür wahrscheinlich auch die Xbox kaufen. Nur für Forza Motorsport 7. Ja. Ich werde es mir im Windows 10 Store holen. Also meine Vermutung ist Konsolen werden meistens rausgehauen und machen halt keinen Gewinn für die Firma, sondern die versuchen sie dann eben über die Spiele wieder reinzubekommen. Ja. Und da die Xbox One keiner gekauft hat, mussten sie dann irgendwie die Spiele anders rausbringen. Und da im Prinzip jeder oder viele Leute einen guten PC so hatten, nicht jeder, aber viele Leute haben einen guten PC, haben Windows 10, also bringen sie es halt für Windows 10 raus, dann kriegen sie halt noch Windows 10 irgendwie unter die Leute und können die Spiele halt noch mal für viel Geld verkaufen und dann kaufen die Leute die Spiele auch. Das ist meine Vermutung. Ja, plus sneaky sneaky, Windows 10, lange Zeit kostenlos, ne? Upgrades sogar von nicht ganz so legalen Versionen, das war denen völlig egal. Und äh, dadurch sind sie jetzt komischerweise trotzdem in jedem Haushalt, sei es jetzt mit einer Xbox oder mit Windows 10. Ja, ja stimmt. Play Anywhere, wenn ich es mir auf dem ähm, Windows 10 Store hole, könnte ich es theoretisch auch auf der Xbox spielen, hätte ich eine Xbox. Genau. Eben. Aber nicht. ja gut aber da wollten wir ja nachher noch mal glaube ich dann ne genau ein bisschen noch einhaken. was dann ich X interessant übrigens was was ihr euch fragt was an Xbox One X so schwierig ist kann ich euch sagen das sind vier Wörter und das könnte man auch auf eins oder zwei reduzieren oder man <laughs> sagt einfach Triple X Xbox One X was ist das für ein Quatsch Finde ich Quatsch. Also ist mir scheißegal, wie das Ding heißt, aber äh, Xbox One X. Man könnte auch ein Gedicht erzählen, um zu sagen, dass man auf der Xbox spielt. Das ist, glaube ich, das Einzige. Oder? Xbox One X. Xbox One X. X, X. Wobei die echt schön aussieht. Ich mag die, ne? Schau. Die ist vor allem klein, ne? Das hoffe ich, dass sie das nicht ist. Ich, mo ich mochte den äh, VHS-Recorder-Look. <laughs> Ist wirklich so. Das ist auch ein Grund, warum ich die mag. Oh Mann. Ich mag den Look von dem Ding. Ich mag das Ding wirklich. Also was ich gesehen. Ach, wir, wir reden ja gleich noch Ja von eben. Dem Ding. Lass uns weitermachen, sonst wären wir heute nicht fertig. Es wurde ein neues Assassin's Creed angekündigt. Yay, yeah, endlich. <laughs> so lange mussten wir warten. Muss mir tatsächlich im Vergleich, ne? Also das letzte ist von 2015. Ähm, wie hieß es? Nicht Unity, das war von 2014, Syndicate, sondern. Wie? Syndicate. 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 Syndicate, genau. Ähm, und was ich gehört habe, aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, da habe ich jetzt keine Quelle oder so. Ähm, es wurde, sie haben schon angefangen, damit äh, es zu entwickeln, bevor, bevor Unity rauskam. Also es ist wohl schon ziemlich lange in Entwicklung. Mhm. Ähm, und sie haben sich eben jetzt nicht mehr daran gehalten, jedes Jahr eins rauszuklatschen, sondern ähm, ich habe auch in Interviews gelesen, sie, haben, sie möchten das Spiel erst fertig bekommen. Dann polischen und es erst dann rausbringen und nicht erst ent fertig entwickeln, wow. dann rausbringen <laughs> und es dann schön machen, so wie es bei den letzten halt lief. Ähm, das ist ja völlig neue Lifehacks hier. Genau. Wenn ich überlege, wie lange ich auf dieses Setting gewartet habe, weil im im zweiten oder im dritten Teil muss man halt diese Gräber öffnen und so. Und dann kommt man an eine Stelle, wo viele Statuen stehen und man sieht eben auch eine aus Ägypten. Und dann, da habe ich mir schon gedacht, so, oh, Assassin's Creed in Ägypten, das wäre halt toll. Also das mhm. ist der Teil, den ich mir eigentlich gewünscht habe. Oh Gott, Assassin's 3 fand ich. Drei fand ich schon gar nicht. Dann Black Flag ist für mich ein tolles Spiel gewesen, ein super Adventure, hat viel Spaß gemacht, hat für mich aber überhaupt nichts mit der AC-Reihe zu tun. Für mich hat es mit Revelation aufgehört. Und danach hätte dieses Ägypten von mir auskommen können. So, wow, Ägypten, super. Und nicht den ganzen Bananenzeug, was er da sonst äh, gebracht hat. Ich bin ja so ein bisschen, ne, also Ägypten und, 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 und das alte Gameplay so von früher, das würde mich ja schon. Das würde mich ja vielleicht dann doch noch mal ein Auge drauf werfen lassen. Aber was sie da zuletzt rausgehauen haben, so, nein. Nein, ich werde auch nur gucken. Also, ich werde nicht vorbestellen und so. Ich gucke und wenn mir das gefällt, was ich sehe, dann, dann okay. Aber ansonsten. Ich finde das Setting auch super schön. Ne? Also, mir ist dann aufgefallen, oh ja, das ist eine tatsächlich gute Idee, einfach mal so ein Spiel im alten Ägypten rauszubringen, weil da gibt es einfach noch nicht so viele. So, Es gibt ein paar Point-and-Clicks und so, wenn ich jetzt so zurückdenke, von Deck 13 zum Beispiel, hier dieses ähm, Ank hieß das, glaube ich, das im, im Ägypten gespielt hat. Ähm, und sonst fallen mir jetzt ad hoc nicht so viele Spiele ein in dem Setting. Und das ist halt schön. Äh, mit Sand, aber doch Prince of Persia. Die ganze ja, Reihe aber das ist ja jetzt so nicht so Ägypten. Das ist naja, so, Orient, Ägypten, ja. das ist schon. Ja, und es ist halt eben auch wieder komplett mal weg von Teil also 3 war Amerika. Dann yeah. kam Frankreich, dann kam London. Wir mhm. hatten halt sehr viele äh, ja, Industrialisierungsstädte, Häuser. Äh, und hat sich halt einfach satt gesehen. Und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf den Assassin's Creed. Aber nachdem ich jetzt die Präsentation halt gesehen habe, habe ich es doch mal wieder so auf den Zettel geschrieben. Ja, möchte ich mal reingucken, könnte doch was sein. Geht auf jeden Fall deutlich mehr so in die Richtung von dem, was ich wieder mal spielen möchte. Mhm. Und das war bei den anderen Teilen, das war halt eine Stadt immer mit einem anderen Namen. Ja. absolut. Sehe ich genauso. Der erste war weißt, war ja auch schon so. Also, ich, ich freue da, da mich. Nein, ich will mich nicht freuen. Weil die einfach in den letzten Jahren da zu viel. Was mich überhaupt nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen. Unity und, und Syndicate, aber das sind für mich, das ist nicht das, was, was ich damals gespielt habe. Nee. Ich will die im Style haben wie den Einser, wie den Zweier. Wie Brotherhood fand ich auch sehr gut, hatte mir viel Spaß gemacht und eben Revelation und das ja. war so in sich also die geschlossen. Die klassische Ezio-Trilogie. Die war fantastisch. Und, und danach kam nur noch so: pff, fandst du den Dreier toll? Nein. Oh Gott, dieses Patriotische, denke ich mir auch, oh, nö. Ja, Macht mir doch mein, mir mein super, Spiel nicht danach. so kaputt. Das, das fand ich halt so fernab von dem Feeling, was man so hatte. Und dann, nö. Darum, Ägypten wurde schon früher mit den Statuen ähm, gezeigt. Könnte, könnte. Könnte. Ja. Ich könnte. möchte übrigens erwähnen, dass Assassin's Creed meine Spielserie ist, in dem ich und jetzt kommt's, alle Spiele durchgespielt habe. Alle. Und ich rede auch von Sidescrawlern, von diesem mhm. ganzen Indie-Zeug, wie der dazukommt. Ich habe sie alle gespielt. Nächste Dreier konnte ich gar nicht. Nee, und ich habe hab die Schnauze voll von dem Scheiß. Ich sitze jedes Mal davor und denke mir so, nee, nee, ist Schluss jetzt. Und das ging bei Unity. Nee, ist Schluss jetzt. Und dann kommt, äh, was was kam dann? Äh, sind nee nicht Syndicate. Was kam dann? Äh, das Syndicate. Das sind Nach da Unity noch kam Syndicate. Nach Unity kam Syndicate. Da habe ich Syndicate genau, dann gespielt. Creed Chronicles. Dann kam jetzt genau. die Ezio-Trilogie nochmal als Remaster, zumindest Ach. für die Konsolen. Genau. Ich habe bei, also ich habe wirklich bei bei Syndicate hab ich gesessen und haben mir gesagt so ja okay cool ist mal was Witziges, aber ich muss sagen, ich hab, innerlich habe ich so einen Groll gegen Ubisoft mittlerweile. Also wirklich, das ist, das ist nicht mehr feierlich. Sobald ich Open World und Ubisoft in einem Satz höre, dann ist bei mir schon so: Nee, verpisst euch mit euren Scheißspielen und macht endlich mal ein Spiel. Es ist einfach vorbei. So zehn Jahre lang haben sie immer und immer und immer wieder dieselbe Scheiße rausgebracht. Und ich rede jetzt nur von den großen Titeln. Sie bringen auch gute Titel raus. Aber ey, ich, es ist, und ich sage es, euch, ich sage es euch jetzt schon, es wird wieder genau dasselbe werden. Und genau das ist du schade. Hast du Watch Dogs 2 gespielt? Watch Dogs ja. 2 ist genau derselbe Scheiß. Na, ja, es war auf jeden Fall schon deutlich anders. Es hatte Hebebühnen. Das war wow. toll. Das es hatte einen Gabelstapler, Game mit dem man kein Auto hochheben konnte. Es war Game of Hebebühne. Nein, aber wie auf Watch Dogs fand ich zum Beispiel, ging schon mehr in die richtige Richtung. Du hast halt gemerkt, dass sie mehr wieder in Richtung Storytelling gehen, was sie halt in dieser klassischen Trilogie halt hatten. Und ähm, mir hat Watch Dogs 2 wirklich gut gefallen. Den ersten Teil fand ich furchtbar, aber der zweite ging ganz gut klar. Ich sehe gerade, hat, hat einer von euch AC Rogue gespielt? Das ist bei mir damals ja. total untergegangen. Ja, Rogue kam, siehst du, Rogue kam noch dazwischen, ja. Genau. Ja, Rogue nee, kam dazwischen, nee, genau. Kam Unity, drei. Rogue und dann Syndicate. Nee, warte, das kam nach, nee, nicht nach drei. Das Na? kam nach Unity. Vor Unity, glaube ich. Mm -mm. Oder mit Unity? Nach, U nach Unity. Eigentlich war es irgendwie davor released auf den Konsolen und dann kam es auf PC danach. Das kam zwischen Syndicate, okay. äh, zwischen Syndicate und Unity. Das war quasi nochmal ein Black Flag, allerdings nur für die PlayStation 3 und PC. Das kam nämlich nicht hm. mehr auf der PS4 raus. Deswegen habe ich es auch nie gespielt, weil ja meine Main-Plattform mehr oder minder PS4 ist. Auf dem PC wollte ich es nicht spielen und deswegen ist es auch an mir vorbeigegangen. Unity und Rook kamen gleichzeitig. Genau, mit Unity kam das raus. Und ich habe ich hab die PlayStation 4 gehabt und mir so, aha, und dann habe ich Unity eben gespielt, ne? Ganz toll, zu release, gestreamt, reingemacht. Kaputt. <laughs> Nicht euer Ernst, oder? Zweiten Tag nochmal angemacht, nein. Oh Gott, ich bin an so einem Baum gehangen und der hat den Baum nicht losgelassen. Und links, und rechts, und links und rechts. Dann kam ja irgendwann dieser 5-Gigabyte-Patch, der dann und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Nee. Das, es halt war, das, nicht ich hatte, spielbar. das war bei mir ähnlich. Ich hatte halt diese erste Animus-Sequenz oder so, wo halt dieser DNA-Strang da kollabiert, wo du hinterher musst und der ist bei mir nicht aufgetaucht. Ich bin immer ins Nichts gefallen. Pupp, <laughs> tot. Konnte nicht weiter spielen. Das war so schlimm. Verkaufen, verkaufen, weg damit. Also, durchgekommen bin ich bei, bei Unity. Ich hatte auch nur ein bisschen Performance-Probleme. Aber das ist Hast nicht. Hast du Elise ge gespielt? Ja, ja. Aber es ist ja nicht so schlimm, weil ich habe mich endlich mal gefühlt wie du, Sali, auf der Konsole mit 30 FPS. <laughs> war gut? Pew, pew. Ich meine, ich. Mich, also, ich meine, ganz ehrlich, mittlerweile, ich, mir ist es eigentlich egal. Also bei, bei manchen Spielen ist es wirklich wumper, ob du 60 hast oder 30. Aber mittlerweile, wir sind einfach mal in 2017 angekommen. Da kann man auch nochmal 30 Bilder pro Sekunde irgendwo herkitzeln. Und auch auf der Playstation sollte das langsam möglich sein. Also, ähm, Wobei, bei der Pro muss man sagen, hast du ja die Wahlmöglichkeit 1080, 60 bei vielen Spielen oder 4K 30. Also bei allen? eben hochskaliertes 4K 30. Ähm, wie du schon sagst, ich brauch's nicht bei jedem. Ich würde okay. kein Forza mit 30 FPS spielen, nee. weil da kriegst du kein Geschwindigkeitsgefühl, das kannst ja. du knicken. Ähm, aber ich brauch's halt nicht bei jedem Spiel. Ähm, okay. Ja, nee, sonst fährst du halt Trabi, wie du schon ja. sagst. Wenn du fährst <laughs> mit deinen 30 Fußabildern durch. <laughs> <Ja>, <toll. lacht> Da machst du noch schöne ddr musik an. Äh. Wollen wir ins nächste reinhüpfen? Das ich ist mein das Lieblingsspiel. Ich eine kurze Pause machen? Weil zehn und ich muss echt bringen auf die Toilette. Komm, wir machen noch mein Lieblingsspiel. Okay. Schaffen wir das noch? Ja. Das, das ist, mein ist mein absoluter Favorit. Weil, weil du's, weil du's so ich hab liebst. die Liste gar nicht. Das was ist, denn, mein, das ist das mein absoluter mein Favorit, Lebby. Ja. Oh, oh ich freue mich so sehr. Hör auf, über dieses Spiel jetzt irgendwie was zu sagen, weil da. Habe ich tatsächlich. Das war das einzige Spiel, womit ich nicht gerechnet habe, dass das kommt. Und es hat mich einfach. Ich hab's, Ich saß hier und habe irgendwie nebenher was gespielt, während die, ähm, während die. Ich glaube, Xbox war das, ne? Die Xbox-Sache lief und habe immer so rübergeguckt, ob was Interessantes kommt. Und dann saß, dann haben sie angefangen, saß plötzlich ein Klavierspieler da auf dem, dem, ähm, auf der Bühne und ich dachte, oh ja, jetzt stellen sie wieder irgendwie so einen, so n, weiß ich nicht, Indie-Titel vor der halt ein bisschen cooler vielleicht wird gucke ich mal und dann höre ich so die Musik ja so kennst du doch irgendwoher das guck so und ich bin gestorben ich bin sofort gestorben mir kamen direkt die Tränen so da schoss die Milch ein bei mir weil Ori hat so einen großen Platz in meinem Herzen und sie haben tatsächlich aus dem nichts Ori 2 angekündigt es ist, ist wirklich Ori ist eins meiner Lieblingsspiele du hast das meine wird, Anmoderation kaputt gemacht Warum? Ich wollte das für dich anmoderieren. Achso. Das hat überhaupt kein <laughs> <Blubli>. Hör auf! <laughs> Nein, ist okay, Slam. Ich kann das verstehen. Das ist ein schönes Spiel. Aber es ist halt einfach nicht meins. ist wirklich schön. Es ist der beste Plattformer der letzten zehn Jahre. Das ist schön. Ich sag's dir, ja, es ist wirklich schön. <laughs> Es, es und ich meine mein das jetzt wirklich ernst. Ich meine ohne alles das was ich immer sage dazu, aber ich finde ich gebe dir recht, es ist schön. Es ist wirklich. Ja. Es gibt einfach keinen Plattformer, der so intuitiv sich anfühlt wie Orient the Blind Forest. Und deswegen, und das ist eben der Punkt, deswegen kommen sie damit hinweg, dass es Teile gibt in dem, in dem ganzen, also in dem ersten Teil, die so schwierig sind, dass manche Leute einfach es Rage quitten. Und da kann ich verstehen, aber es ist das gleiche wie bei Dark Souls. Es liegt nicht am Spiel, es liegt am Spieler. So, du musst dich dahinter klemmen, du musst es lernen und du musst wissen, wie man Plattformer spielt. Und wenn du das weißt, ist es gar nicht schwer. Ich habe sieben Minuten hab ich gebraucht für ähm, die Baumszene beim ersten Mal. Ach, der Okay. Ja. Sieben Minuten, weil ich <laughs> vorher schon ewig viele Plattformer gespielt habe. Und wenn du weißt, wie du Double-Jumps machst, wenn du weißt, wie du vernünftig über Wände hinwegkommst, ist es nicht so schwierig, weil es wirklich top die beste Steuerung aller Plattformer hat. Ähm, wenn du vorher natürlich nur Dark Souls und, und Third Person und First Person Games spielt und dann plötzlich so ein, so ein, so ein Metroidvania daherkommt, dann, klar, musst du alles neu lernen. Und dann weißt du nicht, dass du bei einem, bei einem Double Jump, wenn du extra weit springen musst, nicht direkt hintereinander die Taste drückst, sondern gedrückt halten und erst, wenn dein Charakter anfängt wieder zu sinken, dann nochmal springen und sowas. Sowas muss man halt wissen. Ja, das Senpai. Halt und dann brauchen halt manche Leute drei Stunden für den Ginsengbaum und. Ähm finde das Spiel halt nicht mehr so cool. Aber <laughs> ja. Wie auf die Kacke und, weißt du, ein einziges Spiel, was er gut kann und dann haut ja, er, er erst auf den Putz, halt Weiß du? Alles, weißt du? Ich kann halt ja nicht alles. Ich spielen. auch. <laughs> naja, nee, das ist nicht meins. Wie das, was Slammy beschrieben hat, trifft so voll auf mich <lacht> zu. <lacht> nee, kann ich nicht, tut mir leid. Wie das Spiel ist schön, genau, hatten wir ja schon, wie Hollow Knight. Sieht wunderbar aus, gucke ich auch gerne im Stream halt zu, bei Leuten, die es halt eben können und ähm, ich selbst würde da nur ragen, weil es ist nicht meins. Bin ich, glaube ich, zu alt für... Wie ich habe halt nie wirklich gut gespielt. Und äh, mich da jetzt reinzufuchsen, über, 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 überlasse ich dann den anderen. Kommt am. Ähm, ach, äh, ist noch gar kein äh, Datum, wollte ich gerade sagen. Gibt noch kein Datum, wann es rauskommt. Äh, kommt für die Xbox und Windows 10. Also es wird nicht mehr für Steam wahrscheinlich rauskommen. Zumindest nicht im ersten Jahr. Ähm, Wie es halt bei Xbox-Spielen häufig ist. Es ist tatsächlich ein Exklusivtitel. Oh. Ähm, nach aktuellem Stand. Das kann sich noch was ändern, aber alles, was ich bis jetzt dazu gefunden habe, ist, es ist tatsächlich exklusiv Xbox One. Zum Glück habe ich Windows 10 mittlerweile, von daher ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Muss nur gucken, wie ich das gestreamt bekomme, weil die Windows 10 Spiele sind nicht so einfach mit einer pc lösung zu streamen. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Das ist wohl sehr dumm abzugreifen, das stimmt. Auch mit der Zwei-Dings geht es nicht. So einfach. Ja. Leider mhm. kann ich mal einen Stream nebenher gucken, wenn ich ein, wenn ich auf Forza Horizon zum Beispiel spiele, weil der Sound dann irgendwie bei allem anderen außer dem Spiel total schlecht wird und so und keine Ahnung. Das hat Microsoft gar nicht so doof gemacht, ne? Die denken sich dann so, ja, die Deppen kommen eh nicht klar, also dann kaufen sie sich eine Xbox. Ja eben. Denkt mal drüber nach. Ja. Ich weil ich hab's durch. ja schon für die Xbox dann, ich brauche nur noch die Konsole. Aha. Ja, gut, ich habe jetzt zum Beispiel halt gs 4 und so, das könnte man sich halt eben mal angucken, wie, man, wie, wie das Team technisch gehen würde. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil ich es halt eben von der Xbox gespielt habe. Aber das könnte man sich ja eben mal für Windows 10 halt runterladen und gucken, wie das dann eben technisch funktioniert. Weil das habe ich noch nicht probiert. Äh, wollen wir denn in die Pause gehen? Ja. Ja? Please. Dann äh, würde ich sagen, meine Damen und Herren da draußen, äh, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann. Äh, Schreibt uns doch einfach äh, bei Twitter oder auch äh, auf den Twitch-Server. Also, das hört sich immer so komisch an, ne? Hm. Ich mochte Curse lieber. Also auf dem Curse Twitch-Server im äh, Channel Plankenschnack und äh, stellt eure Fragen oder redet mit uns und wer was ein. Unsere Liste ist noch sehr lang und äh, da kommen noch einige gute Sachen. Wir müssen uns beeilen. In der Pause. Ja. Bis gleich, Leute. Viel Spaß, lasst euch gut was? gehen. Ja, wurde ja auch noch gefragt nach äh, nach. Das Möwengezwitscher. Großartig. Dieser Pausescreen ist sehr schön geworden, muss ich sagen. Martin er gefällt auch. mir. Ja. Und es steht vor allen Dingen ganz groß und fett dicke drauf. Kurze Pause. Ja, hm. aber lesen ist nicht so. Slappy, Nächster Titel? Oh! Oh! Ach ja, da war ja was. Days gone. Huh. Oh ja. Oh, yeah. Etwas, wo alle drei sagen, hey, und ich sag hast sie ja nicht mehr alle. Das steht schon, das Entwicklerstudio steht halt schon für Qualität. Das war schon letztes Jahr auf der E3 ich ja. schon so. Oh. Ne, Deswegen so war es nicht so. mehr ganz so gehypt, weil es war ja schon bekannt. Ja. Man hat ja. jetzt aber erstmal mehr gesehen, fand ich sehr Bestimmt. sehr geil, weil letztes Jahr mein Spiel der E3 und wie gesagt, ich hoffe, weil sie kein Datum genannt haben, dass es vielleicht noch dieses Jahr kommt und sie sich einfach nur nicht äh, stressen wollten. Um, dass es nicht fertig wird und sie es verschieben müssen und Leute enttäuschen. Uh, ich gehe mal Weihnachtsgeschäft davon aus und hoffe mal so ein bisschen. Aber freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, es hat eine gute Story. Aber es ja. ist einfach, es ist Naughty Dog, okay? Sind wir mal ganz kurz realistisch. Einfach nur mal, lasst uns ganz kurz realistisch sein. Dieser Name okay. steht für Qualität. Das ist ja nicht ganz Naughty Dog, es ist a Band. Uh, sie haben ähm, Uncharted Golden Abyss gemacht für die Vita. Das heißt, sie kennen die Engine von Naughty Dog sehr, sehr gut. Sie arbeiten eng mit denen zusammen. Das hast du auch im Trailer gesehen, dass halt sehr viel nach Last of Us aussah. Ich gehe davon aber auch aus, dass es halt kein Flop werden kann. Die ja. Story wirst du wahrscheinlich mehr bei Last of Us 2 kriegen. Das wird mehr ein bisschen, glaube ich, auf Action gehen. Ich bin gespannt. Wobei ja, Naughty Dog mein Naughty Dog hat immer gute Stories. Also ich bin sehr gespannt. Kennen, ich freue mich da wirklich drauf. Ich kenne keinen Naughty kein Dog-Titel, der schlechte Story Und ich habe mich noch lange nicht an zombies satt gesehen. Noch mhm. lange nicht. Also ja, für mich sieht so ein bisschen aus wie Walking Dead the Game. Du fährst mit dem Moped durch die Gegend aller la mhm. Daryl und machst Dinge mhm. und Sachen. Mhm. Sachen machen Das mit dem zombies nicht gesehen ist eigentlich so eine, so eine Sache, wobei Zombie ist ja nur langsam auch abgeappt, so hoffe ich, oder? Ist? Ja. Doch. Äh, Zombies sind immer noch cool. Ja, natürlich, ich, ich aber es Zombies. ist ja auch langsam abgeebbt Jetzt, ist, jetzt haben wir auf jeden Fall also erstmal wieder ja. Weltkrieg. Jetzt, ja. ist, jetzt kommt wieder Weltkrieg-Phase rein. Ja, nee. Doch. Zombies. Ja, ja, stimmt schon, aber dann halte ich doch lieber an meinen Zombies fest. Ja. Zombies. Zombies und Aliens gehen bei mir immer. In mir ist das sowas von Wumpe, hauptsache das Spiel <laughs> ist gut. Ja, wobei ein richtig gutes Zombiespiel, so wie ich es gerne hätte, gibt es halt noch nicht. So State of Decay 1 geht so ein bisschen in die Richtung, wie ich es gerne hätte. Hat es aber auch noch nicht so 100% getroffen. Und ja, da hoffe ich halt eben auf Days Gone. Dass halt eben, die meisten gehen dann ja mal so auf Action. Ja, das ist aber auch nicht wirklich das, was ich erwarte. Ich erwarte schon so ein bisschen Survival-Horror Feeling. Ähm, dass es halt eben um Ressourcenmanagement geht. Und das hat wirklich noch keiner so bis jetzt gemacht. Und da hoffe ich, wie gesagt, sehr auf Days Gone, dass die es halt eben wirklich mal den Nagel auf den Kopf halt treffen. Jetzt kommt was. Oh Gott. Hm. Ich finde Zombies langweilig, deswegen. Echt? Ja. Ich ich kann nichts mit Zombies anfangen. Slabby. Ja. Oh. oh. Hey, die gibt es in verschiedenen Varianten. Und so Zombies, ja, ja. Mit Zombies Pilzen ja. auf dem Kopf und so. Und den schnell und den langsam. Und abgerissenen Kiefern. Und den dumm oh. und nicht so dumm. Mhm. Ha, das ist super. Zombies <laughs> sind klasse. Du hast keine Ahnung. Oh. Ist das gerade ja. Backstreet, Backstreets back all right? Mhm. Ja. Backstreet's back all right. Okay, genau das. <laughs> Fahren wir fort. <laughs> Jawohl. Äh, God of War. Oh, snap. Das wird so gut. Ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Äh, God of War, die ich habe den dritten immer noch nicht gespielt. <laughs> also nicht durch. Ich habe ihn angefangen und immer noch nicht wieder. Okay, gespielt. und danach das Ascension. Ich vergesse immer. Nee, das habe ich auch nicht gespielt. Okay. Ascension. Ja, Ascension. Das war nicht mehr ganz so. Nee, das war nicht so. Und die PSP-Teile? Die waren gut. Die waren richtig gut. Die also waren das gut. ist. God of War ist. Oh, ich muss hm. zugeben. Das Neue wird spannend. Es ist in meinen Augen langsamer als die neuen Teile. Nicht nur in deinen Augen. Und ähm, ich hoffe, dass er noch ein bisschen was, also dass er nicht nur diese eine Axt hat, sondern ich brauche ich brauch meine Chaosklingen. Ich brauche ein bisschen Geschwindigkeit, weil. Ich glaube, ich glaub, auf Chaosklingen darfst du da nicht rechnen, weil das sieht nicht so aus, als wird er noch so schnell sein wie in yeah. jungen Jahren. Uh. Vielleicht kann man Abfahrten. mit dem Jungen dann spielen. man weiß ja nicht, wie die Story sein wird. Vielleicht spielt man später mit dem Jungen und der ist dann wieder der schnell. der hat nur Pfeil und Bogen. Der, 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 ja. der wird dann nicht rangehen. Das ist so. Ich bin, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe letztes Jahr, das ging los, die E3, Sony, das kam und ich habe angefangen zu weinen. Das ist so, da habe ich angefangen zu weinen. Zu so, Kratos! Da ja, ich glaube, ja. das ist das, was Slabby schon sagt. Es wird wahrscheinlich einige der alten Core-Gamer äh, verschrecken, weil sie es mhm. nicht gut finden werden, aber es wird wahrscheinlich auch eine neue Generation von Spielern wieder reinholen ins Franchise, weil es mehr oder minder so ein kleiner Neuanfang ist. Ich bin mhm. gespannt. Ich äh, habe die alten Teile wirklich sehr gerne gespielt, bis auf Ascension. Habe auch äh, bei einigen Platin gemacht, gerade den PSP-Remakes, die halt für die 3 nochmal rausgekommen sind, also für PlayStation 3. Ähm, ziemlich cooler Titel. Habe ich letztes Jahr genauso gefeiert wie Days Gone, aber man hat dieses Jahr auch ja wieder nur mehr gesehen. Immerhin ein grobes Release Date, äh, Early 2018. Mhm. Ja, das heißt, nächstes Jahr fängt dann wahrscheinlich sehr, sehr stark schon wieder an, genau wie dieses Jahr. Oh ja. Das also ist ich, ähm, übrigens mit dem gleichen Director wie God of War 1 und 2 mit Cory Barlek. Boah, die waren großartig. Ja, die waren gut. Und ich muss persönlich sagen, mich erinnert das eher, als würde Naughty Dog ein God of War rausbringen sieht das eher für mich ein bisschen, aus ne? ja so ein bisschen ja mhm. mit dem Buddy und so ich weiß nicht aber heißt ja nichts schlechtes so man, man kann ja nicht immer wieder das Rad neu also nee doch man muss irgendwann mal das Rad neu erfinden weil es halt immer irgendwie langweiliger wird dann den vierten Teil rauszubringen oder den fünften Teil der sich dann genauso spielt das können sie ja nicht sondern irgendwo muss man dann wieder neu ansetzen und ähm, mal gucken ich hoffe es wird noch ein bisschen brutaler als das was sie gezeigt haben weil dafür stand ja eigentlich God of War, dass du halt sehr, sehr brutal rangehen könntest. Es wird auf jeden Fall langsamer, weil die Playstation würde wahrscheinlich keine 30 FPS hinkriegen. Oder es kommt nochmal ein Downgrade. Das prophezei ich schon. Das Downgrade. Oh, ich kann mich erinnern, als Dizzy God of War gespielt hat. Ich mag das. Ich Sein größter Feind waren Lippen oder... Kleine Sachen, wo man drüber hüpfen musste. Da ist sie am meisten gestorben. So hat sie die eigentlich ganz gut geschlagen. Aber ja. das war so ein Stück wo drüber hüpfen musst. <laughs> Zehnmal. <laughs> du hast schon gesehen, so Pulsschlagader, die anfangen. Gott, das war, halt <laughs> das war halt nicht einfach. Es ist halt nicht einfach so. Ja. Aber ich freue mich, ja. freu mich echt drauf. Ja, ich auch. Aber ich vermute, in, also ich vermute, dass es noch einen Grafik-Downgrade gibt. Sehr. Mich mir sehr sehr... Ich hoffe nicht, aber. Das ist mir so egal. Ja. Das ist, ja. Mir, ja. Meine, das ist mir so egal. Das ist jetzt dasselbe, was Microsoft machen kann. Sie können es jetzt ja halt eben mit der normalen PlayStation für die Pro und der Xbox und der Xbox X ah, ah. halt ja schon für die jeweiligen Dinge optimieren mit dem Pro-Patch halt eben dann doch wieder noch mehr freischalten, dass es halt schon eben vernünftig läuft. Ach so, ich wollte gerade sagen, bei Xbox nichts da. Das ist ja, ja nein, so grundsätzlich, aber dass es halt eben machbar ist mit diesen Pro-Patches, dass sie halt sagen, wir möchten mhm. halt eben diese Grafikeffekte halt, Schattenqualität, Pipa Pops im Normalen deaktivieren, dass du deine 30 FPS hast. Und auf 4K sieht es halt eben toller aus mit 30 FPS. Das ist jetzt ja, wie gesagt, dank der äh, zwei Systeme in beiden Häusern kein Problem mehr, dass wir das halt irgendwie hinkriegen. Also ich muss, ich, 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 ich muss ganz kurz mal gestehen, ich habe ja gewechselt von einem Fernseher. Ich habe ja jetzt einen Monitor, ja? ich hatte vorher einen Fernseher. Und jetzt, ich verstehe mittlerweile auch, warum Menschen sich darüber beschweren. Ich verstehe es wirklich. Es ist einfach, das ist nicht mehr schön. Also Was es genau? 30 FPS ist auf einem normalen Monitor kein Fernseher. Ja, auf dem Fernseher ist das ach, Fernseher ist das Puppe, aber auf dem Monitor, wenn du so jetzt, das ist echt schlimm. Äh, ich will da jetzt auch keine Diskussion lostreten. Ähm, nur ich, ich finde, wir sollten dann langsam so in dem Zeitalter äh, auch ankommen und ich hoffe es wirklich inständig, dass sie das bei God of War nicht machen. Ich mag Konsolen, ich bin nicht anti, ich bin sogar pro Konsole. Aber das ist so, ich wünschte ich wünsch mir, dass sie endlich so ein bisschen den Finger aus dem Arsch ziehen könnten und dann doch das letzte Quentchen da aus dem Ding rausholen könnten. Ja, wobei, tatsächlich, ich weiß nicht, ob du äh, die Digital Foundry halt ein bisschen verfolgst. Mhm. Ähm, das große Thema ist eigentlich noch nicht mal die Framerate, sondern eher das Frame-Pacing ob halt wirklich konstante 30 Frames in einem festen Zeitraum in einem gleichen Intervall kommen mhm. oder ob du quasi 30 hast, die rausgeschossen werden, nichts 30, die rausgeschossen werden, ähm, was dann auch dieses Bildstuttering halt verursacht. Das heißt, wenn Spiele optimiert sind und 30 Frames haben und ein perfektes Frame-Pacing, dann sieht es auch relativ äh, flüssig aus. Nur wenn es halt anfängt so zu stottern und die Intervalle zwischen diesen 30 Frames anders sind, dann hast du halt wieder diese Hiccups. Das heißt, das ist halt eben noch nicht mal diese Framerate, die es bei uns dann im Auge halt so, so ein bisschen ruckeln lässt, ähm, ganz spannendes Thema. Und ähm, wer hat, ansonsten gebe ich dir recht: 60 wären toll, ich muss sie nur nicht überall haben. Racer, ja, ja sonst gebe ich dir recht, das wäre halt äh, ist schon ziemlich mau. Ja, das habe ich, äh, als die Playstation rausgekommen ist, kam, glaube ich, Need for Speed Rivals raus und ja. ich musste das damals noch testen. Und das hatte halt 30 FPS auf der Konsole. und... Es ist so, bei, ma bei manchen Sachen geht's ja. Aber ich sag mal, gerade so God of War, was ja, ich sag mal, in den vorigen Teilen sehr schnell war. Da würde das sehr, sehr unschön sein, glaube ich. Ja. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Hey, es ist 2017. Dinge wurden angekündigt. Sachen werden gemacht. Let's go. Weil rumheulen bringt auch nichts. Entweder wollen wir es spielen oder nicht. Ja, eben. Nächstes Spiel. Cuphead. Ein Spiel, auf das ich mich wieder freue, weil es halt ein Plattformer ist. Ähm, hat ein Release-Datum bekommen. Kommt am 29.09.2017 raus. Warte ich schon seit Ewigkeiten drauf tatsächlich. Ähm, jetzt hoffentlich im September dann ähm, kommt es auch raus für die Xbox One und den PC. Also es wird auch auf in auf Steam rauskommen. Ich dachte erst, es wäre wieder so ein Play-Anywhere-Titel und exklusiv. Aber nein, ich habe gerade geguckt, es gibt eine Steam-Seite. 20 Euro wird das Ding kosten und ich hoffe, ähm, dass es das hält, was es verspricht. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich kannte das gar nicht mhm. und ich saß da so und dachte so, das, das, das sieht aus wie Fallout. Da kommt jetzt irgendwas mhm. von Fallout. Da, da kommt was von Fallout. In, in Irgendein Plattformer. Das <laughs> hat halt diese Fallout-Ästhetik. Und äh, die hat mich sehr angesprochen. Aber okay, halt, wir Plattformer hatten wir jetzt schon häufiger. Ist jetzt nicht meins. Werde ich gerne mal woanders reinschauen. Weil diese ähm, den Arztteil mag ich halt sehr, sehr gerne. Ja. ja dann. Das sieht super schön ja, aus. sieht hübsch aus. Ja, definitiv. Das ist einfach was Neues. Ja, also eher was Optik. Altes. Von der Optik. Ja. Ja, eben. eigentlich was Altes von der Optik. Ja, aber das ist so eine geile Idee, einfach einen einfach ein Jump'n'Run rauszubringen in dieser Optik, wie es halt kaputt, ne? Also in dieser klassischen Disney 20er Jahre Cartoon-Optik. Das, wenn sie wenn es sich tatsächlich so spielen, und das sagen ja alle, die es schon angespielt haben, dass es tatsächlich so ist, dann, ja, ich freue mich drauf. Hm, das dann ein Spiel, aus. was mich äh, überrascht, oder wollte noch jemand was dazu sagen? Also ich nicht, okay. danke. Ein Spiel, was mich überrascht hat, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, ich glaube, weil es auch erst zum ersten Mal angekündigt wurde, ähm, war The Last Night. Das hat auch ein sehr, sehr eine sehr sehr interessante Optik. Ähm, soll ein Sidescroller werden. Es sah auf den ersten Blick erst wie ein, ein Point-and-Click aus, aber es soll wohl mehr Sidescroller sein. Ähm, ähm, und es kombiniert so ein bisschen so Pixel-Art zusammen aber mit 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 so Shadern irgendwie also War das so mit dem so Runner, äh Blade, Blade Runner Blade Runner ja, ja ja genau, genau, genau. okay, okay genau. dann weiß ich was du meinst so eine extreme ja, Blade Runner aus. so ein Blade Runner Feeling aber halt also wirklich so dein Charakter ist total pixelig und so aber gleichzeitig hast du so Lichteffekte drin das sieht super gut aus einfach die Kombination ähm, da freue ich mich sehr sehr drauf weil ich bin A ein Fan von dieser Blade Runner Optik ähm oder anderen ähnlichen ähm, Sachen, so so, ähm, diese 80er Jahre ähm, Outrun-mäßig sieht das auch ein bisschen aus. Ähm, mag ich ja. Und äh, bin ich mal gespannt. Hm? Das da so ich muss definitiv weiter drauf schauen. Das sah wirklich interessant aus. Gibt allerdings noch kein Datum, also wenn wir da vielleicht noch zwei, drei Jahre drauf warten. Schauen wir mal. Hm. Das erinnert mich so ein bisschen an Deadlight. Ist das Deadlight? Der Side -Scrawler? Aber cool. Ach so, ja, das war eher dunkel, ne? Mit Zombies. <laughs> Mit Zombies. <laughs> ja. Aber das war ein sehr schöner side ja. <laughs> äh, Dann Uncharted Lost Legacy ist ähm, n, ja Naughty Dog, allerdings ist halt ein äh, Spin-Off, so. Mit den beiden Mädels. Also, ich, ich kenne die Nadine Ross, weil ich den vierten Teil gespielt habe. Die anderen Teile habe ich nicht so intensiv gespielt. Das heißt, die Chloe Fraser sagt mir jetzt nichts. Keine Ahnung, was die da in der, in der ganzen Reihe zu tun hatte. Aber mit den beiden wird man da halt spielen. Ich denke mal, man wird beide auch ähm, steuern oder so. Äh, kann auch sein, dass man nur eine steuert. Ähm, war eigentlich halt als DLC geplant für den vierten Teil. Haben sie da ein bisschen ausgearbeitet und kommt jetzt halt für 40 Dollar. Das also ist kein Vollpreisspiel, sondern für 40 Dollar kommt es raus. Wird also wahrscheinlich nur ein paar Stunden gehen. Ähm, hat ein Release-Datum mit 23. August. Das heißt, es dauert gar nicht mehr, mehr so lange. Und ist natürlich auch ein PS4-Exklusiv. Wart ihr gehypt? Nee. Ich ja, wünschte, ich sie würden gesehen. endlich zumachen. Ich wünschte echt, sie würden langsam den Sack zumachen und einfach anschalten, an schade sein. Lassen. Das ist, glaube ich, so Dann. über ein Zenit. Ich, ähm hab bis jetzt keinen Uncharted-Teil gespielt. Oh. Ich habe sie alle da und Stefan hat sie gespielt und ich, äh, ich mag Tomb Raider jetzt auch nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie ich habe das mal angespielt und das es ja war belastend. eigentlich gut. Und, und, <laughs> ha? Nichts. Was ist komisch eigentlich von dir? <laughs> ja. ja, ich weiß. Ich Mal gucken. Wenn, wenn mal gar nichts mehr da ist. Dann ich mach gucken. aber die so, Zielhilfe an. Ich habe die ersten die Teile halt sehr, sehr gerne gespielt. Das äh, Uncharted R1 war mit eines mhm. meiner ersten Spiele auf der PlayStation 3 damals und ähm, auch, ich glaube, eines der ersten Spiele, wo ich halt Trophies bekommen habe. Mhm. Äh, zwei, drei, jetzt vier gespielt, fand ich alle sehr, sehr geil. Und ich muss sagen, ich bin von mir ein bisschen überrascht, wie enttäuscht ich auf dieses DLC reagiere. Es zündet bei mir einfach nicht, weil mhm. Uncharted ist für mich halt Nathan Drake, die Kombination eben er mit Sully und seinen Frauen. <laughs> ähm, halt eben dieser lockere Typ als Gegensatz zu Lara Croft. Das hat, finde ich, immer super funktioniert und jetzt äh, ersetzen sie ihn und machen quasi Lara Croft 2.0. Und ich fand sie halt in den ganzen Teilen, wo sie halt eben mal aufgetaucht ist, irgendwie auch super uninteressant. Ich hätte eher die, die Blonde interessant gefunden ja, oder ein ja. Teil, wo sie jetzt vielleicht die Tochter dann ein paar Jahre ja. später genommen hätten. Ich fand's dafür, dass es auch der Opener der PlayStation-Konferenz war, fand ich es halt sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Also, wer hat, mich hat's nicht gehuckt. Ich weiß auch nicht, ob ich spielen werde. Ja, spielen werde ich schon, aber. Es wird wahrscheinlich schnell vorbeigehen. Also, Juck, Juck, Juck. es ist kein Vollpreistitel. Und das wird wahrscheinlich nur so eine kleine Nebenstory erzählen. Ähm, Nochmal so als Einwurf an die Leute da draußen: Diese Liste, die wir haben, ist sehr lang. Falls euer Spiel noch nicht dran war, immer mit der Ruhe. Es wird schon noch kommen. Also, weil gerade schon Leute nach, nach anderen Titeln brüllen, warum wir dazu noch nichts gesagt haben. Es ist hier nicht nach persönlicher Präferenz sortiert, okay? Also hier sind Spiele, wir reden darüber und let's go. slappy. Destiny 2. Yay. Hatten wir ja schon mehr oder minder mit Antem <laughs> gleichzeitig besprochen. Ja. Anthem für mich größer Destiny 2, mehr vom gleichen. Hab habe jetzt noch mal ein bisschen mitgefilmtes Gameplay von der E3 gesehen. Sieht aus wie Destiny 1 mit schöneren Licht- und Wettereffekten. Wer Destiny 1 mag und mehr vom gleichen will, wird es bekommen. Wer was anderes sucht, wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe keine Ahnung von Destiny. Komplett an mir vorbeigegangen, weil Multiplayer, Schutti-Schutti, Konsole, das so, sind so drei Sachen, die, wenn sie in Kombination auftreten, für mich gar nichts sind. Ähm. Und es sei jetzt auch nicht so, also Anthem hat mich mehr vom Hocker gehauen als Destiny 2, muss ich zugeben. Weil, das, weil die Welt einfach schöner aussah. Ja gut, das sind jetzt wie viele Jahre liegen dazwischen? Drei, vier Jahre, klar, Technik geht weiter. Gut, aber da ja. fand ich Anthem halt eben noch deutlich ansprechender von dem, was sie halt eben so in den ersten paar Minuten rausgeballert haben. Ja. Aber klar, persönliche Präferenz. Und jetzt aber auch für äh, hier, äh, ne? Der Destiny PC, ne? Jetzt kann sie ja auch offen, also jetzt nicht mehr ausreden, ja, ja. Weil, aber über den Blizzard Launcher. Das ja. heißt, äh, haben sie ja off offiziell halt bekannt gegeben, das geht dann nur über den Blizzard Launcher, nicht über Steam oder so. Ähm, das wird halt tatsächlich dann da gepusht. Richtig. Also das ist so die wichtigste News, glaube ich, dass es halt tatsächlich für den PC kommt. War vorher schon bekannt, aber... Ähm ist interessant, dass sie es da jetzt auch rausbringen. Kommt am 6.9. raus. Gibt, wird zwei Betas geben. Ähm, für die Konsolen am 18. Juli. Offiziell. Wird wohl 25 Stunden gehen oder so, glaube ich. Äh, und für den PC dann im August. Also äh, es wird auch später erst für den PC erscheinen. Und zwar nicht am 6.9. wie für die Konsolen, sondern erst am 24.10. Ein Tag Beta nur? Ich meine ja. Finde ich cool. Ich Finde ich schön. Dann hat man wenigstens Grund sich was zu kaufen. Auf dem PC sein soll, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe jetzt leider keine Quelle. Ich habe gelesen oder gehört, dass halt tatsächlich auf dem PC das Matchmaking bzw. PvP und Dungeon irgendwie Peer-to-Peer -peer sein soll und nicht irgendwie über die dedizierte Server laufen soll, obwohl wo auch schon der Aufschrei stimmt. halt eben war. Yes sir, coole Idee, das so zu machen. Ja. Das habe ich komplett vergessen. Es wird natürlich über Lobbys, player lobbys laufen. Oh Gott, und können nicht, wir das bitte so wieder abschaffen, Leute? Ach Gott, wenn ich das immer schon höre, wird mir schon schlecht, ey. Ach. Wo sind die guten alten Server hin, wo man sich so ein dedicated Tool runtergeladen hat und dann noch in Textzeilen, Configs geschrieben hat und dann Startserver gemacht hat. Ja. Ach Gott, Lobby, ey. Ach. Ach. Aber hey, lasst uns äh, zum nächsten. Oder? Sali? Möchtest du... Also ich selber kann zu Destiny nicht viel sagen. Äh, Entschuldigung, aber Sali, okay. Nö, nee, gar nicht. Multiplayer. -Multi aber wozu Sali was sagen kann, ist zum nächsten Spiel. Und mm. zwar wurde ein DLC für Horizon Zero Dawn angekündigt, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Und oh, meine The Depression Frozen Wilds. hat ein Ende. Heißen soll. Oh, da freue ich mich voll drauf. Ja, da freue ich mich sehr, 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 sehr drauf, weil ich Horizon... Ah, es war so ein schönes Spiel. Und ich vermisse es und ich freue mich da sehr drauf. Sehr, 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 sehr. Wird gespielt. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Sieht Sie, Horizon, Schnee, ja. super. Viel wurde Spielig. auch nicht gesagt. Spiele ich. Es läuft im Schnee. Oder spielt im Schnee. Gab es noch am Ende, war auch schon Schnee. Keine Ahnung. Ja, gibt noch mehr. Schnee. Ja, seit Dark Souls 2 habe ich einen Schneetrauma. Deswegen habe ich mich halt <laughs> jetzt nicht so sehr gehypt. Weil du die ich Schneetiger nicht. nicht gekillt Ja, sicher, aber ich, ich sag nur Ponys. Eilöchen. Nee. Ähm, <laughs> habe hab ich nie auch gefunden nicht so gecatcht. Also der DLC. bin aber auch nicht der DLC-Spieler, weil für mich ist halt ein Spiel abgeschlossen, hm. wenn man eben die Credits hat. Und es gibt halt sehr, sehr viele DLCs, die eigentlich nur unser äh, Bestes wollen, nämlich das halt Geld aus der Tasche äh, holen und eigentlich nichts bieten. Ähm, es gibt ganz, ganz wenig DLCs, die halt ihr Geld wert sind, finde ich. ich und deswegen, ja, die waren super, die waren super, keine Frage. So sollen DLCs sein. Da bin ich auch gerne bereit, dann halt eben Geld für auszugeben. Da hast du auch deinen Spaß mit. Aber meistens zahlst du halt zu viel und kriegst zu wenig. Hm. Und, ähm, ich werde es mal irgendwo reingucken bei Sali, wenn sie streamt oder so. Und wenn es halt eben cool sein sollte und auch eine Laufzeit von sechs, acht Stunden hat, kann man das ja auch gerne mal machen. Aber wenn das halt eben wieder so eine Varscht-DLC ist, was ich nicht hoffe und ich glaube, ähm, dann eher weniger. Ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher. Mal gucken. Wobei, für mich ist das, glaube ich, es war cool. Aber ich würde es nicht nochmal spielen, glaube ich. Ja, so ungefähr, das unterschreibe ich. Oh. Es war schön, aber ich so nochmal, da ist mir zu viel Open World drin. Story ist cool, aber da ist mir zu viel Open World drin. Ja, vor allen Dingen irgendwo auch so, so ein Loch, mhm. dass du halt quasi nachher zu viel zwar Open World hast, aber mit nichts drin und du nur noch dann, nur noch der Story hinterherläufst. Also das hatte ich zumindest so ab der Hälfte gab's es halt für mich nichts mehr zu tun, weil ich schon alles hatte und ja. musste dann trotzdem halt immer nur noch der Story hinterherhelfen. Ja. <laughs> genau das habe ich am Ende auch gehabt. Ich habe die letzten zehn Stunden nur noch Story gespielt, den Rest habe ja. ich erledigt. Genau. Ja, das fand, fand das ich halt sehr komisch. Das mache ich, mit, das mache ich mit allen Spielen fast so, dass ich erstmal alles erledige, dass ich die Story irgendwann zur Seite packe und dann eben Sammelsachen und das und, und Nebenquests und das alles erledige und ganz zum Schluss, um das Spiel abzuschließen, dann die Story abschließe. Ich mache das immer so. Also ich äh, schließe ein Spiel lieber mit der Story ab, als dass ich danach noch Ewigkeiten darum Eier und Sachen mache, weil dann ist der Spannungsbogen nicht mehr so. Ja, für mich aber da. In, in vielen Spielen hast du halt gewisse Punkte, sei es jetzt in, in Skillungsbäumen oder in der Welt, die halt quasi abgeschlossen sind, wo du noch nicht hinkommst, wenn du nicht die Main Story gemacht hast. Das hat du so halt nicht. Du konntest quasi durch die gesamte Karte reisen, hm. alles machen und dann die erste Hauptstory anfangen. Das heißt, es war halt irgendwie nicht so gut gebalanced, war der ein erstes Open World Spiel von Guerrilla? Ich meine, sonst haben sie Killzone gemacht, weil er mhm. so ein bisschen schlauchig war. Deswegen trotzdem Credits dafür, dass es so gut geworden yep. ist. Aber ähm, im Großen und Ganzen war das, ich, ich nenne es mal einfach, das Pacing noch nicht so optimal. Während in Witcher hat es das halt eben auch, dass erst gewisse Dinge freigeschaltet wurden und dann erst weiter konntest. Ähm, und das hat eben so ein bisschen gefehlt, weil ich mache es nämlich auch erst den ganzen Nebenkram mhm. ja, und dann hatte ich halt eben nur noch Hauptstory. Und dadurch wird aber ist nichts mehr Neues freigeschaltet worden, was ich dann noch nebenbei mhm. machen konnte. Ich halte mich da Aber ich muss zugeben, ich bin, DLCs gehen bei mir oft irgendwann unter. Weil ich auch dazu gehöre, wenn das Spiel für mich abgeschlossen ja. ist, ne, ist das oft für mich schwer. M, wieder, dann, dann hätte ich lieber gewartet. Und alles zusammen, noch eine Game of the Year-Edition, so nach zehn Jahren. Und dann spiele ich das nochmal. Das ist ähm, sehr. DLCs und Story-Games sind schwierig, finde ich. Sehr schwierig. Ja. Ich glaube glaub aber auch, da sind wir äh, so generell als, als Spieler nicht so einfach zufriedenzustellen, nicht? Würde ich jetzt mal behaupten. Oder sagen wir mal einige. Oder also sagen wenn wir das mal das nur ein Spiel paar. gefällt. Dann hoffe ich, dass auch ein DLC rauskommt. Und deswegen freue ich mich auch auf Zelda, die DLCs. Zumindest das eine DLC, wenn das dann halt im Dezember rauskommt. Weil ich dann nicht möchte, dass das Spiel vorbei ist. So habe ich es halt bei Witcher 3 auch gehofft und wurde nicht enttäuscht, glücklicherweise, sondern eher noch überrascht, weil es noch besser war, als man es eigentlich gewohnt war von allen anderen. Ähm, ich hoffe, dass Nintendo da halt auch das macht. Bei Good Horizon Zero Dawn kann ich halt nichts zu sagen, weil ich das Spiel nicht gespielt habe und es auch nicht spielen werde. Ähm, keine Ahnung, ob sich da jetzt ein DLC noch lohnt am Ende. Ja, aber ich meine, guck mal jetzt, ich, das ist der einzige, wenn ich jetzt überlege, was, äh, ich überlege, Left Behind, Last of Us, war das einzige DLC, was Naughty Dog bis dahin jetzt gemacht hat, ne? Äh, 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 von Naughty Dog? Ja. Okay, ich wollte gerade Naughty Dog mit Guerrilla vergleichen, blöd, <laughs> aber naja egal. Aber ähm, das passt auch. <laughs> ja, aber das ist auch so ein Story DLC und du hast halt eben eine kurze Playtime. Klar ist es kurz und intensiv, aber ich weiß es nicht. Zehn Stunden? Kein Fan von. Ja, so lange habe ich nicht gebraucht. Ich glaube, ich habe das in einem Stream durchgespielt. Das war relativ kurz. Ja, gut, ich muss dazu sagen, ich habe es auf Nightmare gespielt und habe die Konsole ah, seit einer ja, Woche okay. gehabt. Okay, das kann dann sein. Ich, ich spiele halt immer <laughs> noch. Und ich habe für eine Stunde schon fünf, also für eine Stelle fünf Stunden gebraucht. Mit dem Kanister unten. Das war und wenn ein. Hast du einen Ziegelstein? Ja. Auch. erinnere mich. Mhm. Als ich den Ziegelstein entdeckt habe. Nach. 700 Toten. Ich bin 746 Mal in The Last of Us Plus DLC gestorben. Ne, 700... 783 Mal bin ich gestorben. Danach habe ich den abgeschafft. Ja, ich konnte den Chat nicht mehr lesen. Mich hatte echt jeder angekotzt. <laughs> Selbst meine Freunde haben mich angekotzt. Ja, das. Äh das ist teilweise so. Dann äh, es macht dich mehr der Chat-Salty als das Spiel. Ja, aber das, äh, der Chat bist ja immer der Meinung, man ist PJ Salt, ja? PJ Salt! Ich verstehe das schon. Du bist voll salzig, ey. Ja, okay. Das muss ich übrigens nochmal wieder machen. Ich glaube, das mache ich bald. <laughs> das ist eine gute Idee. Nochmal jetzt schön. Spielen, in, 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 ja, last of, mal sehen, ob man das nochmal schlagen kann. Ohne Scheiß, wollen wir das? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das könnte im aktuellen Stadium meiner Gemütslage sehr witzig werden. Oh ja. Dann müssen wir das noch ein. GTA-RP kommt jetzt. PJ's Salt. Mhm. Das ist eine sehr gute Idee. Das kann ich übrigens jedem da draußen nur empfehlen. Wer sich eine Konsole kauft, ja, schnappt euch irgendein Spiel, was so mit Shootern zu tun hat, und dann spielt das auf der allerhöchsten Schwierigkeitsstufe. Ignoriert alle Menschen, die euch sagen, dass das brockenschwer ist. Ignoriert sie einfach. Tut's, weil danach kann euch nichts mehr. Aber auch wirklich kein Spiel auf dieser Welt kann euch mehr an den Kram pissen. Und ihr seid echt also ich hab, geübt mit dem Controller. Ich habe versucht, uncharted auf der zweitschwierigsten Schwierigkeitsstufe zu spielen und ich hatte das Auto Aim nicht angemacht und ich habe diesen Controller weggeschmissen. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, aber ich habe den Controller weggeschmissen irgendwann. Bei dieser Szene, wo das Auto hochfährt und von allen Seiten einfach die ganze Zeit Leute kommen. Und, <laughs> und dann habe ich rausgefunden, dass ich das Auto eben eigentlich die ganze Zeit schon hätte anmachen können, weil es eigentlich gar keinen Nachteil hat. Ja. Oh, habe ich mich aufgeregt. Ich fand das, finde ich, das finde ich bei Naughty Dog so schön, dass sie in Uncharted 4 so einen übermäßig krassen aim eingebaut haben. Hm. Einmal drücken, einmal schießen, fertig. Du musst, du musst nur in die Richtung ziehen, ja. Das heißt, einmal rechts rücken, boop, boop fertig. Boop, boop. Das war so geil. Gemacht. Was? Ja. Gut. Das war mega gut, oder? Ja, ja das war toll. Ich habe das so geliebt, ey. Ich hoffe, das wird nochmal wiederkommen. Ich, das, ich fand das so schön. Ich fand das wirklich so toll. Und man kann sich auch mehr auf die Story konzentrieren. Ja. Man ist voll drin, so der Rest ist. Ja, okay, Chat lesen, quatschen, einfach nur oben die Schultertaste Wechsel drücken und dann bist du fertig. Und es ich gibt auch kein Achievement. Spiel das Spiel ohne Auto-Aim durch oder so. No, die I love you. Ich will mich ja nicht dabei beim Spielen quälen. Also, da muss ich mich ja nur aufregen. Ich ja nur einen Herzinfarkt in meinem Alter. Nee, nee, so weit kommt mir nicht hin. Nee, Auto-Aim. Perfekt. Super Sache. Nächster Top Titel. Eben. Heben. Ich habe rausgefunden, und da wird mich jetzt diese Köpfen wahrscheinlich als äh, Comic-Fan, ich habe nichts mit Comics zu tun, ich dachte immer Spider-Man wäre DC, ja, und hab auch gefunden, dass Spider-Man Marvel ist jetzt tatsächlich. Mhm. Hm, Interessant. Es kommt auf jeden Fall ein ähm, Spider-Man-Spiel raus und zwar von Insomniac. Äh, das haben die jetzt angekündigt. Kam auch aus, glaube ich, aus dem Nichts. Wusste vorher keiner. Für 2018 für die PS4 äh, exklusiv, so wie ich das verstanden habe, ähm, ist von also wie gesagt Insomniac. Das sind die Entwickler, die auch Sunset Overdrive und Ratchet Clank gemacht haben. Um, Sunset Overdrive hat ja schon ein bisschen daran erinnert. Also, da können sie sich schon ein bisschen aus dem äh, Gameplay bedienen. Um, ich habe es nicht gespielt. Du hast es gespielt, glaube ich, Dizzy, ne? Ja. Um, soll Was ganz nett gewesen sein. Die früheren Spider-Mans habe ich gespielt. Nee, die, damit haben die nichts zu tun. Die äh, Insomniac genau. war früher PlayStation mit Resistance. Eins, zwei und drei sind dann zur. Äh, Xbox. Haben die nicht auch Ratchet und Clank? Yeah, genau. Ja, genau. Und, oh, ich hab äh, grad Chat gelesen, ich war abgelenkt, Entschuldigung. Sind dann eben zur Xbox, um da halt Sunset zu machen und sind jetzt Aha. wieder zurück auf die Konsole. Also ah. auf die PlayStation. Also die haben jetzt so ein bisschen äh, Exclusive-Hopping hinter sich. Mhm. Ja, ja, sah geil aus, freue ich mich drauf. Sah so ein bisschen nach wieder Batman mhm. Mordor Free Throw aus. <laughs> äh, Free Flow Combat. Und äh, das Ganze mit Spider-Man-Humor könnte geil werden. Ja, bin gespannt. Mhm. Freue ich mich drauf. Ja, Batman in der Sonne. Quasi. Im Prinzip. Aber Slabby Doo mach dir nichts draus. Es gibt so viele Helden. Äh, ja. ein, einer meiner Mods hat letztens gesagt, äh, bei Injustice 2, dann kannst du ja endlich, endlich Hulk spielen. Und ich so, mhm, mm ja, was kann ich machen? Ist genau dasselbe. <laughs> ist nicht schlimm. Das Aber die Universen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Universen sind sehr groß und sehr mächtig und die meisten werden eh nur gekannt durch den, durch den Batman Franchise und äh, den äh, Avengers Franchise. Und nur sehr viele wissen noch ein bisschen was tiefer. Und äh, also ich sag mal, ich kenne auch nicht alle, die sehr tief sind, aber. Mh. Ich glaube früher im Beat'em'up, das war ähm, Marvel vs. DC. Ja, gibt's immer noch. Hm? Also ja, aber nichts Neues. Ich Kenn mich da gar nicht mit aus. Ich mag Spider-Man eh nicht, das ist eine Wurst. <laughs> das wollte ich nämlich gerade sagen. Was mich an dem Trailer wirklich gestört hat, das war dieses. Ähm diese coolen Sprüche, die er die ganze Zeit rauslässt. Ja, ich yes. weiß, aber die sind dann so cringy-cool. Das ist so. Ich Meinst du so nicht. wie bei Watch Dogs 2 zufällig? Ja, das cringe so des Todes? Oder DMC hatte das auch so, weißt du? DMC war witzig. Aber die ja, alten aber Comics sind so. Spidey haut halt nonstop in den alten Comics und, und so haut er diese Sachen raus. Das ist authentisch. Das ist ja. richtig so. Also, das ist mir lieber. Als äh, wenn der jetzt da wie Batman um die Ecke kommen würde. Wobei, da sind die Geschmäcker dann unterschiedlich, weil die mhm. MC zum Beispiel bei dem, was du genannt hast aus der Reihe, mochte ich gar nicht. Weil das war mir zu auf hipster. Weiß ja. ich nicht. Aber wie hat Watchdogs, fand ich, hat bei mir gezündet vom Humor und bei Spider-Man würde ich auch sagen, kann ich mir vorstellen, der hat er ganz gut bei mir zündet. Aber oh ja, da ist halt unterschiedlicher Geschmack. Und da, ich erwarte halt eben von Spidey, weil Spidey tot ernst aller Bruce Wayne wäre langweilig, weil es äh. ist halt eben. Äh, Bruce Spannend Wayne ist voll witzig. Von Bruce Wayne ist voll witzig, okay. Ich verstehe seinen <laughs> Humor noch nicht. <laughs> Keine Ahnung, Mein Geschmack es nicht diese coolen Sprüche ständig. So, das ist so postpubertär finde ich irgendwie. Und dann halt, nicht, wenn das Gameplay gut ist, stört mich das nicht, interessiert mich ja. nicht. Ja, <laughs> wird einfach... Ja, aber, pff, da rede ich sowieso drüber, das ist doch... So, ist ja richtig. Ja. Soviel zu Spider-Man hin. Sieht cool aus, wenn es cool wird, spiel ich es mhm. auch. Aus bestimmt. Kampfsystem bin ich sehr gespannt. Ja, eben. Ähm, dann ein großer Titel, auf den viele, glaube ich, warten, weil es der nächste... Titel von dem gleichen Entwickler, also Quantic Dream, ist, ähm, die auch Heavy Rain und Beyond Two Souls gemacht haben, und zwar Detroit. Become Human hat immer noch keinen Release-Date, meinen Informationen nach. Kommt natürlich exklusiv für die PS4 wieder raus. Ähm, sieht wieder aus wie eben von Quantic Dream, also mhm. viel mit Entscheiden, wahrscheinlich viele Quicktime-Events. <laughs> ähm, mal gucken. Ähm, und eine sehr sehr interessante Story also man spielt im Prinzip äh, ein ein ähm, wie heißen die nochmal? verdammt diese Robotermenschen ich habe den Namen vergessen Wie ist das Wort Androiden genau also. man spielt einen Androiden der ähm, also in der Zeit in der Zukunft wo wo halt Menschen Androiden als Haushälter und an, für andere Gefälligkeiten ähm, haben kaufen in Läden und die dann zu Hause halt ähm, Sachen machen lassen Gedöns halt. Ähm, und dann wachen die quasi <laughs> auf. Also der, der ähm, Protagonist, den man spielt, wacht auf und merkt, dass sie eigentlich versklavt werden von der Menschheit und äh, macht halt ein, 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 eine Re Resistance auf und versucht halt gegen die Menschen anzukämpfen und für seine Rechte zu kämpfen. Also es wird so eine so ein Spiel mit, mit Rassismus gegenüber Maschinen und so ähm, Handlungen. Also das ja. wurde letztes Jahr ja schon auf der E3 vorgestellt, genau. wo man ähm, ähm, erst hat man die junge Dame gesehen, dann hat man ihn gesehen. Also ich glaube, man wird insgesamt drei spielen, so wie ja. ich das verstanden habe, drei verschiedene Charaktere im Game. Und äh, ich bin sehr gespannt darauf, ob es wirklich so einen großen Unterschied macht, äh, die Entscheidungen zu treffen. Da werde ich mich nämlich hinsetzen und werde dann wirklich... Äh, dass so oft diese eine Szene mit diesem einen, ne, wenn du die hast, das werde ich so oft durchziehen und ich werde immer wieder was anderes machen und das ausloten. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf, zu schauen, was passiert. Und das hatte man ja damals auf dem Hochhaustrailer, hatte man das um einiges besser gesehen, wie viele Möglichkeiten es anscheinend gibt, wie diese Situationen ausgehen können. Und dass man eben selber seine Gegend erforschen muss, Sachen finden, zusammenwursteln und so kommen halt die Gesprächsoptionen und das Ganze zustande. Also, ich bin da wirklich, äh, da freue ich mich sehr drauf. Das sieht gut aus. Ja, lebt halt und steht für so ein bisschen für mich mit der Story. Ähm, mhm. Ich werde es halt direkt spielen, weil die Story ist halt eben für mich das, ob es ein gutes Spiel wird oder nicht. Aber das kann man halt vorher nicht lesen oder sonst wird es wird's gespoilert. Deswegen, ähm, Heavy Rain fand ich zum Beispiel geil von ihnen. Beyond fand ich nicht geil, weil die Story mich nicht interessiert hat. Das Gameplay ist halt nicht das, was dich halt in dem Spiel halt überzeugt oder hält. Es ist halt die Geschichte. Ja. Und wer das geht jetzt mehr so in die Blade Runner AI, Artificial Intelligence oder was es halt eben gibt, Surrogates, halt mit dieser Thematik. Könnte cool werden, bin ich gespannt drauf, werden wir äh, uns direkt dann auch anschauen, wenn es rauskommt. Und kann er es danach dann halt sagen, war geil oder war halt nicht so geil? Je nachdem, wie halt eben die Geschichte, die Entscheidungstragweite, wie die halt dann eben sind. Das kann beides werden. Mal schauen. Die Gefahr ist halt, dass sie es zu sehr mit Klischees überladen. Ja. Bei solchen Stories. Also wirklich rein auf Rassismus dann gehen und die Menschen sind böse und wir wollen doch nur unsere Freiheit haben und so. Gab's halt schon. Ja, es war halt eben bei, was mich halt sehr an Beyond halt gestört hat, dass es halt für mich nicht mehr transparent bzw. nachvollziehbar war und es halt wirklich so klischeehaft war, was er, ihr halt alles passiert ist in ihrem Leben. Ich habe mich dann auch nur noch durchgequält, weil Wert Gameplay hält, ich dann ja auch nicht. Und wenn die Story halt sagt, es ist für dich Trash, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ja. Ich habe beide noch nicht gespielt. Ich habe nur damals ähm, den ersten, das Fahrenheit. erste Spiel von ihm, genau Fahrenheit, habe ich gespielt. Das fand ich sogar gar nicht so schlecht. Da haben mich nur die ganzen An diese ganzen Quicktime-Events halt ein bisschen genervt. Ja, gut, das, das gehört halt zu, ja. ja eben. Ich habe Harry Wayne gespielt, damals als es erschienen ist, und das war ja was ganz Neues. Und das war, äh, war toll, tolle Story. An das andere bin ich nie rangekommen mit dem jungen Mädchen. Wie heißt Bio? Bio to Souls. Souls. Ich hab's, es ich nie gespielt. Es ist so, wenn ich da irgendwo mal reingeschaut habe in Streams, war das, weiß ich nicht. Das geht in so eine Teenie-Dingsbums Richtung. Das hat nie zugesagt. Ja, mir auch nicht. Ich hab's auch zwar gespielt, aber. Hm. Hm, weiß ich nicht. Vielleicht äh, täusche ich mich ja auch. Also ich habe ganz oft gehört, eben ganz, ganz tolles Spiel. Aber das sagen auch viele über andere Spiele und die mag ich halt selbst nicht so. Das steht wahrscheinlich auch noch irgendwo auf der Liste, oder? Also ich sag mal, ich habe Heavy Rain deinstalliert. Was? Ja. Oh, du hast es nicht durchgespielt? Ich habe das nicht mal eine halbe Stunde durchgehalten. Oh. Der ich, hab, auch ich, nicht ich weiß nicht, was mich bei Beyond, Beyond Two Souls, was mich da geritten hat, aber eigentlich ist das auch nicht so meins. Es war cool. Es war cool, aber ich sag mal. Ich, ich weiß, ich, hab, ich kann mich gar nicht mehr, mehr dran erinnern. Also, es war jetzt kein bleibendes Erlebnis, was da passiert ist. Aber ich bin gespannt. Also, ich meine, sie, sie machen sehr gefühlbetonte Spiele, habe ich das Gefühl. Storytelling halt so. Life is Strange. Oh Gott, sag's nicht. Das, genau das, das ist genau das, was ich nicht sagen wollte. Ne? Daran muss ich immer an, wenn ich Beyond Two Souls <laughs> sehe, muss ich da immer dran denken. Und deshalb konnte ich das Spiel bis jetzt nicht an. Das ist so gar nicht meins. Nee. <laughs> Haben wir eigentlich der Life is Strange gut findet. Also, also falls Kalix im Chat 80, ist, der mochte Beyond und der mochte Also super viele. Super viele, viele wenn Chain wir das ja. Yeah, es ist so toll. Und ich bin dann neutral. Ich habe das letztens gesehen im Stream und ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich. Krass, Selber Mann, gespielt ich hätte ich es nicht. Aber so schlimm. Ich fand es halt ein bisschen lame am Ende, dass du dann halt nur. Psst! Das ist doch sagen. Hast. Aber oh. ich kann, nee, das, ich kann es mir auch nicht angucken. Das ist. Da, da kommen sie alle, die Jünger. Die Jünger der Roten Betenwochen, wenn du das erste Mal deine, deine Pubertät die Regel hast und diese wundervolle Geschichte erlebst, wie ein brausender Wind deine Stadt in einen Haufen Scheiße verwandelt und alles um dich rum eigentlich nur noch aus Heulen, Heulen, Heulen und Heulen besteht. Ja, was für ein tolles Spiel! Woo! Entschuldigung. Da, es, es kam wieder durch, so. Verzeihung. Aber es gibt einen zweiten Teil, vielleicht würde er schön. Ja, aber der war ja noch nicht mal vorgestellt auf der, Wie? Ähm, Nee. Aber er wurde angekündigt, oder? Ja. Das wurde auch noch mal der, Man weiß, dass es ihn gibt, aber er wurde nicht auf der E3, glaube ich, doch, doch. thematisiert. Klar. Nicht der Life zweite ist Teil. Doch. Doch, Live ha Haben sie doch gesagt. Also, falls du jetzt, ja? du meinst diese drei Episoden ja, mit dem ja. Untertitel. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der zweite Storm. Teil ist. Ja. Nee, das ist nicht der zweite ah, Teil. Okay. Das ist ein Prequel. Es wird aber noch einen zweiten Teil geben von eben dem gleichen Entwickler. Weil der, das Prequel ist nicht vom gleichen Entwickler. Das ist komplett <lacht> <lacht> woanders. Das ist nicht Nein. <laughs> sicher? Ja, sicher. Oh. Okay. Aber es muss einem eben nicht alles gefallen. Ne? Also für mich ist es eben gar nichts. Dafür <laughs> also liebe ich Splatterhouse. So. Und da haben auch ganz viele gesagt, oh mein Gott, was ist das denn? Und ich, yeah! Splatterhouse! Dem reiße ich den Arm raus und dann haue ich ihn und dann hau ihn. Ne? <laughs> Die Schmecker sind ganz unterschiedlich. Das ist äh, nichts für mich. Ich freue mich auf äh, Detroit. Da schauen wir mal, ob die Auswahl wirklich so groß ist an Möglichkeiten. Dann Spiel, was mich überrascht hat, weil, konnte kannte, glaube ich, keiner vorher ähm, von den Entwicklern, die auch für, also unter anderem. Von den Entwicklern, weil die ist nicht die gleiche, das gleiche Entwicklerstudio, sondern es ist das Kernteam aus diesem Entwicklerstudio, das eben sich umbenannt hat und ähm, vorher eben Brothers äh, Tale of Two Sons gespielt hat, äh, gemacht hat. Die bringen jetzt nämlich A Way Out raus, was ähm, ein co-op Story Game ist. Man kann ein nur, Couch. Im, ein Couch ein Man Couch nur im Couch-Koop, was? Man kann es nur im Koop spielen. Ja. Ähm, man braucht zwei Leute, also man braucht noch einen anderen dazu, um es zu spielen. Ähm, kommt für die PS4, den PC, Xbox One in 2018 raus und äh, Story wird halt um den Gefängnisausbruch sich handeln. Der eine hat eine ganz schön große Nase, fand ich. Äh, aber das spielt jetzt keine Rolle. Also, <laughs> wow! Okay. Hast du die Photoshop-Dinger gesehen, wo Nathan Drake da steht und damit etwas längere ja. Nase? Das war gut. Aber das, das war richtig gut, was wir da ja. gesehen haben. Also, das, das habe ich live gesehen mit Sleth zusammen. Und das war richtig, richtig gut. Und da freue ich mich drauf, das dann mit Stefan zusammen zu spielen. Und, und dass du das im Splitscreen eben für beide noch hast. Das, also ich bin da mega gespannt drauf. Das, da freue ich mich jo, Da ich Prison Break ganz cool fand, ja. Prinzipiell, was ich gesehen habe, schon, aber ich streame halt meistens solo. Ich muss dann wahrscheinlich erstmal auf Elite Twitcher24.de einen Freund suchen oder so, <laughs> mit dem ich das dann halt spielen kann. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob es vielleicht daran scheitert. Slash. Ich habe mich erkundigt. Die Steuerung ist so einfach, du kannst mit zwei Controllern alleine spielen. Echt? So. Pssst. I got your back. <laughs> ich werde das auch machen. Zwei, ja, ich würde das mit zwei Kontrollen ne? machen. So aus, aus Jux und Dallerei werde ich das auch nochmal machen. Gute Idee. Aber das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das kann man jetzt kacke finden wegen dem Splitscreen oder nicht. Aber das, das braucht Eier. Also das braucht wirklich Eier, so ein Game rauszuhauen. Du zwingst Menschen zu zwei zu spielen und packst das auch noch in eine Story. Die scheinbar auch noch richtig krass geladen ist. Jetzt ist wieder das Problem, es ist EA. Äh, schauen wir mal. Aber ja. es ist A, es ist ein mega geiles Setting, was noch nie da gewesen ist. B, hast du zwei Leute. C, diese Spielmechanik, die dort drin ist, dass äh, währenddessen der eine in der Cutscene ist, der andere noch zocken kann. Super cool. Und jetzt kommt das größte Minus: es ist ein Splitscreen. Und das allergrößte Minus ist, du kannst dich auf deinen Scheiß nicht konzentrieren, weil dir bei dem anderen irgendwas läuft. Und das ist so, ich weiß nicht, ich finde die Idee finde ich super cool, das Konzept ist mega geil, aber das stört mich ein bisschen, gerade weil das so so sehr tief storylastig ist das Spiel. Ja, vor allen Dingen was ich mich gefragt habe, der erste Teil mit diesem Prison Break kann ich mir ja noch ungefähr vorstellen, mhm. wie sowas halt eben machbar ist. Nur dass das, was danach kam, sah ja auch so aus, als ob man sich dann noch darüber hinaus auch auf der Flucht komplett ja durch das Land bewegt. Also ja. das heißt, es war ja quasi die zweite bzw. dritte Staffel von Prison Break noch mit hintendran, dran, mhm. äh, wie das Gameplay dann halt eben aussieht, weil ob das halt sehr linear ist, ob es so eine Richtung Open World geht, keine Ahnung. Wie hat, da hat man ja nicht viel gesehen. Wie hat im Knast kann ich mir halt alles vorstellen. <laughs> Wisst ihr, was witzig ist? Ich glaube, man ist die erste halbe Stunde im Knast und dann ist man doch draußen. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich erwarte das schon. Also, ich, ich, ich hoffe. Aber hoffentlich kommt es nicht in Episoden. Ich hoffe ja, dass es oh. ewig lange im Knast ist und man nur kurz draußen ist. Aber ich glaube eher, man ist nur kurz im Knast und dann sehr lange draußen. Das würde ich mir mal wünschen, wenn jemand mal so ein Spiel machen würde. So wie das, nur richtig ewig lange im Knast. Uh, das wäre schön. Ich glaube, das nächste ist auch ein Kracher, oder? Ja, vor allem für mich, ähm, weil ich ja so auf Zombies äh, stehe. Ähm, <laughs> da werde ich mich jetzt raushalten. Ich sag's nur an und lass euch einfach, äh, überlasse euch das Mikro, äh, weil ich den ersten Teil auch nicht gespielt habe und es auch nicht spielen werde. Äh, State of Decay 2. Äh, das ist tatsächlich ein Indie-Titel, glaube ich, kann ich sagen. Da trete ich da nicht in Fettnäpfchen. Das ist ein Indie-Titel, das heißt. Wenn es auf den ersten Blick ein bisschen billig erscheint, liegt es daran, dass es halt billig ist hey, das in sah der voll Produktion. Gut aus. Das sah hm. wirklich voll gut aus. Hm. Nicht. Du hast den ersten hm. nicht gespielt. Ja, ja, eben. Deswegen. Also State of Decay 2 kommt im Quartal 2018 raus, Xbox 1 und für Windows 10. Also es wird ein Play Anywhere Titel sein. Um, und das der erste war's. Teil, habe ich gespielt. War ursprünglich 720p für Konsole und Steam kam dann nach einem Jahr noch mal remastered mehr oder minder oder aufgehübscht in der äh, Year One ähm, Edition raus, wo ihr dann in Full HD spielen konntest, war natürlich dann schon nicht mehr State of the Art. Ich habe den erst gespielt, er hat Spaß gemacht. Ähm, geht so in die Richtung, wie ich so Zombies-Spiele mag. Das heißt Survival mit ein bisschen Crafting. Das heißt, du musst deine Gruppe verteidigen, musst eben so deine Basis schützen, kannst halt eben äh, ausbauen. Muss Nahrung ran schaffen, Pieper Pops, alles ziemlich cool. Wenn sie das jetzt nochmal ein bisschen verbessern für den zweiten Teil, sehr, sehr geil. Und für viele das Argument, der erste war nur Singleplayer. Viele spielen das gerne wohl mit Multiplayer, Koop, whatever. Funktioniert jetzt im zweiten Teil, kommt noch und top mit dazu. Ich hoffe nur nicht, dass das das einzige Feature ist, was sie dann halt eben neu reingebracht haben. Weil das wäre für mich jetzt halt nichts Großartiges. Aber das ist so das Kernhaugenwerk, was halt viele sich gewünscht haben beim ersten, dass man es halt Koop spielen kann. Ich glaube, ich habe Quartal 2018 gesagt. Ich mein ja, nicht. du hast Zweites das vergessen. Da freue oh, ich mich halt sehr drauf. Weites. Also zwischen April und Juni. Ich kenne das gar nicht. Ich kenne auch den Vorgänger nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie es aussieht. Das ist ein cooles Spiel. Ich habe es gern ja. gespielt. Fand ja, ich auch. Äh, danke, Leute, übrigens für den Tipp. Ich habe es sehr, sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Es war schön. Nächstes äh, Ding. Mhm. Uh. Äh, Battlefront 2 wurde für den 17. November 2017 angekündigt. PS4, PC, Xbox 1. Ist klar. Ähm, ein paar Neuerungen, die zum ersten Teil kommen. Es gibt mehr als nur eine Map. <laughs> Nein, es hatte auch im ersten Teil mehr als eine Map, aber ähm, es hat äh, mehr aber Inhalt. nicht mehr als ein Spieler. Ja. Nach einer Woche. Oh, naja, gut, es war halt eine was, schöne Battlefield ja. 1-Demo. Grafik-Demo. Was mich am meisten gewundert hat, an, an, dass, dass Leute geklatscht haben, als sie gesagt haben, es kriegt mehr Inhalt als Battlefront 1, weil das ist im Prinzip <laughs> kaum zu unterbieten, dass es halt nicht mehr <laughs> Inhalt hat. Ähm, von daher, das war hoffentlich im Vorhinein schon klar. Ähm, es wird eine Singleplayer-Kampagne haben, was ja Battlefield 1 ja auch schon hatte. Um, es wird auch von Battlefield 1 die Kla das Klassensystem für den Multiplayer übernehmen. Also, man wird wieder mit, also wie in Battlefield, mit Medic, Assault, Heavy und Sniper sich aussuchen können und ähm, spielen können. Um, ist bestimmt interessant für die Multiplayer da draußen. Um, für mich ist am meisten, also am interessantesten tatsächlich, dass es eine Singleplayer-Kampagne hat. Und wenn die ein bisschen länger dauert als vier Stunden, denke ich mal, werde ich mir das Spiel angucken. Aber mal gucken. Ich mag Star Wars an sich. Jetzt, ich bin kein, kein so. großer Star Wars-Fan, aber ähm, ich mag das Universum. Die Maps, die sie gezeigt haben, sehen schön aus, tatsächlich. Und wenn das Singleplayer auch auf in diesen Szenerien spielt, könnte es ganz interessant werden. Ich hätte lieber von Visceral das Singleplayer Star Wars gesehen. Das hätte mich deutlich mehr interessiert als Battlefront 2. Ja. Den ersten ist nicht meins, der zweite war nicht meins. Singleplayer haben sie angekündigt, nicht eine Minute gezeigt, fand ich ein bisschen frech, sondern dann eine halbe Stunde Multiplayer-Gebäsche. Hm. War dann irgendwann vorbei und wir konnten zu besseren Themen kommen. Ja. <laughs> das liegt wahrscheinlich daran, dass der wie bei Battlefield sein wird, der Singleplayer, schätze ich mal. Wahrscheinlich. Bei Battlefield 1. Wobei der gar nicht so schlecht war. Muss ich wirklich zugeben. Der hatte, hatte Stil. War zwar komisch, aber war gut. Nächstes? Ja. Haltet eure Tampons fest. <laughs> äh. Oh! Oh Gott, Slim! strange! Oh, Before the storm! Yeah, yes. Oh Gott, yes! Das ist mein prequel. Ich <laughs> Oh, 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 oh yeah. Endlich kommt der zweite Teil raus! Das ist zweite oh, Teil. Nee. Erst, es Teil, das ist nicht der zweite Teil! Ich so dachte auch erstens, es wäre der zweite Teil, aber es ist nicht der zweite Teil. Es ist nur ein Prequel und es kommt nur in drei Episoden raus. Oh, was? Da ist ein Taschentuch, weil es nur drei sind. Das um, ist ja schade! Okay. Also Wobei, die... wäre schon mal gut für mich, weil ich habe Life is Strange nach der dritten Episode nicht mehr weitergespielt. Wenn es jetzt nur drei <laughs> hat, hätte ich jetzt schon das komplette Spiel. Siehste. <laughs> Was hat sie nicht gehypt? Mensch! Ich muss sagen, nach, nach eurer nach eurem Shit Talk hier immer über Life is Strange. Wow. Ist auch, ich finde total kacke. Aber dann habe ich mir halt angeguckt und, und ich fand, ich bin ja auch ein großer Fan von von Butterfly Effect, dem Film, also dem ersten, dem anderen. Und das ist im Prinzip die Story auch von Life is Strange. Ja, dann kann ich mir doch einen Film angucken, der jetzt 15 Jahre alt ist nee, oder so. Ich muss mir da nicht, nicht, die nicht genau angucken. die Story, aber schon halt in die Richtung. Und ich mag dieses Zeitthema eigentlich. Deswegen finde ich, fand ich das jetzt. Also, ich weiß gar nicht, warum mir da was. Gut, die Story ist halt ein bisschen mädchenhaft gehalten, aber man kann sie trotzdem genießen, finde ich. Also, man ähm, kann ja auch mal aus, aus, aus der Komfortzone raus. Mm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. <laughs> Ja, okay, können wir das nächste Spiel machen? <laughs> nee, Moment. Nein, das äh, wird halt. Also, für die, die die Story vom ersten Teil kennen, äh, oder vom, vom Life is Strange kennen, da spielt man ja Max und die bändelt dann irgendwann mit Chloe an. Und da ähm, fragt man sich am Anfang, was ist mit dieser Rachel passiert oder wo ist sie hin? Und äh, um genau die wird es halt im in dem Prequel halt gehen. Also, die Story zwischen Rachel und Chloe. Ich weiß gar nicht, ob Max drin auftaucht, ich glaube nicht. Von daher, es wird drei Episoden sein und es ist halt ein anderer Entwickler als das Original. Ähm, zwar unter Square Enix als Publisher, oh. aber ähm, ja. hey, vielleicht wird es dann doch mal ein bisschen interessanter. Naja, Square Enix hat schon den ersten Teil veröffentlicht. Also. Da ist übrigens Kalix, äh, Sled. Ja, ja, der ist übelster Beyond und Life is Strange. Spiel Handball. mal zu Ende. Ich könnte es sogar spielen, ne? Ich habe hier als PlayStation Plus haben wir es ja geschenkt bekommen. Mach das mal, Sali. Klar. Ich, vielleicht hast un, du, un, vielleicht schießt sie ein bisschen Milch dann. Ja, oh. vielleicht werden sie dann auch größer und so. Vielleicht. <laughs> unbedingt. Ich wow. fühle mich, fühl mich noch nicht mädchenhaft genug. Sali, kannst du bitte aufhören, mich immer anzustacheln über Life is Strange, über die Sachen zu sagen? Ich fand, <laughs> Ich hab's durchgespielt, okay? Ja, ich hab's, du so. ich hab's ich durchgespielt und, ich, und war, du ich war, emotional <laughs> auf einer, auf eine Reise zwischen, <lacht> <lacht> zwischen, Kotzen und Einschlafen. Also es war, so es und die Episoden waren noch nicht draußen und Episode 5 war ja nicht draußen. Na, das aus? Was machst du denn heute Abend? Gib Ruhe. Na, Desi, was spielst du denn heute Abend? Gib Ruhe jetzt, sei ruhig. Na, wo ist der Tampon? <laughs> Spiel ja so, wie ich das will. Ah ja. Eine ich mag diese, ähm, diese professionelle, Art, wie wir das hier alles aufziehen. Toll, nicht, halt. wahr? Ja. <laughs> es ist gerade, manchmal muss man sich ganz kurz gehen lassen, Slabby. Ja. ja. Das weiß ich. Entschuldigung. Okay. Chad. Apropos Professionalität. <laughs> Das hast, du, hast du das mit Absicht gemacht? <laughs> hast du das mit Absicht gemacht? Das Shitfest geht gleich weiter. Das ist Absicht, oder? Ja. Okay. Äh, Far Cry 5. Woo! Gab ein Gameplay-Trailer auf der E3 2017 dazu. Far Cry 5 wird super gut, spielt es alle, kommt am 27.02.2018 raus für PS4 und Xbox One. Das war's. Das macht mich gar nicht so an. Also, ich habe ja das da, dieses uh, Ur, 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 Urgestein, Urzeug. Hm. Primal. Primal. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich mag das. Iga, aga, uga. Ich mache Feuer. Ja, aber das ist jetzt eher so Wildlands. Ja, das ist das Wildlands und da löscht es mir ab. Da habe ich so irgendwie gar keine Lust drauf. Ist nicht meins. Ich muss abwarten. Erstmal. Hm. Weiß ich noch nicht. Der Einzige, was positiv war, es gibt einen Hund, der dir Waffen bringt. Das fand ich ganz süß. Was? <laughs> ja. Was für eine aber, Rasse ist es? Weiß ich nicht. Sah wie so ein Mischling, glaube ich, aus. Keine oh. Ahnung. Auf jeden Fall, der war ganz niedlich. Der hat ja dann so die, der hat die Gegner halt so Bein gebissen und die Waffe dann mitgebracht. Der war ganz knuffig. Aber nur deswegen das Spiel. Wie innovativ gab es ja noch nie. Ich werde es nicht spielen. Muss ich wirklich sagen. Nee, ich die, weiß auch nicht, warum sie nicht, da immer noch. Weil es noch It, gut ankommt, glaube ich. It's already bad. Ich habe das dritte gespielt, und ich fand das dritte gar nicht schlecht. Mir hat das Spaß gemacht, da auf der Insel und der Bösewicht hat mir sehr gut gefallen. Das, das fand ich gut. Das, das fand ich gut. Das, was darauf gekommen ist, habe ich noch nicht gespielt. Aber immer, wenn ich das gesehen habe, konnte man da in diesem Psychedelos und da waren die, war der Tiger da und so. Da habe ich mir gedacht, das muss ich unbedingt mal spielen. Der Tiger! Ich will den Tiger sehen. Zeig mir den Tiger. Also, ähm, <laughs> Vielleicht werde ich mir das irgendwann mal anschauen. Das fünfte macht mich jetzt einfach so vom, vom, vom Anschauen her, macht es mich nicht an. Überhaupt eine Fülle. Im Him Him Himalaya spielt der vierte, ne? Ja. Ja, den, den gucke ich mir vielleicht irgendwann noch mal an. Der bessere war aber, glaube ich, der dritte. Der dritte der war super. Der ist, ist derselbe wie der dritte halt, nur mit anderen Hauptcharakteren. Ja, eigentlich ist er ja doch nicht anders. Ist ja fast derselbe. Aber, ist im, immer dasselbe. Ab, aber im Himalaya. ja. Und das andere oh. war auf einer Insel. Dieses Far Cry. Ich habe äh ich habe also es sind mehrere Traumata, die hier gerade zusammenkommen, wenn das so. Es ist eigentlich ich, ich weiß nicht, als wenn die Sonne in die nee, als wenn die Erde in die Sonne kracht gerade, ja? Also der Mond kracht in ein Ghetto ums mal in, in Sprache von Jugendlichen aus dem Internet zu sagen. Erstens. Folgendes habe ich im Kopf, wenn ich an Far Cry tränke. la 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 la. Ich habe ich zwei interacted. Stunden lang Far Cry geschaut, okay? Zwei Stunden bei Salista. Sie hat währenddessen ungefähr 400 Follows gemacht, ja? 400. La, 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 la. Ich habe Follow Alert gehabt, seitdem nicht mehr. Oh, Seit diesem Spiel <mutter> und diesem Tag. Nicht mehr. Am nächsten Tag gab es keinen Follow-Alert mehr. Es war grauenvoll. Es war, war echt viel los. Es mehr. war eine Qual. Nein, keiner hatte das Spiel auf dem Bildschirm und ich durfte es eine Woche früher mit der Playstation spielen. Auf PC kam das erst eine Woche später und ich habe ich hab das gefeiert und es waren aber echt viele Leute da. Ja. Das, apropos, das, was er singt, das war von Korn. Mhm. Also es war die Rock-Version von uh, Nightmare Before Christmas. Ne? Uh, catch the Santa Claus hier. Lalalala. Also es war schon cool. Es war nur ein bisschen anstrengend, weil so viele waren. Ich bin übrigens und einem Menschen immer noch fünf Minuten schuldig in Far Cry 5. Ja, ja. Weiß ich, genau. habe ich nicht vergessen. Aber ich kann dieses Spiel nicht mehr sehen. Also wenn ich wirklich Anti gegen irgendwas bin, dann ist es Life is Strange und Far Cry. Das ist mein allergrößter... Es ist mittlerweile, ich will, ich, ich will nicht Hass sagen, weil Hass ist so ein, so ein starkes Wort, ja. Aber wenn mir noch irgendeiner so ein Dreckspiel hinsetzt mit irgendwelchen Kacktürmen, die ich hochklettern muss, damit ich die Scheißkarte aufdecken muss, dann kriege ich die Krise. Und ich habe, und das war das Schlimme, ich habe bei, äh, bei Horizon hatte Zero Dawn. Ich habe Erde wieder installiert. Ja, und ich habe Horizon Zero Dawn gespielt. Und als ich auf diesen Turm hm. raufklettern musste, habe ich schon so, so ein zuckendes, oh nein, ich war... Ich mach doch nicht so einen Es Far waren nur Scheiß. sechs. Es waren nur sechs, ja. Und bei Far Cry war das. Ich habe so eine richtige Abneigung, weil das ist einfach nur noch Copy-Paste. Der dritte war wie der vierte. Primal war wie der vierte, weil sie einfach nur Steuerung c Steuerung v mit der Map gemacht haben und oben drüber eine Decke drüber gelegt haben, sodass es ein bisschen anders aussieht. Und der fünfte, und das ist das Schlimme, der wird wahrscheinlich die Map aus drei kopieren, weil wir sind ja so doof und wir haben es dann derweil schon vergessen. Und dann holen wir uns einfach und kopieren nochmal von Whitelands die Elemente rein und dann haben wir Far Cry Beat, Assassin's Creed... Assassin's Street Meets, äh, Wildlands und dann haben wir die ganze Ubisoft-Scheiße in einem, in einem Topf, dann brauchen wir nur noch umrühren, schmeißen den Mist raus und die Leute fressen es, ja. Und das ist Far Cry 5. Hallo Peng Moinsen und Hallo. Entschuldigung, aber das geht jedes Mal durch von mir. Ich höre jetzt auf. Sorry. Okay, thanks bye. <laughs> K-Thanks okay, Bye. Hat das neue Entschuldigung, hat das neue Far Cry auch wieder einen Multiplayer? Das ja, wurde tatsächlich stimmt. erfrischend wenig beworben bei Ubisoft, weil das oh, war ja noch okay. vor ein, zwei Jahren so mit Ad-Hoc-Multiplayer und Keys für Kyrat, für deine Friends, eine Stunde zusammen. Ja, ja. Dieses Jahr wurde gar nicht viel davon erwähnt. Ich glaube okay. ja, dass es wieder Ad-Hoc hat, aber es war halt so, wenn in einem Nebensatz gibt es. Okay. Auf Wiedersehen. Dann ist gut. <laughs> ich bin froh, dass sie davon ein bisschen weggekommen sind. Ne? Vor, vor ein, zwei Jahren musste alles, alles musste Koop sein. Alles. Ja. ich immer so ach nö ich will nur alleine spielen geht weg <laughs> mal gucken ja, die ja wobei äh, die sie hat ja schon recht ich meine wenn du jetzt noch mal zurück zur Assassin's Creed gehst, da hast du den Adler der ist quasi die Drohne aus Watch Dogs aber <laughs> jetzt aber jetzt jetzt warte mal und zwar ich weiß nicht wie Far Cry 2 war gab es in Far Cry 2 den Türme Nee. Ich glaub, so, sie haben erst dann mit 3 an 3 ja Eigentlich von Assassin's Creed genommen, ne? Weil genau. bei denen gab's das schon ab dem ersten Teil gab's das. Ja. Far Cry 1 und 2 waren ja beide noch von Crytek, oder nicht? Und erst dann ist Ubisoft eingestiegen mit ja. dem dritten. Ja, kann gut sein. Also? Oh, und ab dann ging's bergab? Naja, Far Cry war ja eigentlich nur eine Engine ein Spiel, was die Engine, also die Cry Engine halt darstellen sollte, so mehr oder weniger. Damit haben sie quasi die Cry-Engine, vor allem der zweite Teil, halt dann verkauft. Was dann hinterher ja auch, ähm, wie hieß nochmal das, wo man gegen Aliens dann geschossen hat. Äh, auch von Crytek. Cry ja, auch irgendwas mit Cry, meine ich. Crisis, genau. Und die sind dann zu Crisis rübergegangen und Far Cry wurde eben von Ubisoft dann sozusagen übernommen kam dann mit drei halt raus. Aber es war halt schon ja. am Ende von drei eher. Ja. Was ja, und ich cool und fand. ist fand dann auch wieder übernommen. Genau. Die Ubisoft Open World Formel. Ja. ja, und dann kam Watch Dogs und alles ist eigentlich nur noch so ein Open World Scheiß und es ist alles dieselbe Scheiße. Es ist wirklich alles nur noch dieselbe Scheiße von Ubisoft. Es tut mir wirklich Pack leid, Leute, aber es ist wirklich so. Und das finde ich traurig, weil ich mag die Spiele alle. Und ich finde es... 2 einfach war schon das erste von Ubisoft. Oh. So. Danke, Nächstes Spiel. Yo. Blood Dragon. War ganz Was? lustig. Was denn? Na Far Cry Blood Dragon, wo sie halt so einen Spin-Off so. gemacht haben. Ach mit so, ja, ja. <laughs> ich war grad, Blood Dragon? Was, Was nein, ist nein, Blood nein. Dragon? Ich nein. war gerade schon so, ho, ho, ho. hört sich gut an. Das war ganz cool. Aber ich habe es auch nicht durchgespielt. Ähm, Skull and Bones ist das nächste auf der Liste. Kommt im Quartal 2018. <laughs> schon wieder. Quartal 3. Also. 2018. Assassin's Creed, Black Flag ohne Assassin's Creed. Genau. genau. Und daher interessant. Ja. War das nicht auch von Ubisoft? Ja. Okay, also Ubisoft schon macht ja nicht nur Couples. Also. also ich muss, das kam ja in AC3, kam das das erste Mal, diese Schlachten mit den Schiffen, ne? Und in, in Black Flag hm. haben sie das dann hm. noch verbessert. Ich muss sagen, das hat mega Spaß gemacht ja. in Black Flag. Mega Spaß. Dann gab es diese großen Geisterschiffe noch. Also es hat einfach, das hat wirklich, wirklich richtig Spaß gemacht. Ja, schließe ich mich an. Also, wir werden sie das halt nicht vermurksen, quasi eben vieles aus Black Flag nehmen. Ja. Singleplayer-Content, eventuell natürlich werden sie Multiplayer-Content reinmachen. Da, okay, wir Division for Honor. Brauchen wir mal nicht über Ubisoft und Multiplayer, glaube ich, reden. Ich hoffe, sie versauen es nicht. Zumindest, dass es auch eine gute Singleplayer-Erfahrung wird. Dann würde ich es gerne spielen. Eher als Sea of Thieves. Ähm, ja, wie gesagt, mal schauen, wann es kommt. Ja, gucke ich mal auch an. Es ist halt keine Hate-List, Leute. Es ist einfach Ubisoft enttäuscht halt. Was, was wollt ihr machen? Also, das, das Limit ist erreicht. So. Ich, hab, ich bin sehr neutral, okay? Und ich mag auch gerne spielen. Aber wenn du ständig Scheiße frisst und die eine in dein Müsli reinpisst, dann schmeckt das irgendwann nicht mehr. Und das. Amen. Ja, eben. Zum Beispiel solche Sachen. Das sind großartige Spiele von Ubisoft oder Trials Fusion oder sowas, ja. Aber diese ganzen großen Franchise-Dinge, äh, ja, die. Ja, auch schon welche. Oder auch Metal. Beyond äh, Good and Evil 2, Mario na. und die Rabbits. Ja. Was ich ja sogar gesagt habe, war e -eben. vielleicht sogar meine Highlight äh, für die E3, weil es halt innovativ war. Ja, und der Rest waren halt eben Fortsetzungen. <laughs> oder viele Fortsetzungen. Und ähm, South Park. Das habe ich gar nicht auf die Liste geschrieben, weil es im Prinzip nur ein Update gab, aber South Park, äh, ja. der erste Teil war ja auch ganz gut. Und ich denke mal, der zweite wird jetzt auch nicht so, hat jetzt auch nicht die Gefahr, dass es schlecht wird. Aber alles, was mit AAA und groß zu tun hat bei ja. Ubisoft, ist leider Müll. So. Es ist, es ist einfach ein Fakt. Es ist einfach nur noch Müll überholte. Ich meine ganz ehrlich, wer sich über Far Cry Primal freut mit dem Gedanken dahinter, dass die Map aus Far Cry 4 genau dieselbe ist und sie einfach nur kopiert wurde, dann denke ich das mir hab ich so... Nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Dich meine ich doch gar nicht, aber das ist doch so, so, so ein Ding, wo du sagst... Okay, I'm sorry. Oder wenn du... Das Ding ist, ich habe ich hab diese Spiele alle gespielt, aber wenn du in eins reingehst und in das andere und in, in alle drei Franchise einfach nur dich reinsetzt, ja? Und du siehst das andere Spiel da drinnen, dann denkst du mir so, nee, Sorry, tut mir leid, aber hey, Ubisoft, ich hab euch echt lieb, aber könnt ihr mit den Scheiß aufhören und endlich mal ein neues Franchise anfangen und nicht Assassin's Creed 15 und Far Cry 30 rausbringen? Danke. Dann sollen sie die Ressourcen auch woanders reinschenken. Aber es ist halt einfach so, dass sie enttäuschen und das, das kannst du nicht mehr schön reden. Auch Division war ein Flop. Ja, da, wobei das war tatsächlich das, was mich so ein bisschen über die gesamte PK halt ähm, geschockt hat bei Ubisoft. Also wir, sie haben halt eben einige interessante Titel angekündigt, einige Fortsetzungen, wo man halt eben gespaltener Meinung sein kann. Was sie halt ähm, mit keinem Wort erwähnt haben, war halt die Vision, wie es weitergeht. Sie haben kein Wort gesagt zu Rainbow Six. Sie haben kein Wort gesagt zu For Honor, so nach dem Motto: Bitte sprich uns bloß nicht an, dass wir jemals diese Spiele gemacht haben. Das ist uns peinlich. Aber dafür haben wir äh, eine Fortsetzung von was war's? Von Steep. Diesen mächtigen äh, äh, Add-on, keine Fortsetzung, zu diesem ähm, Snowboard-Spiel. Das fand ich schon sehr lustig, dass sie das dann halt nochmal wieder ausgegraben haben mit irgendwie unter 100 Spielern gleichzeitig auf Steam. Das äh, gibt's noch Add-on für Steep. Aber vor den anderen Spielen, die jetzt im Moment noch online halt gespielt werden, eher gar nichts. Das fand ich halt ein bisschen traurig. Hm. Ja. Ubisoft. Ist halt. Das Problem an Ubisoft, das wollte ich noch sagen, stimmt, aber das habe ich auch schon mal gesagt, ist, die haben über die ganze Welt verteilt Studios. Die machen alle, wenn die so ein riesengroßes AAA Assassin's Creed machen, dann macht das eine Studio die Gesichtsanimation, das andere Studio baut die Architektur der Maps auf, das andere Studio ist für irgendwas komplett anderes zuständig, die machen die Story, die machen die Lokalisation und am Ende wird alles genommen über den Globus. In eins zusammengeschmissen, umgerührt und rausgehauen. Und dann ist es halt schwierig, dann ein Spiel rauszubringen, das halt wirklich in sich schlüssig funktioniert, sondern fühlt sich dann eben an wie von ganz viel zu vielen Köchen halt überkocht. Und eventuell, was man noch dazu sagen kann, es gehen ja immer wieder Gerüchte um, dass Ubisoft von Vivendi halt zwangsübernommen wird, äh, ja. also Kampagne We Are Ubisoft denen geht es finanziell nicht so gut. Und das heißt, sie können sich halt nicht viele Risiken erlauben, die finanziell Money in den Dreck setzen, weil dann gibt es die halt nicht mehr. Und deswegen machen sie vielleicht auch lieber dann halt eben das fünfte Ding nochmal von Far Cry, als sich irgendwas Neues zu trauen, was absolut innovativ ist und dann vielleicht einfach nicht zündet. Also ich meine, Chat in Ehren, ja, aber wenn man meckert, dann meckert man. Wenn das jemand nicht erkennt oder das nicht seine Meinung ist, ist das vollkommen okay. Wenn ihr ständig und immer wieder dasselbe sehen wollt, könnt ihr das tun. Ähm, aber aus, aus meiner Sicht, ich habe mehrere hundert Spiele gespielt im Stream und weit, weit, weit über hunderte Spiele. Und dann ist das irgendwann immer wieder dasselbe. Und wenn man das selber nicht hat und diese Spiele nicht besitzt und sie nicht gespielt hat, ja, also wenn ich euch sage, ich habe über zehn Teile Assassin's Creed gespielt und euch sage, es reicht langsam, oder Far Cry alle Teile gespielt habe, außer Primal jetzt, okay, Entschuldigung, dann ist das irgendwann, versteht ihr? Es ist so, das ist. Ja, und Sie können es ja, das Schlimme halt ist jetzt. halt so eben <laughs> zum Beispiel bei mir auch gesagt, ich bin halt eben, ne, Dark Souls Mensch und auch gesagt, es wird halt eben nicht besser von Dark Souls 1 zu 2 zu 3 und bitte keine Fortsetzung mehr. Viele wollten ja dann direkt eine Bloodborne-Fortsetzung, wo ich von Anfang an gesagt habe, bitte keine, noch nicht noch eine Fortsetzung von irgendwas, es wird einfach nicht besser, macht was Neues, bitte. Das ist halt äh, klar, Wie hat, äh, jeder kann das halt Spiel gut finden, es ähm, ist halt eben nur in dem Moment halt unsere persönliche Meinung. Wie hat, klar kann das jeder halt spielen und auch gut finden. Eben. Vor allen Dingen und können sie Tiefer. es auch besser. Sie können es ja besser. Das beweisen sie ja auch. Und die haben genug Kohlen. Dann sollen sie Kohlen endlich mal sinnvoll ausgeben. Bitte. Würde ich mich freuen. Und schöne Triple-A-Titel rausbringen. Aber ist egal. Das geht sonst zu weit. Das ist für mich wie ein rotes Tuch. Äh, für die Switch wurde ich, mir fallen gerade noch andere Sachen übrigens für die Switch ein. Fällt mir gerade mal so ein, äh, die ich jetzt nicht da drauf geschrieben habe. Ich würde die einfach alle mal zusammenpacken, bevor mhm. wir jetzt zum letzten Punkt kommen. Und zwar einerseits wurde ein Pokémon RPG Core Game für die Switch ähm, angekündigt, was sehr sehr interessant ist aus dem Grund, weil normalerweise Pokémon Spiele immer nur für Handhelds rauskommen und für die großen Konsolen von Nintendo eben immer nur so Spin-offs, irgendwelche ähm, Kampfspiele, was ja jetzt auch mit Pocken irgendwie rauskommt oder wie auch immer das heißt. Äh, ich bin jetzt nicht so der Pokémon-Fan, deswegen ähm, werde ich da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber es wurde tatsächlich ein richtiges RPG-Core-Pokémon für große Bildschirme. Klar für die Switch, weil es ja auch ein halber Handheld ist, ähm, aber man kann es eben auch in groß spielen. Und das finde ich interessant tatsächlich, ähm, dass da was rauskommt, dass sie sich tatsächlich endlich mal getraut haben, den Schritt zu gehen. Aber. Ähm, es wurde nur gesagt, sie arbeiten dran. Es ist noch ganz, ganz früh in der Entwicklung und mal gucken, wo es halt hingeht. Das fand ich interessant. Ja, wenn ich, ich den ganzen Nintendo Switch-Klamotten weiter angekündigt würde, bin ich erstmal raus. Kenne ich gar nichts von. Ähm, muss ich mehr sehen, wenn es halt Richtung Release geht, weil ich halt vorher noch nie eine Nintendo-Plattform hatte. Kenne ich die Vorgänger nicht. Bin ich der Falsche für? Hast du die genau. Switch jetzt aktuell schon? Ja, für, für Zelda halt geholt, genau. Okay. Aber wie gesagt, die ganzen anderen, äh, was da halt alles, Chrono, Trigger, whatever da jetzt gleich noch kommen, <laughs> kenne ich halt die Vorgänger alle nicht. Deswegen kann ich halt nichts sagen, ob das halt eben gut aussieht oder nicht. Metroid wurde auch angekündigt, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist das Zweite, was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich nicht auf die ähm, Liste geschrieben habe. Äh, Metroid 4. Also, nee, Metroid, wie ist denn das? Siehst du, das habe ich nicht aufgeschrieben, jetzt fällt mir nicht mehr ein. Auf jeden Fall, die, die ähm, letzten, es gab drei Teile. Metroid Primal, Prime. Metroid Prime, so hießen die. Genau. Ich habe leider keinen gespielt. Die sind so Ego-Perspektive, wo ich normalerweise weggehe von. Ähm, sollen aber sehr, sehr gut gewesen sein tatsächlich. Und die Geschichte, die sie erzählen, sollen auch extrem gut gewesen sein. Ähm, und da soll jetzt eben auch ein vierter Teil für die Switch eben in Entwicklung sein. Hab, man hat aber nicht viel gesehen, außer gute Musik und also außer ein bisschen Sound und, und das Logo. Ähm, aber das so die beiden Sachen hintereinander äh, die Nintendo da direkt rausgehauen hat, so Nintendo braucht da nicht viel zu machen, die zeigen einfach die zwei Logos ähm, und dann äh, freuen sich alle schon im Prinzip, weil die halt tatsächlich, da kann man von ausgehen, dass das auch gut wird. Aber vor 2019 ehrlich gesagt, rechne ich da auch nicht mit. Von daher freue ich mich da jetzt noch nicht zu viel drauf. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Und äh, dann war noch Xenoblade Chronicles 2, äh, glaube ich heißt das, ähm, wurde dann angekündigt. Ich komme bei Xenoblade ein bisschen durcheinander, weil es gab ein Xenoblade Chronicles, dann gab es ein Xenoblade Chronicles X. Das ist das, was ich gespielt habe, aber leider nie durchgespielt habe. Das war ziemlich cool, weil es super schön aussah und in dieser riesengroßen Welt da ähm, gespielt hat. Und rein optisch war das so Mother of God, ne? dieses Gift. Äh, wo man, wo man die, die Sonnenbrille runternimmt und so. Wunderschönes Spiel, aber halt schon sehr, sehr grindlastig. Und ähm, jetzt haben sie eben den Nachfolger von dem Vorgänger im Prinzip storymäßig angekündigt, dass es ein bisschen comichafter aussieht wie da. Ähm, mal gucken, ob es mich interessieren wird. Es spielte sich, also der, der Sonneblade Chronicles X hat sich so ein bisschen gespielt wie ein WoW alleine. Also man hat halt eine ganze Truppe von vier oder fünf, vier? oder fünf Leuten äh, gesteuert und musste halt miteinander die spielen lassen, damit man so extra Kombos freischalten konnte und so halt ein Rollenspiel ohne ähm, dieses dieses typische Final Fantasy ähm, Rundenbasiert, was ja auch Final Fantasy mittlerweile abgeschafft hat, äh, sondern es war cool, aber schaut mir hier von Socken äh außen Socken Du hast aber ein Spiel vergessen. Welches? Ja, womit du mir eine Freude gemacht hättest. Das kannst du ja immer noch sagen. Ach, das Fishing. <laughs> ja. Entschuldigung. Gesundheit. Final Fantasy angeln. Oh, Hoffentlich hey. ist das nicht nur mit VR. Oh, das wäre so gut. Ich habe mich so gefreut. Ich stehe auf Angeln. Da hätte ich voll Bock drauf. Warum? Weil das super ist. Das ist, das ist großartig. Ich freue mich da. Das war von den ganzen Spielen, wo man bis jetzt irgendwo angeln konnte. Man hatte über 100, 120 verschiedene Fische und, und das, war, das hat mega Spaß gemacht. Da freue ich mich drauf. Bin, ich hoffe, dass es ohne VR geht. Ich, ich möchte nämlich dazu nicht extra eine Brille aufsetzen. Ähm, das wird toll. Ja, das wollte ich noch sagen. Provialle. Das macht Spaß. Leute haben nach Bethesda-Games gefragt. Hat Bethesda außer Wolfenstein... Und den VR-Sachen noch was angekündigt? Da wollten wir gleich noch drüber sprechen. Okay. Das steht auf der anderen Tabelle. Na dann mach Bei den letzten Punkt Dis und dann hopp hopp. Ja. Vorletzten Punkt. Na runterscrollen. Da ist noch was. Ähm, das letzte Spiel, das hat der Slef mir äh, noch gesagt. Ich hab da, das ist an mir vorbeigegangen tatsächlich. Also ich hab's gesehen, aber ich fand es jetzt nicht so interessant. Erst als ich dann reingelesen habe, habe ich gesehen: oh, ist ja ein Souls-Like und zwar Ashen. Er kommt am 7. November 2017 raus für Xbox One und PC. Es gibt allerdings eine Steam-Seite, es wird also kein Play Anywhere-Titel sein. Ähm, sieht aus wie ein Souls-Like mit einer etwas polygonisierten Grafik, wenn ich das so sagen kann, glaube ich. Ähm, kannst du da was zu sagen? Ja, letztendlich äh, habe ich es eben. War das einzige Souls-like, was auf der ganzen E3 halt vertreten war? Und deswegen war das so meine Hoffnung, dass da vielleicht was eben zu sehen sein wird von insgesamt anderen Herstellern. Aber nee, das war so das, das einzige. Und Souls-like prinzipiell wandert immer erstmal direkt auf meine Liste. Was mhm. es jetzt letztendlich wird, es wird halt mehr oder minder, wie es aussieht, halt so ein ja, Dungeon-Exploration-Spiel mit, mit einem Souls-ähnlichen Combat. Und wir sagen mhm. ganz interessant aus, werde ich weiter verfolgen und wenn es halt eben Bock macht, dementsprechend auch spielen. Ja, viel mehr hat man auch noch nicht gesehen. Oh ja, okay. das sieht interessant aus. Ja, ich bin mittlerweile bei souls -like so ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es gab so einen Dungeon-Crawler, der auch Souls-Like sein sollte mit so... Necropolis. Ähm, genau. Ja, man, ah, nee, cool. Das so hat gut. mich ein bisschen <laughs> ja, man, vom Souls-Like-Namen... So ja, aber das so. ist glaube ich eher das Problem, dass nicht unbedingt Souls-like und Roguelite zusammenpassen, genau. weil Souls ist viel sterben beim Boss und lernen und äh, Roguelite ist Permadeath. Mhm. Ja. Genau. Okay, dann passt nicht so gut zusammen. Ja. Mal gucken. Kommt ja im November raus, das also ist nicht mehr so lang. Und ich The weiß, Evil Within 2 hatten wir vergessen, stimmt. Welches? The Evil Within 2. Ach so. Ja, ich hab's gesehen, aber ich hab's jetzt nicht auf die Liste geschrieben. Das war jetzt fand ich. Also, ich weiß nicht, sie hat das. Gut wird? Ja, ja, ich fand das erste nämlich auch ähm, abgesehen vom so, so zum Schluss hin, aber ähm, das war eigentlich ganz gut. Ich hab da Spaß dran gehabt. Okay. Die mhm. Dizzy mhm. hat das nach einer halben Stunde ausgemacht. <kühm> Noch wenn's, schneller. Viertelstunde. Ja, war ziemlich schnell. Ja, das ist, also, das ist mir persönlich einfach. Zu viel Blut hm. auf einmal. Ich guck mal gerade nach. Ja, 46 Minuten. Hm. Und von 46 Minuten habe ich 20 rumgestanden. Aber gut, die ersten sieben Kapitel fand ich ganz geil. Da halt eher so Resident Evil-like. Hm. Und ähm, danach wurde es halt eher so ein Ballershooter-Moped. Leider. Da fand ich uninteressant. Äh, ich hoffe, dass sie halt eher in die Richtung gehen, wie die DLCs waren, oder die ersten sieben Kapitel, dass es eher so Resident Evil wird. Dann wird es vielleicht cool. Müssen wir abwarten. Aber erstmal freue ich mich drauf. Und kommt, glaube ich, am Freitag, der 13. Ne? Oktober. Mhm. Datum für ein Spiel. Im Oktober gibt ja. es einen Freitag, den 13. Ja. Oh, das ist mhm. perfekt. Uh. Uh. Ich bin schrott oder was? Hm? Am Freitag, der 13. im Oktober ist perfekt. Ja. Das ist perfekt. Hätte jetzt natürlich noch weitere Spiele geben können, die ich drauf hätte schreiben können, mindestens doppelt so viele. Ich habe versucht, guck mal für Uhr, so, ähm, ne, wir wollen um 12 Uhr eigentlich ja. durch sein. So Call of Cthulhu hätten wir noch drüber reden können. Ähm, Kingdom Come Deliverance zum Beispiel war, worauf ich mich auch sehr freue. Da hätten wir noch drüber reden können. Sonic-Spiele. Ja, die, die Liste war lang. Eben. Die ganzen Nintendo-Sachen, die wir jetzt nicht drüber gesprochen haben. Aber irgendwann äh, muss man dann, ähm, ne, mal auch sagen, so. Da können mhm. wir noch einen zweiten mitfüllen. Ja, locker. Ja. Es ist wirklich noch eine, eine Menge. Ja, wenn ihr übrigens, genau, ähm, wenn ihr hier auf, die, auf der Seite gibt es mal komplett die E3 mit allen Spielen, die da ähm, vorgestellt worden sind, noch mal komplett zusammengefasst. Da dürfte eigentlich auch nichts fehlen. Ähm, mit den wichtigsten Infos drauf, Links, wo man mehr Infos bekommt und sowas. E3Recap.com für die Leute auf YouTube oder die sich das jetzt gerade per MP3 anhören. Ähm, da kann man sich das anhören. Äh, durchgucken nochmal. Und da sind auch dann alle Sachen dabei. Jo. Ansonsten, ja, die Xbox One, da haben wir allerdings jetzt schon ziemlich viel drüber gequatscht. Ähm, das wäre das Letzte jetzt. Ähm, nach der ganzen Software und den Spielen jetzt noch die Hardware-Ankündigung. Da gab es ja, glaube ich, noch eine von Atari. Aber da habe ich mich gar nicht irgendwie eingelesen, weil das klingt jetzt noch nicht so interessant für mich. Eine Konsole von Atari. Ähm, wird wahrscheinlich auch sowas nur wie der Mini-NES. Ja, eben. Ähm, die Xbox One X wurde vorgestellt. Also das, was vorher als Scorpio durch die Lande gezogen ist, heißt jetzt eben Xbox One X. Ist ein total bescheuerter Name. Aber gut, ähm, Xbox One war schon ein bescheuerter Name, fand ich. Ähm, kommt am 7. November. Äh, wird mit Xbox. Rückwärtskompatibilität haben, äh, kommen. Also, die wird dann gleichzeitig freigeschaltet. Das heißt, man wird die ganzen alten Xbox-Spiele nochmal äh, darauf spielen können, wohl, ähm, so wie das klingt. Ähm, soll viel, viel bessere 4K-Darstellungen haben, eben als die äh, PlayStation 4 Pro. Ähm, eben, weil sie noch ein bisschen stärker ist. Also, die hat 12 GB Grafikspeicher und einen 6 Teraflops-Prozessor. Die ähm, PlayStation 4 Pro hat eben nur 4 äh, Teraflops. Dadurch haben die halt wesentlich mehr Power unter der Haube. Kostet dafür auch 500 Dollar, also 499 im Vergleich, ähm, also 100 Dollar mehr als die PS4 Pro. Und verspricht eben relativ viele Spiele mit nativen 4K darstellen zu können und in 60 FPS. Mal gucken, ob es tatsächlich klappt. Ja. Wobei, FPS, habe ich ja gerade schon gesagt, wurde halt nur tatsächlich einmal direkt beim ersten Titel Forza genannt, danach Nivir. Dann ging es nur noch um 4K. Ja. Äh, dann haben sie halt im Endeffekt 23 Spiele, glaube ich, vorgestellt, wenn ich halt hier auf dem Zettel richtig sehe. Ähm, weil das war das, was halt eben viele vorher kritisiert haben an den letzten PKs auf der E3. Die zeigen halt nichts, sondern labern nur. Microsoft hat es dieses Mal anders gemacht. Das heißt, sie haben nach kurzer Vorstellung von der Xbox halt die Games halt gezeigt und ähm, ich glaube das Lineup ist halt ist für jeden was dabei und denen ist halt egal ob du es jetzt auf der Xbox <laughs> spielst oder auf dem PC weil exklusiv dabei ist halt nichts wir hat angefangen von AAA, Forza, Metro ähm, oder halt äh, über Indies, äh, Minecraft, ähm, was weiß ich ist halt alles dabei also sie wollen halt eben die breite Masse ansprechen und wer wo du spielst egal Hauptsache du spielst ich glaube das ist der Tenor ob du dir jetzt eine Steam Machine holst für Steam Games oder die Xbox für Xbox Windows 10-Spiele. Das ist halt die neue Philosophie von Microsoft. Hat mich gewundert. Ähm, beziehungsweise ja auch überrascht, dass sie nicht davon abgerückt sind. Ich hatte nämlich ein bisschen befürchtet, dass sie wieder wegrudern von diesem Play Anywhere. Nee, sie verhalten aber ihren Kurs bei und ja. ziehen den tatsächlich auch durch. Ja. Dann ist nachher die Frage, was du mit dieser... Äh, was du mit der Konsole nachher noch willst. Also wir hatten ja, vorhin Leute. schon, wir hatten vorhin schon drüber ge gesprochen und äh, ja. Ja, es wird sicherlich Couch Gamer geben, die sich jetzt frischen 4K-Fernseher geholt haben, im Büro halt vielleicht kein Gaming-PC haben oder der, der die aktuellen Spiele nicht auf 4K schafft. Die stellen sich halt dann für 500 Euro, ähm, das wird das Ding wahrscheinlich an Kosten im, im deutschen Raum, ja. stellen sich einfach die Konsole an ihren 4K und äh, Fernseher im Wohnzimmer und spielen da halt die Spiele. Ja. Ähm, von daher, ich sag mal, für viele Streamer, die gerade alle Hardware haben, wahrscheinlich nicht interessant. Soll jeder kaufen, wer es braucht, wer es nicht braucht, lässt es. Mir persönlich fehlen halt die Exclusives, die mir den Anreiz geben. Ich habe mir eine Switch geholt, weil ich halt ein Spiel spielen wollte, was ich Wonders nicht spielen kann. Ergo habe ich die Switch für Zelda. Ich hatte eben keine VU. Ähm. Genauso war es bei der PlayStation oder wäre es bei der PlayStation, da gibt es halt Spiele, die ich spielen will, gibt es bei der Xbox nicht. Ich habe es damals gemacht, wo es das noch nicht gab, das Play Anywhere für Tomb Raider ähm, beziehungsweise Gears, aber das geht ja auch mittlerweile dann auch äh, Play Anywhere und deswegen ist das für mich eher uninteressant. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum ich mir jetzt eine Xbox nach Hause stellen soll, wenn ich halt eine PS4 habe und einen PC. Halt, ja, da bringt halt nichts. Und was nochmal daraus resultiert, glaube ich, aus der PK von Microsoft, ist die PK von Sony, die ja ähm, später war. Ja. Und die haben sich auch die PK halt angucken können und sie mussten halt nicht viel machen. Das heißt, sie haben angefangen mit: hey, unser exklusives Spiel Uncharted, hier gibt es ein DLC für, unser exklusives Spiel Horizon, hier gibt es ein DLC für. Das heißt, im Endeffekt waren alle Spiele, die sie mehr oder minder gezeigt haben, fast True Exclusives. Mussten halt nicht viel machen. Die PK war angesetzt für äh, zwei Stunden, ging aber nur 60 bzw. 70, 75 Minuten. Das heißt, die haben sie wahrscheinlich sogar noch gekürzt, nachdem sie das halt von Microsoft gesehen haben, weil sie einfach nicht mehr machen mussten. Ja. Im Nachhinein haben sie noch getötet, ja, wir hätten noch mehr gehabt, aber zeigen wir dann auf der PSX. Also, also vier, auf der Station Experience. Vier Spiele äh, waren keine Exclusive-Titel. Im ah. Gegenzug waren, es waren 17 Spiele, das heißt, elf waren Exklusiv. Bei PlayStation. Bei PlayStation. Ja. ja. und mehr musste Sony halt nicht machen. Hat halt letztendlich für Sony gereicht zu sagen, wenn ihr unsere Konsole bitte kaufen möchtet für unsere Exklusivspiele, macht es halt. Also Chat schreibt gerade, die fanden die Sony PK langweilig. Ich fand sie, ich will genau so eine PK sehen. Trailer nach dem Trailer nach dem Trailer. Ich genau. brauche keine cringy Tänzerinnen auf dem Dingens oh, bitte nicht. auf der Bühne und irgendwelche coolen äh, Jonglier. Tolle Leute, die aus dem Zoo kommen und mir. Ja, zumal. Also, ich glaube, das Argument ist ja auch schon so. Genau, wollte ich gerade sagen. Das Argument mit ja. Trailer an Trailer lasse ich mal nicht gelten, weil dann waren es vielleicht nicht die Geschmäcker der Trailer, die du mochtest. Weil letztes Jahr wurde die PK dafür genau nämlich gefeiert, dass sie einfach nur delivered haben mit Game an Game an Game. Ja. Klar, ja. wir sind in der Phase, es ist halt letztes Jahr schon viel vorgestellt worden. Das muss erstmal rauskommen. Das heißt, Last of Us 2 wurde angekündigt. Wir haben Days Gone. Wir haben God of War. Die sind alle noch nicht draußen. Das heißt, wir haben dieses Jahr mehr gesehen von dem, was letztes Jahr angekündigt wurde. Ein, zwei Neuankündigungen. Ich gehe mal davon aus, nächstes Jahr wird der größte Teil draußen sein. Und dann werden wir auch mehr wieder an neuen Titeln halt hören. Das ist halt, wir ne? letztes Jahr zu toppen ist schwer mit dem, was rauskam. Wir hatten nichts von From Software, für mich persönlich. Das wird wahrscheinlich dann in Tokio, also auf der Game Show, kommen. Jo. Genau. So viel dazu. So. Dann wechseln wir mal in die andere Tabelle. Hm. 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 Da hatten wir nämlich äh, ein paar Sachen, die jetzt so in den letzten paar Wochen passiert sind. Ich weiß nicht, ich würde am liebsten ähm, bei der X3 erstmal bleiben. Ähm, und zwar Bethesda. Hat ja ein paar Sachen neben, ähm, wie heißt das, Wolfenstein <laughs> gezeigt. Wie um, heißt das? Ja, Hulfenstein war da so eigentlich bei, bei der bethesda pressekonferenz so das Einzige, was wirklich hart, interessant, positiv war. Der Rest, was Sie vorgestellt haben, war, Fallout kommt jetzt für Virtual Reality, Skyrim kommt jetzt für Virtual Reality, Skyrim kommt jetzt für die Switch und PlayStation es kommt jetzt für Virtual Reality. PlayStation, genau. Ja. Richtig. Und sie kommen jetzt mit dem Creation Club, was im Prinzip eine Möglichkeit ist, Mods vom PC auf Konsole zu übertragen. Und ähm, die Mods werden Geld kosten. Doom hat übrigens auch VR jetzt. Doom? Wie VFR. So virtual fucking, ja. genau. Bitte, virtual fucking Reality. Bitte was? Virtual Fucking Reality. Ist das da wirklich? Ja, ja. ja. VFR. Quake Nicht Champions v kommt noch raus. Dishonored ist glaube ich DLC, oder? Ja. ja. Die Evil Within 2, okay, ist cool. Elder Scrolls Online Morrowind ist, glaube ich, schon draußen. Elder Scrolls ja. Legends ist auch draußen. Also, ja. pff, da ist einfach mal äh, nix. Wobei, ich meine, was heißt nix? Ich sag mal, Skyrim Switch, okay, come on. Skyrim Handheld ist schon eine Nummer. Und ja, das glaub, war aber das nicht neu. Das haben sie, damit, haben sie damals die Switch schon angekündigt, dass es Skyrim drauf geben wird. Ja gut, okay. Dann hast du halt VR. Es ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Also ich glaube, so, so, das sind halt Spiele, die sehr viele Leute sehr geil finden. Und das Ganze dann in VR, come on. Ja, schlecht ist es nicht. Hm? Schlecht ist es nicht. Quake Champions ist auch halt noch, keine Ahnung, was das wird, aber... Ich sag mal, sie haben jetzt nicht Spiele angekündigt, aber sie haben schon ganz schöne Brocken angekündigt. Entschuldigung, ganz schöne Brocken angekündigt. Ähm, um, Fallout 4 VR wird nochmal 60 Euro kosten. Was? Wenn <laughs> du es schon besitzt, scheißegal. Oh. Offensichtlich, nach aktuellem Stand. Also, wenn du dir jetzt die Fallout 4 VR. Steam-Seite anguckst, kannst du es vorbestellen für 60 Euro, auch wenn du Fallout 4 bereits in deiner Bibliothek hast. Die verlangen noch einmal für dieses Spiel, nenne ich es mal, dieses Rollenspiel mit den vielen Dialogoptionen, <laughs> das so gut gew gewesen ist, Mann, hab ich das Spiel geliebt, noch einmal 60 Euro. Wenn du es mit Virtual Reality spielen möchtest. Wow. Uh, ja, okay, gut. Dann uh, Fuck you, Bethesda? <laughs> okay. Ja, das finde ich krass. Ich, ich sag mal, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der halt Geld für sein Virtual Reality Moped ausgegeben hat, froh ist, dass er jetzt Spiele spielen kann. <laughs> ich sehe es aber auch so ein bisschen skeptisch. Die Entwicklung ist halt doof. Klar, sie nutzen das Ganze wahrscheinlich, um jetzt halt mit alten Spielen nochmal zu gucken, wie das alles funktioniert, damit sie es direkt von den neuen oder für die Neuen dann umsetzen können. Ich hätte mir aber gewünscht, dass sie es halt direkt so gemacht hätten und halt neue Spiele mit VR Unterstützung rausbringen, als jetzt alte nachzupatchen und volles Geld dafür haben zu wollen. Du kannst ja denn nicht mal wahrscheinlich Skyrim modden zum Beispiel, oder? Mit VR? Ich habe Skyrim bis heute noch nicht mal gespielt. Okay, das ist ja dreist. Okay, das, okay, come on. das ist wirklich richtig kackendreif. Also nach jetzigem Stand. kann das ja sein, dass sie es dann für Leute, die das Spiel schon haben, dann nochmal irgendwie ein bisschen billiger machen oder so, aber aktuell, ich meine, dann könntest du es ja auch billiger schon vorbestellen. Ich mache aber Skyrim VR gab es ja auch, oder? Ja, ja. Aber das gibt's bei Steam, ne? Das gibt's noch nicht bei Steam, nee. Ey, wenn die sie für das Spiel nochmal 60 Euro nehmen, dann leck mich am Arsch. Dann hat das Studio aber so richtig hart bei mir verschissen. Schon allein mit Fallout 4 ist das... Das ist dreist. Das ist doch kein neues Spiel. Das ist einfach nur du klatschende Brille, die sowieso schon tausend Latschen kostet und dann... Okay, come on. Willst du mich verarschen? Und das Ding ist, du kannst dich in diesem Spiel, und das werde ich mit dir, du hast gar keine Open-World-Sachen, äh, weil wo willst du mit deinen Kabeln hingehen? Okay, das ist wohl die dickste Verarsche oder was? Come on, fuck you. Was soll das denn? Ja, also auf, auf, auf der Playstation wirst du es definitiv kaufen müssen. Ja. Weil das ist da halt nicht mit drin. Das muss du extra kaufen, das ist schon ja. mal klar. Also, wie ja. es jetzt bei Steam ist, ob es ist kostenlos releasen, keine Ahnung. Wir haben ja teilweise auch die Remastered auf Steam halt verschenkt und auf der Konsole musstest du die ja trotzdem kaufen. Da gab es ja nicht umsonst. Keine Ahnung, ob sie da halt die Konsolenspieler halt nochmal zur Kasse bitten oder auch die PC-Spieler. Ja, okay, dann liebe ich mir doch die Modder, die das wahrscheinlich, das kannst du wahrscheinlich bei, bei modern dir holen und da kriegst du Verlau. Wow, das ist wirklich dreist. Also das ist wirklich richtig dreist. Also wenn das denn so sein sollte, ist ja nicht bestätigt, aber wenn das noch mal so viel Geld kostet, come on please. Wow. Also das ist, also wow. Ich habe ja eigentlich mehr viel von Bethesda gehalten, aber das ist ein richtig, also wie gesagt, wenn, wenn, wenn das so ist, hm? weiß ich noch nicht. Wow. Wollte ich nur mal ansprechen. Interessiert vielleicht den einen oder anderen. <lacht> nee. <lacht> okay. Kommen wir mal zu meinem absoluten Highlight der E3, wenn ich das mal so sagen darf. Und das war die Devolver Digital <laughs> äh, Konferenz, Pressekonferenz. Ich weiß gar nicht, kann man das so nennen. Also das war glorios. Ganz im Ernst. Ja. Die haben Hab sich einfach mal, die haben sich eine Stunde bei Twitch, glaube ich, gekauft. 15 Minuten davon, oder ich weiß gar nicht, wie das funktioniert im Hintergrund, ob sie es auch bei der E3 angemeldet haben. 15 Minuten haben sie eine Pressekonferenz abgehalten, die am Anfang tatsächlich so aussah, als wäre es eine echte Pressekonferenz. So nach und nach wurde dann klar, es ist alles nur vorgespielt, also voraufgenommen, und das Publikum, das man gesehen hat, ist gar nicht echt. Und die Sprecherin war eine Schauspielerin, die quasi so die, die ähm, Sie haben einfach die gesamte Industrie für 15 Minuten und darüber hinaus dann noch eine Stunde weiter komplett durch den Tee gezogen. Kakao, wie auch immer. Ähm, das war wirklich genial. So, die die, die ähm, Moderatorin hat am Anfang eine Waffe gezündet und, und hat in die Luft geschossen, damit das Publikum leise wird und nicht so gehypt ist. Und dann haben sie irgendwie Sachen vorgestellt, wie dass man jetzt Geld in den Bildschirm werfen kann und das sofort beim Entwickler ankommt. Und es wird blutig. Ihr ist am Ende der Kopf geplatzt und ist war genial. Also hat, wer das noch nicht gesehen hat, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Ich poste das mal in den Chat. Ja, das muss ich mir oh, mal Oh, nee, anschauen. das war der. Was? Was? Sorry, falscher Chat. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Der earliest access. sie <laughs> ja, haben halt eben gut auf, aufs Korn genommen. Ja. Das war mein halt. Ich liebe das. Dieses, sie haben einfach 15 Minuten postet. Live. Und haben dafür ernsthaft Geld ausgegeben, um eben diesen E3-Slot zu haben. Das fand ich halt am coolsten. Und wer die Volver kennt, so, die, die ne, bringen halt schon relativ gute qualitative Spiele raus. Sie haben nicht ein Spiel vorgestellt. Über die komplette Stunde. Sie haben zwei Spiele vorgestellt, die es nie geben wird. Tatsächlich. Also. Ja, wobei es halt interessant war. Tatsächlich hatten wir ja eben schon jetzt mit Microsoft und Sony gesprochen, wer sich halt besser darstellen will. Was mittlerweile eben ja, sie versuchen halt Psychologie halt zu spielen, eben einzuwirken. Und da fand ich das muss ich sagen extrem erfrischend, einfach mal wieder was ich nicht ernst nimmt und nur Spaß machen will. Ja. Weil im Endeffekt ist die ganze Branche da entstanden, um uns zu unterhalten. Und ja. der Trend muss ich sagen, war, was halt eben diese Konferenzen halt machen. Mit vorher liegen selbst liegen und so, das ist halt alles hat Ausmaße angenommen. Die Entwicklung muss ich sagen finde ich gar nicht so geil. Er hat äh, blame sie Internet, weiß ich nicht. Äh, wird halt extrem mittlerweile alles sehr sehr Business und ähm, der Spaß geht halt eben dabei ein bisschen flöten. Es ist halt Hollywood. Sie machen das Gleiche wie Hollywood. Sie bringen nur noch Fortsetzungen raus. Die trauen sich nichts Neues mehr, weil Produzenten wie in Hollywood eben nur noch darauf gucken, ist da eine Masse da, die wir ansprechen können. So, das hat man bei Filmen wie bei ähm, Ghost in the Shell zum Beispiel gesehen, jetzt äh, beim letzten Film. Die haben geguckt, oh, da ist eine Fanbasis, die könnten wir benutzen, aber den Film machen wir im Prinzip für massentauglich und dann haben wir beides unter einem. Und genau das macht eben jetzt auch die Spielebranche immer und immer mehr, weil sich da eben Geld mitmachen lässt, mittlerweile richtig viel. Ja. Und dann kommt halt eben ein, ein fünfter Teil von einem Far Cry. Aber gut, das Schöne ist, wir haben eine schöne Indie-Szene und ähm, im Gegensatz zu Indie-Filmen haben in die Programmierer eben die Möglichkeit mit Steam und so, dass die Sachen direkt zu uns zu bringen. Und daher ist es jetzt nicht ganz so schlimm, finde ich. Schade trotzdem, schade trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Ihr habt die Devolver nicht gesehen oder was? Nee, nee ich, ich werde mir das nachher anschauen. Ich habe gar nichts gesehen. Kann ich nur empfehlen. Ich habe mir davon nichts angesehen. Ja. Ähm, da, das solltest du dir angucken, weil da wird kein Spiel vorgestellt. Da wird auch nicht versucht, Hype aufzubauen oder so. <laughs> okay. Also, es könnte deinen Humor treffen, vielleicht auch nicht, weiß es nicht, aber. Es war doch äh, das mit dem Blut und wenn einer vorm Rechner sitzt und so, oder? Ja. Ja, ja. Okay. Und ihr lief dann irgendwann Blut auch aus der Nase, weil er sich so in Rage geredet hat. Mhm. Ähm, take Two hat ein cease and desist letter also wie heißt das auf Deutsch? Eine gerichtliche Verfügung oder hm. so? Oder ein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein cease and desist gegen ein gegen das Modding-Tool Open V, Open 4 Ich weiß nicht, wie es heißt. Äh, rausgehauen und die Entwickler von diesem Modding-Tool, was übrigens ein sehr sehr wichtiges Modding-Tool für die gesamte GTA 5 modding szene ist. Ähm, haben dann gesagt, ja, ist zwar jetzt nicht so legal, was ihr da macht, aber ich habe jetzt keinen Bock, mich hier für ein Jahr lang mit euch zu streiten vor Gericht. Ähm, wir geben dem nach und haben ihre Software gesperrt. Ähm, man kann sie nicht mehr runterladen. Das heißt, im Prinzip liegt aktuell die gesamte Modding-Szene ähm, für GTA 5 brach. So gesehen, weil das wirklich so, das ist so, als würde Bethesda, glaub, also ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, weil ich mit, mit GTA 5, mit der Modding-Szene persönlich jetzt nichts zu tun habe, aber ich stelle mir das vor, das wäre so, als würde Bethesda sagen, Nexus, ihr müsst euren Laden dicht machen. Ähm, und alle Skyrim-Mods und Fallout 4-Mods würden plötzlich nicht keine, keine Grundlage mehr haben und keine Software, mit der man sie, sich das angucken kann und vor allen Dingen auch kein Tool, weil GTA... 5 hat ja eigentlich gar kein richtiges eigenes Tool, so wie eben mhm. die Bethesda-Sachen, sondern das lief halt alles über eben diese diese ähm, ähm, Plattform von Open vor. Und ähm, daraufhin hat sich die Community komplett gegen Take Two gestellt, haben angefangen bei Steam negative Reviews äh, rauszuhauen. Das Spiel liegt momentan bei den letzten 30 Tagen Reviews bei 15 Prozent. <laughs> Das ist eine sehr rote Zahl Ups. und äh, sie haben eine Petition auf change.org auch gestartet, die haben mittlerweile, also vorhin hatten sie 40.000 Stimmen da drin, also wer sich das mal angucken kann auf der Steam-Seite, äh, möchte auf der Steam-Seite da, es ist sogar die, die Gesamtbewertung äh, ist mittlerweile auf ausgeglichen runtergefallen bei Steam. Was das jetzt für GTA RP heißt, weiß ich nicht, ich glaube damit hat das nichts zu tun. Ich glaube, GTA RP läuft nicht über Open vor. Ja. Ähm, aber die ganzen Singleplayer oh. zum Beispiel ging jetzt raus. Ja. Ihr habt da nichts von mitbekommen, nehme ich an. Natürlich nicht. GTA habe ich vor zwei, drei Jahren einmal durchgespielt und seitdem ja. habe ich es nicht mehr. Dumm, dumm, dumm. Gut. Dann NRW kriegt eine neue Regierung. Äh, NRW ist ja jetzt kraftlos, wie man weiß. Ähm, die große Koalition aus FDP, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, ich habe so wenig Ahnung von Politik. Ne? Ähm, aus FDP und äh, CDU haben jetzt gesagt in ihrem ähm, in ihrem Koalitionsvertrag möchten sie die Sendelizenzpflicht für eben Streamer äh, raushauen und verbieten. Ähm, ist natürlich noch nicht durch, das muss ich noch ergeben. Aber sieht ähm, gut aus. Ja, ich wohne in NRW, brauche keine Lizenz. Glück gehabt. Ja. Und wie ja, wir schon abwarten, vor zwei Monaten. Abwarten, genau, ruhig bleiben in, und wie wir, ja schon irgendwie klären. wie wir ja schon vor zwei Monaten gesagt haben, einfach mal nicht drüber aufregen. Das Problem wird sich schon irgendwie von alleine lösen. Ich Glaube, das Problem löst sich gerade von alleine. Ja. Okay, dann das letzte von der E3 und überhaupt, bevor wir zu den Twitch-News kommen, für mich das ähm, Gegen-Highlight, wie sagt man, das? Ähm, der Flop, dass es nichts Neues von From Software gab. Ja, das hat mich ein bisschen. Da schließe ich mich an. Es gab ja schon Gerücht 99% Bloodborne 2. Mhm. Äh, ich habe halt nur gehofft, bitte was von From Software, aber bitte keine Fortsetzung von From Software. Und ähm, From Software hat sich ja mehr oder minder so ein bisschen von äh, Bandai Namco gelöst und wollte sich auch von Sony lösen. Das hätte eigentlich schon dagegen verstoßen, hätten sie das jetzt groß wieder bei Sony aufgezogen. Von daher finde ich, ist es persönlich ein gutes Zeichen, dass nichts da gekommen ist, sondern dass sie es dann vielleicht im eigenen Land, Tokyo Game Show, ähm, Im September halt zeigen, weil sie wollen ja mit ihren Aufkäufer, also Cardo Cover, äh, die Publisher, haben sie ja aufgekauft, wollen halt eigene Markenrechte halt schaffen, weil sowohl Dark Souls, was Bandrei ähm, Namco gehört, beziehungsweise Demon Souls und Bloodborne gehört Sony, sie haben im Moment nichts eigenes, wo sie halt mit was machen können. Das heißt, wenn sie jetzt wieder eigenständig arbeiten mit Cardo Cover, müssen sie erstmal neue Werte schaffen, weil die anderen gehören ihnen nicht. Ja. Und deswegen finde ich es gar nicht mal so schlimm, dass nichts gezeigt wurde, weil ich dann gute Hoffnung habe, dass Ende des Jahres dann halt ähm, nicht exklusiv für Sony, sondern eben alle Plattformen dann was auf der Tokyo Game Show halt gezeigt wird. Stamina-basierend wahrscheinlich, was wahrscheinlich keine Fortsetzung. Ja. Eben. Ich hätte mir so einen Weltraum-Bloodborne gewünscht. Hast du doch gespielt mit The Search. Nee. Also Search, da fand ich, ich weiß nicht, du hast es ja jetzt durchgespielt. Hat sich das noch mal das Level Design noch mal geändert zum Ende hin? Äh, kam ähm, da noch was Neues oder blieb es Variante? Aber erwarte jetzt nicht halt eben Charlie und die Schokoladenfabrik mhm. oder der große dunkle Wald oder so. Also ja. es bleibt schon Industrial Style. <laughs> also ja, es ist schon ein bisschen anders, aber der große Tenor bleibt halt dieses Industrial Industriegelände. Ja. Aber ich fand's gut. Ja, ja. ich würde mir trotzdem was von ja, Dünchen. klar. Ich meine, das sind halt Richtung. eben die Platzhirsche noch, ne? Genau. Und ähm, jeder von aus, dass wir da halt was sehen werden. Wir spätestens halt äh, PlayStation Experience beziehungsweise Tokyo Game Show davor. Gehe ich ja. ganz stark von aus, weil irgendwas müssen sie ja machen, weil, ne, ich meine, die einzige, da hätte ich ein bisschen Angst vor, ich meine, sie stehen ja auch als Partner bei der Switch drin, dass es dann wirklich irgendwie so ein Nintendo-Exclusive Moped dann wird, mhm. weil keine Ahnung. Oh. Die halt Bock. Oder Boch Dark Souls haben, für die äh, Switch. Nee. Ja, genau so was wie Bayonetta eben damals, der Bayonetta 2 nur für die Wii U rauskam. Ja, aber das, das lag da. nur daran, dass das dass eben Platinum niemanden gefunden hat, der Bayonetta 2 rausbringen will. Und ähm, Nintendo dann gesagt hat, komm, wir geben euch die Kohle und wir bringen das raus und dann könnt ihr Bayonetta 2 exklusiv für die Wii U rausbringen. Das hat sich auch gelohnt. Aber From Software braucht, glaube ich, nicht die Nintendo, die ihn da irgendwie für irgendein Spiel Geld geben, das ist From Software. So, die werden Dark Souls 1 bis 3 auf der Switch rausbringen. Das, deswegen stehen die unter Partnern. Also, ich lasse mich gerne überraschen, dass sie dann Nintendo Exclusive rausbringen, aber ich bezweifle das stark. Ja, also ich glaube auch eher, dass das der, der Re-Release halt wird, ähm, ja. ob man es dann halt nochmal als Fan der Reihe spielen muss. Viel bessere Auflösung oder Performance, wie es auf der Kiste eh nicht bekommen. Es ist halt interessant für die Leute, die mobil unterwegs sind. Äh, wobei das interessant ist, ob sie dann vielleicht so Ad-Hoc-Multiplayer-Summons machen können mit zwei Switches und dann gegeneinander so. Und dann ja. äh, geht der PvP-Kampf los oder so. <laughs> oder ob es mit Wutschen und Wedelsteuerung ist, was sie auch bei Skyrim gezeigt haben, dass du da mit diesen komischen äh, Joy-Cons halt spielen kannst. Ja. Wer es machen will. Also, ich brauche es nicht unbedingt. Übrigens, ähm, ich meinte jetzt nicht, dass, dass sich das Problem von alleine gelöst hätte, wenn niemand da was gesagt hätte wegen Sendelizenz. Ne? Ich habe das gerade nochmal in Chat geschrieben. Es waren ja ein paar Leute direkt betroffen und die haben dann großes Trara gemacht und das ist in Ordnung. Aber zwischenzeitlich war hier auf Twitch die Panikglocke äh, und, und, und ja. jeder, der Affiliate ist, meinte plötzlich bald nicht mehr streamen. Äh, nicht jeder, aber viele die halt Affiliates sind meinten plötzlich bald nicht mehr streamen zu können, weil man eine Sendelizenz braucht, um sich einen Twitch-Account aufmachen zu können und sowas. Die meine ich damit. Ich meine jetzt nicht. Klar wäre das Problem niemals in den Fokus gerückt, wenn sich niemand aufgeregt hätte. Man muss sich ja schon ein bisschen drüber aufregen. Aber ähm, du, manche Leute haben sind ein ja bisschen auch konfrontiert worden mit den Fragen der Zuschauer. Streamst du morgen noch oder äh, ja, genau. holst du dir eine Sendelizenz? Genau. Gesagt, das mussten wir dann eben auch beantworten. Aber das wie gesagt, scheint sich jetzt ja so ein bisschen eben abzuebben. Das war's. Gut. Twitch News. Hätte ich jetzt gesagt. Streamer der Woche. Mhm. Schluss. Hm? Ja. Ja. ja, dann kommen wir mal zu den Twitch News. Piep, piep, piep. Heute ganz schnell, weil wir schon relativ äh, spät dran sind. Ähm, die Twitch Subscriptions, die neuen. Ähm, Varianten davon, also die 10 Dollar und 25 Dollar Subscriptions sind aus der Beta raus. Es, es sind jetzt für alle da. Kam, glaube ich, direkt nach dem letzten Plankenschnack, also das ist schon einen Monat her. Ähm, das heißt, alle, die nicht in der Beta waren, alle Partner, die haben das jetzt auch schon. Ähm, ja. Alle anderen kannten das ja eh schon von vorher, von daher. Ähm, in dem Zuge hat Twitch auch gesagt, dass das Subgifting auch bald kommen soll in den nächsten Monaten, laut äh, Twitch. Das heißt, das wird dann auch bald möglich sein. Das was? Also, das Verschenken von Subs. Ach so. Könnte eine interessante Geschichte werden. Ist die Frage, ob es halt nur die Partner an Zuschauer verschenken können oder auch die Zuschauer untereinander. Aber ja. wir halt mal abwarten, was da halt kommt. Da wissen wir halt eben auch noch nichts Neues. Gerade GIF-Emote gehört. GIF? Ja. ja. Hm? Dann eine ganz, ganz komische Sache. Die habe ich gesehen, habe mich drauf gefreut, habe bis jetzt aber nichts davon gesehen. Ich guck aber auch nicht so die vielen Sachen wo das jetzt groß auftreten sollte und zwar soll es sogenannte interactive Features geben bei Twitch das wurde auch schon vor einem Monat angekündigt ähm, ich habe bis jetzt kein einziges gesehen ähm, da waren so Sachen wie halt dass man ähm, wie heißt diese Umfrageseite noch mal die ganz viele Streamer benutzen wie Strawpoll Strawpoll dass das quasi dann im Stream auftaucht mhm. wenn jemand wenn der Streamer das im Chat postet oder man irgendwie so Heatmaps in der in dem ähm, Chat sehen kann, ach, im Bild sehen kann. Sozusagen, dass wenn du jetzt irgendwie Hearthstone spielst und du den, den Chat fragst, welche Karte soll ich jetzt spielen, können die Leute mit dem, mit der Maus auf den, aufs Bild gehen und dahin klicken und der Streamer kriegt dann mit, wo haben die meisten quasi draufgeklickt und können dann eben jene ähm, Karte ziehen und so solche Geschichten. Ähm, für extra Spiele, also Hearthstone sollte irgendwas bekommen und so weiter. Lest euch das mal durch, das ist im Link äh, verlinkt. Ich werde da jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen. Ein paar coole Sachen, nur wie gesagt, ich habe da noch nichts von gesehen. Ähm, habt ihr da was gesehen? Nee. Mittlerweile? ich auch noch nicht, oh. nicht. ne? Genau. Aber ich war auch die letzten vier Wochen in einem anderen Universum. Ja, gut, das stimmt. Ach ja, genau. Und dann so, so ähm, Bot-Sachen, eigene von Twitch zum Beispiel. Ähm, diese Währung, die ja ganz viele Streamer haben. Ähm, sollen jetzt von Twitch direkt kommen, dass man jetzt nicht mehr irgendwie so ein extra Bot dafür braucht. Ähm, haben ja, Sally zum Beispiel hat ja auch die Körperteile und so. Ähm, Finde ich auch ganz interessant, wenn das direkt in Twitch eingebunden wird. Gibt es bei Hearthstone schon, okay. Ja gut, ich gucke keine Hearthstone-Streams, deswegen habe ich es wahrscheinlich verpasst. Die anderen Sachen habe ich jetzt tatsächlich, also die allgemeineren Sachen, die jetzt nicht auf ein Spiel gehen, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gesehen. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Das wird auf jeden Fall angekündigt und soll mit der Zeit immer mehr aufpoppen in Streams. Finde ich eigentlich ganz cool, dass da so Sachen kommen. Ähm, Vodcasts wurden eingeführt. Ich muss ja jetzt die letzten vier Wochen tatsächlich zusammenfassen. Ähm, Vodcasts wurden eingeführt. Ich persönlich sehe da noch viele Probleme. Ich habe mich ja ein bisschen auf Twitter äh, ausgelassen. Ähm, unter anderem auch in Streams. Ähm, mittlerweile kann man sie zum Glück aus den Autohosts entfernen. Das wurde Sehr nachgeliefert, ähm, dass man jetzt nicht in den Autohost plötzlich in einem Podcast landet, weil das möchte ich nicht, äh, dass mein Autohost da eben drin ähm, stecken bleibt. Wenn jemand jetzt zum Beispiel 24 Stunden sieben Tage die Woche Podcast sendet, <laughs> dann äh, ja. Wird der Autohost halt nie, nie irgendwo anders mehr hinwandern und das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Ja, und das ähm, ist halt bei den Gefahren von dem Ding. Ja, Dass genau. Dass halt eben missbraucht wird. Die Idee prinzipiell finde ich nicht schlecht. Ist ja quasi Playlist 2.0, wenn du so willst. Oh. Ja. Äh, wenn das jetzt halt irgendjemand nutzt, der sagt, ich würde heute Abend streamen, kann aber nicht, weil ich habe keine Stimme oder es ist zu warm oder was weiß ich, ich mache jetzt halt irgendwas, eine Podcast rein, bin selbst im Chat anwesend, genau. gehe auf den Balkon und schreibe mit den Leuten. Das finde ich völlig okay. Aber wenn man halt einfach so sagt, ja, ich bin jetzt 14 Tage im Urlaub, ich lasse jetzt 14 Tage Dauerbeschallung durchlaufen und genau. nach 14 Tagen wieder, das finde ich ziemlich kritisch. Also ich fand's toll, ich war jetzt äh, so, so ausgenockt und habe dann äh, äh, um 11 Uhr haben wir gestartet, ne, wie ich normalerweise äh, den Stream starte mit einem VOD und dann haben wir den durchlaufen lassen und äh, ja, also so finde ich es eben perfekt. Also, du warst aber auch im Chat anwesend. Ja. Ja, ja gut, zwischendurch habe ich aber auch geschlafen. Ich war müde. Aber ich habe äh, Motz <laughs> gehabt. Hallo, ich war krank. Ja. Also, wenn ich wirklich die ganzen fünf oder acht Stunden hätte da sitzen können, hätte ich auch wahrscheinlich auch den Stream anmachen können. Aber ich war krank. Und es waren einfach Leute anwesend und dann haben wir gesagt, okay, machen wir einen VOD an und gucken uns alte Sachen an. Mhm. Und äh, das war super. Und danach, wenn es abgelaufen ist, auch mal zum Testen, ich fand das halt spannend, wiederholt sich dann das, was du reingenommen hast? Oder hört es damit auf? Und das war echt mal schön zum Angucken. Also, ich habe damals die Alpha oder so, habe ich noch ausprobiert. Ich bin absolut anti. Ich bin so anti-Wodcast. Ähm, so, so, ich kann euch das gar nicht beschreiben, warum. Also, doch kann ich euch, aber ich bin so anti, weil dieses Fragen, ob das live ist und. Äh, du hast halt die Interaktion nicht. Und gerade wenn du ein interaktiver Streamer bist und Leuten das aus der Dose gibst, ähm, es macht keinen es ist kein, kein, kein gutes es ist kein gutes Feeling so, also wenn ich da mal ein Beispiel bringen kann oder oder darf äh, Gronkh zum Beispiel nimmt ja äh, in gewisser Zeit hat er immer Minecraft aufgenommen und hat das im Stream gemacht und der mhm. hat das genau richtig getan der ist nicht wirklich auf den Chat eingegangen sondern hat das Ding so runtergekastet. er hat zwar rübergeguckt und hat so Fragen aufgenommen aus dem Chat, aber er hat es nicht so wirken lassen als wenn er auf den Chat eingeht und ich finde diese Podcast nummer ist einfach so ein bisschen unpersönlich. Und Twitch ist doch mehr so eine persönliche Sache, gerade bei uns. Und äh, ich weiß nicht. Ich ja, aber ja. YouTube geht es ja mittlerweile ne, vielen nicht mehr ganz so gut. Eventuell sind das schon Funktionen für Leute, die vielleicht von YouTube kommen und dazu gewöhnt sind. IRL-Caster, man weiß ja nicht, was da alles noch kommt. Ne? Das Jetzt kann, natürlich. Hat. Also ich sage ja auch nicht, dass, dass das schlecht ist. Will ich auch gar nicht. Also verstehe mich da nicht falsch. Ich persönlich mag es nicht. Ich persönlich mag es nee, nee, nicht. Hat also grundsätzlich mit Einschränkungen ja, aber nur mit diesen Einschränkungen, weil ich sehe nämlich die Gefahr, dass eben viele Leute dann über die Stränge schlagen und einfach sagen, ich lasse da 24/7 laufen, ähm, weil ich damit einfach alles dann abgreife, weil ich ja immer online angezeigt werde und das ist halt eben hm, nicht, nicht so the way to go. Ja, was mich dann auch noch stört, ist, dass es in den Live-Channels auftaucht, wo es halt gar ja. nichts drin verloren hat. Ja. Da sollte es eine eigene Kategorie für geben. Ja. Also, oben haben wir ja auch. Ne? Also, wir haben ja auch Hosts und Empfehlungen und sowas. Warum da nicht auch Podcasts reinschreiben, wo dann Leute noch nach Podcasts suchen können und es eben nicht unter Live-Kanäle drinsteht, wo dann Leute, die Podcasts senden, nicht live in den Titel schreiben? Ähm, macht auch keinen Sinn. Es landet auf der Startseite äh, oder ist auf der Startseite mhm. gelandet. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Mhm. Ähm, das, das ist. Teilweise Streamer dann Vodcast senden und 300 Leute zuschauen, weil es eben auf der Startseite gerade ist und ähm, ja. für fünf Minuten gerade mal kein Mod da ist und die Leute sich ein bisschen austoben können im Chat. Ähm, Habe ich auch schon erlebt. Von daher, es waren extremst undurchdachte, eine, eine extremst undurchdachte Funktion. Aber von man Twitch. sieht, dass es nicht live ist, weil es steht direkt eigentlich unten drunter. Ja. Also, wenn ich meine aufmache, sehe ich auf einen Blick, nie immer. Mhm. Auf einen Blick sehe ich unten, weißt du, wo eben der Text steht, Weiß wie. Me. Mi, mi, mi Mittwoch äh, Bla 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 Da steht direkt da vorne in so einem Bei mir ist das so ein grauer Kasten in dem ja, steht ja. sollte Podcast. eigentlich also, auch meistens ich Aber manchmal landet nicht Manchmal ist es nicht drin war manchmal buggy dass es eben nicht angezeigt worden ist Sie haben ja auch mittlerweile in der linken Leiste ähm, graue Live ähm, Kügelchen oder was auch immer, Lampen reingesendet, dass man die halt von den richtigen live channel die halt ein rotes, einen roten Kreis daneben oh, ich haben. Oh, sehe ich gerade, ja, tatsächlich. Ähm, haben sie auch reingebracht, aber warum hat, hat man das vorher nicht schon alles gemacht? Hat man nicht dran gedacht. Fokulation erst dann rein, rausgehauen, ja. Offensichtlich haben die an überhaupt nichts gedacht, sie haben einfach die Vodcasts rausgehauen und, und, ähm, ja. Ne? Ich will mich jetzt nicht zu sehr beschweren, aber ähm, hätte man besser machen können. Das ist alles, was ich sage. Ähm, und auch wenn daneben steht Wodcast, das gehört trotzdem nicht in die Live-Übersicht. Das stimmt. Von daher. Ähm, dann wurden die Statistiken überarbeitet. Ja. Ähm, vom Anfang mhm. Juni, glaube ich, kann man an, äh, oder Ende, Ende Mai, kann man ähm, in den Statistiken vernünftig endlich gucken, wie, wie gut man ist, wie schlecht man ist, keine Ahnung. Ähm, Sowas, wofür man vorher immer auf Twitch zum Beispiel gewechselt ist, weil die äh, Twitch-Statistiken nicht wirklich aussagekräftig waren, das hat man jetzt eben in Schön auch auf Twitch. Ähm, was ich ganz schön finde, da kann man sich auch seine Leistungen angucken. Also da sieht man, zu welcher Uhrzeit man am meisten streamt und solche Geschichten, ähm, wie fleißig man war. Finde ich gut, yep. dass es jetzt auch Twitch-intern das gibt. Das ist sehr gut, ja. Selbst eher wenig rein, muss ich sagen. Von daher, okay. Die ist wirklich schön geworden. Ich habe letztens drauf geklickt und dachte mir so, hohoho, oh, was ist denn hier los? Ja, hallo. Mich interessiert das halt vor allen Dingen, weil ich während des Streams halt nie weiß, wie viele Leute mir zugucken und ich das dann halt im Nachhinein gerne weiß. Und dann gucke ich halt rein. Und dann ja, kann ich das verfolgen, wie man sich so entwickelt oder so. Von daher. Aber ja. Ist dann nur schöner gemacht, eigentlich. Twitch Prime gibt es jetzt fast auf der ganzen Welt. Ähm, ein paar Länder sind noch rausgenommen. Also Japan, Indien und ein paar ähm, Länder haben es noch nicht. Schweiz. Aber. Nee. Nee, die Schweiz hat es jetzt eben gehen. auch. Genau. Es funktioniert jetzt eben nicht mehr. Also in den Ländern, ähm, das sind quasi die Länder, die ähm, kein Amazon Prime haben. Aber eben Prime Video und über Prime Video kann man sich jetzt eben und ich nehme an, die Schweiz gehört da auch mit, drin, äh, mit rein, ähm, kann man sich jetzt auch Prime ähm, holen, also Twitch Prime. Man braucht halt ein monatliches Abo für Amazon Prime Video und dann geht das. Ich habe das vor eineinhalb Wochen probiert, weil ich gefragt worden bin, Sally, wie sieht denn das jetzt aus? Können wir das auch? Und da konnte ich es noch nicht. Mal schauen. Versuch's gerade auf der Seite. Es soll funktionieren. Ob es jetzt überall schon funktioniert, das weiß ich nicht. Laut Twitch ist es jetzt überall mehr oder weniger verfügbar. Klar, Nordkorea wird es wahrscheinlich nicht haben. <laughs> aber. Ähm, ne. ähm, dann für Partner interessant. Man kann jetzt Emotes ändern, rausnehmen, ähm, auch wenn die noch nicht approved worden sind. Das finde ich schön. Ähm, manchmal möchte man an. Emotes noch was äh, drehen, obwohl man sie schon hochgeladen hat, konnte man vorher nie löschen oder so, ja. ähm, sondern musste warten, bis sie approved worden sind, was teilweise eine Woche dauern kann. Vor allem aktuell, ähm, das geht jetzt. Das ist ja nice. Genau. Nein, um, von, nee, geht noch nicht. Was denn? Twitch Prime, mit also, Schweiz. Ja, aber du bist, wie gesagt, du bist ein Spezialfall mit deinen anderen Konten. Mm, nee, nee. Ist schon richtig so. Ja? Mhm. Okay. Ich hätte gerne... Ja, egal. Auto-Announcements <laughs> <laughs> ähm, wurden reaktiviert für Subs. Also jemand, der neu subt, hat eben nicht mehr die, den Button zum Teilen, sondern der wurde wieder rausgenommen und ähm, sie werden sofort announced ohne Text, den man da eintragen kann, weil es einfach zu viele Probleme gegeben hat. Moment, was nochmal jetzt? Yes! Naja... Du konntest vorher, ähm, wenn, wenn du gesagt hast, Zappst. Neues hab, konntest ja. du jetzt bei, nach, seit der letzten Beta-Version konntest du ja auf Teilen klicken und dann Text reinschreiben. Ja. Aber das hat nur zu Problemen geführt mit Drittanbietern und so. Und das wurde eben wieder rausgenommen ah, und wird okay. nochmal überarbeitet. Das heißt, wenn du jetzt Neues Hubst, wird es sofort geteilt. Yes! Oh, Mann. Man. Das ist das schön. ewige ja. Refreshen und so. Und ja, hat man genau. jetzt gesehen? Ist es angekommen? Ja. Nee, ist noch nicht da. Es ist nichts angekommen. Das, das war nervig im Stream, ja. muss ich zugeben. Ihr müsst alle nochmal F5 drücken, ja. nach dem Subskribieren. Nochmal F5 drücken, bitte. Und dann kommt der nächste an: Wieso betest du eigentlich immer die Subs rein, du Arsch? <laughs> Entschuldigung, weil ich gesehen habe, dass einer subskribiert hat und keinen Text geschrieben hat und ich kein Alert gekriegt habe. Kannst du vielleicht nochmal, danke. Genau. <laughs> Ja, hat sich da überlegt, aber auch ziemlich doof, aber naja, ja, gut, dass er da zurückrudern. Ja, jeder andere Bot hat halt eben schon, mein Ninja-Erkennungsbot hat es halt eben gesehen und dann, ja. Also, es soll wiederkommen, aber es soll halt nochmal überarbeitet werden. Ich weiß nicht, manche schreiben, sie können es immer noch machen. Momentan wird so viel geändert an so vielen Ecken. Vielleicht haben sie es mittlerweile sogar wieder reingenommen, also keine Ahnung. Ähm, nee. Wir sehen. Also nee, also heute war nichts Okay. Ansonsten das letzte Affiliates äh, werden jetzt auch an Spielekäufen beteiligt. Ähm, das heißt die nächste Stufe Affiliates, wie Affiliates Geld verdienen können, wurde freigeschaltet. Jetzt wird im Prinzip nur noch, glaube ich, die Subs fehlen die Subs. Ähm, das soll kommen, aber da muss man sich halt gedulden, bis ähm, eben die Affiliates auch die Subs bekommen können. Ja. ja. Und das waren die Twitch News. Twitch News. Heute aber mal im Schnellformat. Hey. Oh ja. Heute ja, war ja, Wir Zuki. Also. <laughs> Jetzt seit vier Stunden am Quatschen. Äh, Slath, bist du eigentlich ja. mit unseren Gegebenheiten äh, äh, bekannt? Vertrauen. Vertraut heißt das genau? Kommt drauf an. Du hast das Schlusswort heute? Ja, kann A ich machen. Also wir sagen vor dir alle Tschüss und du als das Schlusswort. Aber wir gehen noch in den Streamer der Woche. Ich möchte nur früh genug sagen, weil es kam schon. Äh, zum Problem, was? Ich muss jetzt <laughs> also nur, dass ja, du schon Bescheid du. weißt, ja? ja? Sicher. Safety first, Safety first. Ähm, in der Woche. Äh, da, darf ich anfangen. Ich stehe, hab bin meinen... Bin okay, super. Weil ich habe nämlich die, die Liste ist jetzt. Wir gehen dann so durch. Meine ähm, Damen und Herren, ich habe mir einen YouTuber ausgesucht, da ich momentan ähm, das Twitch-Universum in meiner Freizeit verlasse, da ich ja zu viel, das wisst ihr ja, auch in diesem unterwegs äh, war. Und ich habe mich äh, mit Minecraft wieder auseinandergesetzt. Und ich habe mich äh, mit Wolf 20 ein bisschen auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, der ein oder andere mag ihn wahrscheinlich schon kennen. Das ist so ein äh, wandelndes, ja, ich sag mal, Minecraft-Lexikon und ist ein. Ich liebe diesen Typen. Der ist äh, wirklich sehr, sehr gut, der hat richtig was drauf und. Ähm der baut halt in Minecraft nicht nur so einen Kinderkack, sondern halt mal richtig krasse Sachen, wo auch mir nach über 2000 Stunden immer noch die Kinnlade runterfällt. Und ähm, wenn ihr Bock darauf habt und euch mal ein bisschen mit meine Katze frisst gerade was auseinander, wenn ihr mal Bock habt, euch mit Minecraft auseinanderzusetzen, was nicht so äh, unkompliziert ist, dann guckt euch da of 20 an. Der ja, ist englisch. Und das ist Englisch, ja, muss man zusagen, das ist Englisch. Der Typ wird in Minecraft-Mods mittlerweile in den Handbüchern genannt. Wo dann gesagt wird: Ich kann euch das jetzt alles per Text erklären, das mache ich jetzt gleich auch, aber wenn ihr das in Videoform sehen wollt, guckt euch hier Direwolf 20 ähm, Vorstellungsvideo meiner Mod an. Hm. Und ähm, der Typ ist halt auf Forgecraft. Also das ist der Server, auf den alle Modmacher ihre Mods testen im Multiplayer. Da ist er halt YouTuber und spielt das nebenher und testet alles aus und bringt alles in Zerstörung zum, zum, zusammen mit Sorin zum Beispiel auch ähm, und vernichtet einfach die Mods, damit sie all halt wirklich auf ähm, wie sagt man Mag und Niere und Mag ich weiß nee, nicht Mag und Fall. Niere Mark und Mark und Ni Niere getestet werden genau. Aber schön, dass also, du Mainstreamer der Woche vorschlägst. Nee, ich möchte ja. noch mal meinen Daumen drauf drücken, <laughs> weil durch den Typen habe ich im Prinzip 50% meines Minecraft-Wissens angehäuft und das ist ganz schön viel Zeit, die ich in diesen Jungen reingesteckt habe, also wow. kann ich wirklich nur empfehlen. Wow. Herz und Nieren. Danke, Herz und Nieren. Mark ja. und Bein. Ähm, Mark und Bein. Markus? Auf die Elf vom Niederrhein. Ich, ich hab dich jetzt. Mich? Ja, also Mich. Du, du darfst jetzt, ja. Ja, mein Gruß geht raus für den Streamer der Woche, ist quasi ein Team. Und zwar heißt das Ganze Nerdstar TV. Das ist quasi so eine Mischung aus, ich nenne es mal Rocket Beans in noch etwas jünger und unverbraucht, äh, mit einer Mischung aus Take TV. Das heißt, die streamen mittlerweile hier auf Twitch, sind rübergekommen von Hitbox, ähm, haben ein Studio in Bielefeld, machen mehrere Formate, zum Teil vorproduziert, die dann als Einspieler laufen, zum Teil live. Um, man kann sie halt für Dinge halt buchen, die halt ähm, woanders abgefilmt werden, man kann die Location halt auch besuchen und da halt Sachen machen, das war da, wo ich meinen Geburtstag gefeiert habe, haben eine offizielle Sendelizenz, weil Rocket Beans die ja damals auch brauchte, haben die die auch direkt beantragt und versuchen jetzt hier so ein bisschen Fuß zu fassen da geht mein Gruß raus und ich sag einfach mal, wer Rocket Beans und Co mag, einfach mal vorbeischauen und da vielleicht eben äh, ja, mal reinschauen Okay, was ist das für ein Spiel, was da gerade läuft? Äh Chat. Keine Ahnung, ich habe sie gerade nicht offen. Chat, ja, die haben Entschuldigung, ich, sie ist noch der der 1000 Minuten Stream vom Freitag sein. Haben seit 1000 Minuten gespielt, machen manche ja 33 Stunden Streams, was weiß ich. Chat, ihr müsst mir helfen, ich brauche das Spiel. Ähm, Sieht aus wie Dead Nation, nur, nur mit Weltraum. Ich habe jetzt äh, Ravares. Äh, wer Ach, ist Alien denn? Nation. Äh, Ravares bin ich. Ja, ja. dann, auf geht's. <laughs> Wie oh, sorry. Ja, ich, ich gucke ich, nein aber ich habe gerade noch auf das Spiel geguckt so Alien Alienswarm ähm, Ravares ich ich glaube ich habe sie schon mal oh ist sie gerade live oh. nee ich habe ja ich habe ja aus meinen Fehlern gelernt früher wurde mir ja immer gesagt weil ah. da Hosts an waren ey mach doch mal jetzt ein Wort an damit wir auch ein bisschen was sehen können und das habe ich jetzt getan für euch jetzt da ist die junge Dame Ravares ist eine ganz ganz wundervolle ich kenne sie jetzt schon eineinhalb Jahre um, sie, sie, sie nennt sich auch die Rattenmama. Sie um, zeichnet Emotes für, für verschiedene Streamer. Ich habe auch etwas von ihr. Und um, hat in letzter, was hat sie in letzter Zeit gespielt? Sie hat Zelda gespielt. Ich kann mich an, an Oka. Nee, wie hieß denn das mit diesem Fuchs? Okami? Ja, Okami. Mhm. Daran kann ich mich erinnern und so. Um, ist eine ganz, ganz wundervolle. Ein herzlicher Mensch hat gerade ihre Partnerschaft bekommen und ähm, Grüße gehen raus. Die kann man empfehlen. Wirklich Jawohl. eine Liebe. Ja. Ich hab einen YouTuber. Ich YouTuber. Auch und schon wieder Musik. Ich schlage in letzter Zeit nur noch Musik vor. Aber der Typ ist echt. Äh, vor allen Dingen, wenn er das, wenn er mit seinem Kollegen zusammen Musik macht, ähm, genial. Ich ich, ich kenne keinen Musiker auf YouTube, der halt Hauptsächlich Coverversion macht, ähm, den ich halt wirklich, also ich habe jedes Video von ihm, glaube ich, mittlerweile fünf oder sechs Mal gesehen, auch die Eigenproduktion. Äh, der ist einfach genial, aber er studiert ja auch in Berkeley und, und hat halt wirklich Ahnung, kann unfassbar gut äh, Gitarre spielen. Ähm, hat unter anderem äh, Sultans of Swing ähm, auf der E-Gitarre mit Gesang und allem Drum und Dran äh, gleichzeitig gezockt und noch gespielt auf e gitarre und jeder, der weiß, wie Mark Knopfler halt Gitarre spielt, weiß, wie unmöglich das eigentlich ist. Und ähm, hat es einfach perfekt rausgehauen. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich diesen Typen mal anzugucken. Okay. Dann haben wir alle durch, oder? Ja. Ja. Watten Was Brett von, äh, von Plankenschnack heute. Also so eine Liste Spiele mal durch, knattern ist schon eine Nummer, oder? Ja, mhm. also. Ich habe Spaß gemacht. Ich fand's toll. Vor allen Dingen haben wir noch nicht mal alles gemacht. Mhm. Ich fand das ich jetzt noch so viel. Ich fand das sehr schön, mhm. muss ich sagen. Ähm, Markus, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte. Es war, äh, es war schön und äh, damit diskriminiere ich nicht alle anderen, die vor dir da waren. Aber endlich mal einer, der Ahnung hat von nicht nur einem Spiel oder zwei. <laughs> also dafür dafür auf jeden Fall. Spiel es fühlt sich von vielen Spielen. Es fühlt sich gut an, mal jemanden zu haben, der nicht nur Indie-Games kennt, sondern auch mal triple AAA-Titel und auch ein paar Hintergrundinformationen. Also du bist ja wirklich sehr tief drin. Das war cool. Dankeschön. Ähm, Danke für das Lob. Dankeschön, dass ihr alle zugeguckt habt, Leute. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß heute. Ähm, tut mir einen Gefallen, penetriert die äh, Social-Media-Seiten, äh, diese wundervollen Gesichter, sprich äh, Twitter und auch gleichzeitig noch ihr, ihr, ihr Twitch, wenn ihr Bock drauf habt, um sie kennenzulernen. Dankeschön, dass äh, ein, zwei äh, Rückrufe kamen bei äh, Twitter und ähm, Twitch. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, lasst euch gut gehen. Wie immer, das geht bei YouTube, äh, geht das raus. Ähm, hier, sodass ihr das dann sehen könnt. Hier wird das noch geschnitten. Vielen Dank auch an alle Leute, die hinter der Kamera äh, gesessen haben und uns äh, immer noch regelmäßig und fleißig helfen. Ihr seid tolle, fleißige Bienchen. Und Chat, das habe ich euch nämlich schon die letzten zwei Tage nicht mehr gesagt. HDGL, Love you Long Times. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Auf Wiedersehen. Bis denn, dann. Pistazie. Es war schön. Es war ein wundervoller Sonntag. Äh, Vier Wochen hat man gemerkt, ne? Also dazwischen drin, der, der Sonntag, das, das merkt man dann schon, wenn der Plankenschnack so lange nicht war. Sles, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, es war mir ein Fest, es war wirklich sehr, sehr angenehm und kompetent. Ähm, danke, dass du ja. da warst. Ja, ne? Danke, Slabby. Danke, Dizzy. Danke an den Hintergrund, dass ihr euch um alles kümmert und das so reibungslos laufen lasst. Und ähm Vielen lieben Dank an den Chat. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche und sehen uns. Von mir das gleiche. Danke, Chat. Danke, Sally. Danke, Slev. Danke, Dizi. Wow. Ähm, danke allen im Hintergrund. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß heute. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, aber ich war heute ein bisschen rizeliger als sonst. Lag aber auch daran, dass... Ähm, Heute gute Themen waren und ich gerne über Videospiele quatsche. Wow. Ähm, wow. Was denn? Nee, ja, ja, mach weiter. Sorry, falls, ähm, falls es den einen oder anderen redaktionellen Fehler gab. Ich entschuldige mich hiermit. W wird morgen in der Bild auf jeden Fall eine Gegendarstellung ähm, abgedruckt werden. Ähm, du bist nicht wichtig. Lern's endlich mal. <laughs> nee, äh, ein paar gab's, aber ähm, ich hab. Heute sehr viel, sehr lange daran gesessen und ich habe mir heute tatsächlich mal Mühe in der Vorbereitung gegeben. Ähm, das heißt, ähm, falls da mal ein oder an der andere Fehler war, merkt es einfach daran, dass ich nach sechs Stunden einfach keinen Bock mehr hatte, <laughs> nochmal oh Gott, alles durchzugehen viel. und auf, auf äh, Kontrolle zu gehen. Und deswegen sorry dafür, ähm, habt noch einen schönen Abend und bis in zwei Wochen. Ich habe gerade nicht viel gesagt, weil ich es jetzt sonst noch mal hätte sagen müssen. Wie gesagt, Dankeschön, Dizzy, Dankeschön, Sali und Slaby für die Einladung, dass ich hier sein durfte. War sehr, sehr geil. Wir viel vielen lieben Dank dafür. Über die E3 zu sprechen, ziemlich cool. Waren sehr, sehr viele Spiele. Vielleicht das eine oder andere Highlight für irgendjemanden dabei. Ich meine, ihr habt bei uns schon gesehen, Meinung, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ähm, da kann man dann mal drüber diskutieren, aber man sollte nicht, sich nicht drüber streiten, was man halt gut findet. Weder wir tun das, ihr im Chat solltet es auch nicht tun. Ja, genießt einfach die Spiele, die kommen. Jeder hat eben seine Daseinsberechtigung, jedes Spiel. Und ja, es kommen viele Spiele in der Zukunft. Ich hoffe, ihr habt da genauso Bock drauf, wie wir hier alle. Und äh, ich wünsche euch noch einen geilen Abend. Bis dann, dann Winken für die Kamera. Tschüss. Oh, nee, ich brauch die andere Hand. Tschüss. <laughs> <laughs> Nein. Oh, ich muss runter, Tschüss. sonst ist es nicht drin. Ah. Okay. Okay. Fotostudien.